So, eine neue Folge Jung Naiv. Ich habe einen neuen Gast. Wer bist du? Ich heiße Armin Nassehi. Armin, ich, was machst du? Ich bin Soziologe an der Universität in München. Warum bist du das? Warum ich das bin? Pff, weil ich Soziologe werden wollte. Und jetzt bin ich seit fast 25 Jahren dort in München auf einem Lehrstuhl. Kommst du nicht weg oder nicht weiter? Oder? Äh, da geht man nicht weg. Hätte die Chance gegeben, aber das ist ein spannender Lehrstuhl und da kann man einiges machen. Warum, warum gerade München? Ähm... Also, das kann man sich in dieser Karriere ja nicht so richtig aussuchen. Äh, Die Stellen sind rar, man bewirbt sich und ich würde sagen, ich habe sehr viel Glück gehabt in vielerlei Hinsicht und habe mich in München beworben. Ich ging nie davon aus, dass ich diese Stelle bekomme. Und dann ist es doch passiert. Warum hast du sie bekommen? Warum? Ja. Ich glaube, weil ich im Vortrag. Also, ich war noch relativ jung da, im Gegensatz zu jetzt. Und habe schon ein paar Sachen gemacht und ich dachte, dass die mich wahrscheinlich einfach nur mal so hören wollten. Und ich glaube, dass ich im Vortrag sehr überzeugend war, weil ich ganz gut reden kann. Lange Sätze mit vielen Nebensätzen, Subjekt passte zum Prädikat. So Womit hast du denn überzeugt? Außer mit langen Sätzen, so krassmäßig. Ja, ich glaube, dass, dass die Kombination, also es ist schwer über sich über die eigenen Stärken zu reden, aber vielleicht die Kombination, also einerseits ein theoretischer Soziologe zu sein, andererseits damit auch empirische Forschung zu machen, ich glaube, dass das ganz gut funktioniert hat. Hast du dich jemals geärgert, in München gegangen zu sein? Nee. nee? Ja, doch damit, dass mein Sohn Bayern-Fan geworden ist, aber ansonsten ist äh, München okay. Wie hast du denn das zulassen können? Ja, das ist äh, eines der großen Traumata. Aber du so kommst spät. ja unter anderem aus Gelsenkirchen, also bist du Schalke-Fan, Ich oder? bin ein alter Schalke-Fan, klar. Ja, das sieht ja nicht so gut aus gerade. Ne? Nee. Hm. Womit befasst du dich so als Soziologe? Ich befasse mich mit unterschiedlichsten Dingen. Also was mich am meisten interessiert, das ist tatsächlich dieses Großthema Theorie in der modernen Gesellschaft. Die beschreibt man eigentlich moderne Gesellschaften. Aber ich mache viel empirische Forschung. Mhm. Zurzeit machen wir ein DFG-Projekt über Geflüchtete. Da interessieren wir uns für die Andockstellen, mhm. auf die Geflüchtete in der Gesellschaft treffen. Ich habe sehr lange und sehr viel über Palliativmedizin gearbeitet, viel Medizinsoziologie. Ich habe ein größeres EU-Projekt gemacht über die Frage, wie aus wissenschaftlichen Ergebnissen und Erkenntnissen, Policypapiere und dann Gesetze werden, also unterschiedliche Themen, die eigentlich immer damit zu tun haben, dass Akteure unterschiedlicher ja, Provenienz, unterschiedlicher Form, unterschiedlicher Herkünfte, unterschiedlicher Professionen zusammenkommen und die dann irgendetwas miteinander tun. Das gibt's interessiert mich. Gibt es irgendwelche Themen, von denen du zurückschreckst oder wo du sagst, damit will ich nichts zu tun haben? Das können andere Soziologinnen machen. Naja, es gibt viele Themen, mit denen ich mich nicht beschäftige, aber ich wüsste jetzt nicht irgendwie ein Thema, wo ich sagen würde, damit würde ich mich nie beschäftigen. Da müsste ich echt drüber nachdenken, ob es das tatsächlich gäbe. Nö, fällt mir jetzt im Moment nicht so ein. Oder hast du dich früher mal mit Themen beschäftigt, mit denen du dich heute nicht mehr beschäftigst? Nee, eigentlich nicht. Also, es gibt sehr viele Themen, die haben sich eigentlich in meiner ganzen wissenschaftlichen Arbeit durchgehalten. Also, ich habe schon sehr, sehr früh Migrationssoziologie gemacht, also auch mit Migrationsgeschichten, die, die eher ungewöhnlich sind. Also, ich habe meine Brötchen vor der Habil verdient mit einem Forschungsprojekt über Siebenbürger Sachsen. Das ist eine deutschstämmige Gruppe, die vor 800 Jahren in das heutige Rumänien, damaliges Königreich Ungarn, ausgewandert sind. Und da haben wir uns interessiert dafür, einerseits die Reparationen in der die, Union, die wurden, wurden deportiert nach dem Krieg. Da habe ich eine biografieanalytische eine Untersuchung gemacht, aber auch mit der Frage, warum die alle nach dem Ende der, ähm, der sozialistischen. Phase dann nach Deutschland zurückgekommen sind und haben die dort interviewt und hier interviewt. Mhm. Das war sehr interessant Du mit sehr ähnliche Migrationserfahrungen, wie andere Migrantengruppen das auch haben. Also dieses Thema zieht sich durch. Ich habe mich sehr, sehr früh bereits mit Tod und Sterben beschäftigt, deshalb das Thema Palliativmedizin auch immer noch. Ich habe meine Dissertation geschrieben über Zeit und Zeitlichkeit, damit beschäftige ich mich auch immer noch und viel Gesellschaftstheorie gemacht. Das zieht sich eigentlich lange durch. Also es gibt da in meiner wissenschaftlichen Karriere wenig. Themendisruptionen, muss man sagen. Du meinst gerade, du beschäftigst dich unter anderem mit Palliativmedizin, ja. also mit Sterben? mitsterben. Ja, Palliativmedizin, das ist so die Palliative Care ist der internationale Titel. Das ist die Frage, wie, wie das Medizinsystem, wie, wie die Medizin, die Pflege und so mit sterbenden Patienten umgehen. Und äh, das ist ein soziologisch wahnsinnig interessantes Thema, weil das tatsächlich eine Revolution gewesen ist innerhalb des Medizinsystems, dass man eine Gruppe, die vorher eigentlich äh, keine Rolle spielte in der Medizin oder im Medizinsystem, jetzt sehr explizit behandelt und äh, sich auch versucht, zivilisiert mit dem Sterben auseinanderzusetzen. Warum interessiert dich das Sterben? Also das sind ja so, so kontingente Formen, wie man an Themen kommt. Also auf das Thema Sterben bin ich gekommen. Übrigens meine Diplomarbeit habe ich schon über Todesverdrängung geschrieben. Aha. Das war 1900. 85. Das war eigentlich Zufall. Ich habe Philosophie studiert. Todesverdrängung. Auch. Ja, ich habe Philosophie studiert. Da sollte ich eine Hausarbeit schreiben über Vergleich der Todesvorstellungen von Heidegger und Bergson, also so ein Hausarbeitsthema halt. Und ja. habe dann in der Soziologie dazu ein Referat gehalten und habe dann das Angebot bekommen von. Einem Soziologen, bei dem ich dann später auch die Promotion gemacht habe, das wäre ein interessantes Thema, macht das doch lieber soziologisch als philosophisch. Und so bin ich da in die Soziologie mit diesem Thema reingekommen. Und das ist wirklich ein soziologisch spannendes Thema, weil also an keinem anderen Thema eigentlich so die Differenz zwischen Individuum und gesellschaftlicher, also sagen wir mal individueller Diskontinuität, das Leben endet, die Gesellschaft geht weiter. Und diese Spannung ist ja soziologisch total interessant. Bring uns das mal näher. Also ja. du, du hast das für viele Laien, die haben wahrscheinlich noch ja. nie gehört, dass man sich soziologisch mit dem Sterben auseinandersetzen kann. Ja. Also Soziologisch ist daran unter anderem interessant, wie so, ein, wie so ein Medizinsystem, das ja auf Heilung, das auf äh, Gesundheit, das auf Erfolge zielt, mhm. eigentlich den Tod sehr lange als eine, eine Niederlage erkennen musste. Ne? Also man kennt die ganzen Geschichten, die in den 50er, 60er, 70er Jahren geschrieben wurden. Die Sterbenden werden eigentlich abgeschoben in den Krankenhäusern. Man musste nicht so recht, mit denen anzufangen. Da waren vielleicht Geistliche für zuständig, aber sonst niemand. Und ähm, die Gesellschaft hat sich verändert. Das heißt, die Ansprüche von Menschen, Menschen von Klienten, von Patienten und Patientinnen sind größer geworden. Man hat entdeckt, dass die Sterbenden leben ja? und äh, festgestellt, dass es auf der einen Seite medizinische Notwendigkeiten gibt, Schmerzbehandlung, äh, das Schlucken zu lernen, sie angemessen zu pflegen äh, und dann natürlich auch psychosoziale Fragen. Also es wurde, ich nenne das immer, äh, die Erfindung des Sterbens. Des, des sprechenden Sterbenden, ja. Also man hat dann sozusagen mit den Menschen gesprochen. Es gab die Idee, dass man nur angemessen sterben kann, wenn man dieses Schicksal annimmt und man hat sich der Leute angenommen. Und äh, das ist ja etwas, was sozusagen auch gesellschaftliche Strukturen abbildet. Die Menschen werden individueller, man kann weniger auf traditionelle Formen zurückgreifen, die Ansprüche der Menschen werden größer. Und ich würde auch sagen, dass da eine ganze Menge an Humanisierung dabei ist. Äh, auch die Schwächsten, und das sind die Schwächsten, glaube ich, die Sterbenden in der Gesellschaft. Irgendwie so zu behandeln, dass sie menschenwürdig sterben können. Das ist ein wirklich spannendes Thema. Was hast du denn da so rausgefunden? Ja, wir haben unterschiedliche Dinge. Wir haben jetzt etwa ein, ein, ein Projekt gehabt, in dem es haben wir übrigens mit Theologen zusammen gemacht, mit katholischen Theologen. Das war bei der DFG, glaube ich, was Neues, dass Soziologen mit Theologen zusammen ein Projekt machen. Ja, ist komisch. Äh, ist komisch. Ja, er hört sich auch erst mal komisch an, wo wir uns gefragt haben, was sind eigentlich die normativen. Ich glaube ja, ein Leben nach dem Tod, dann noch. Ne? Na ja, darum geht's eigentlich da gar nicht also, so sehr. Ne? Das das kann man auch soziologisch schwer erforschen. <laughs> aber aber das wäre es noch. Das wäre es noch. noch. Genau. Das ist, mit der Rückkehr vor der Forschung ist es wahrscheinlich schwierig. Aber naja, ernsthaft gesprochen, also das, äh, die, die spannende Frage ist, welche normativen Hintergründe haben eigentlich die unterschiedlichen Akteure, die daran beteiligt sind. Also ich finde total spannend, dass Ärzte, Pflegepersonal, psychologisches Personal, Seelsorger ähm, ganz unterschiedliche Probleme gleichzeitig lösen müssen und trotzdem irgendwie zusammenarbeiten. Und in der Mitte ist der Patient oder die Patientin. Und dann ist die Frage, wer eigentlich da welches Problem löst. So, für sowas interessieren wir uns. Warum spricht man mit den Sterbenden? Es entstehen normative. Ideen darüber, dass es eigentlich besser ist, besonders viel zu kommunizieren am Lebensende. Wir haben zum Beispiel rausbekommen, haben wir vor kurzem einen Aufsatz dazu gemacht, dass es viele Sterbende gibt, die gar nicht so stark interessiert sind an einer besonders disruptiven Form der Kommunikation über den Tod, sondern eine Art von Kontinuität an diesem Lebensende hinkriegen wollen, auch am Tod womöglich vorbeisprechen wollen und das vielleicht eine humanere Form ist, damit umzugehen. Oder ein anderes Thema, für das wir uns beschäftigt haben, das ist tatsächlich wie das Selbstbild Medizinisch und pflegerischer Professioneller sich ändert, wenn sie also nicht mehr diesen Erfolgsgedanken haben, ne? also äh, wer stirbt, ist eigentlich eine Niederlage für das Medizinsystem, sondern dass man das integriert in eine, in eine Form der Behandlung, mhm. die genau weiß, dass dieses Leben zu Ende geht. Und das ändert natürlich viele, viele Perspektiven. Übrigens auch, gab es auch große Konflikte in der Medizin. Äh, das ist eines der Fächer, mit dem man am wenigsten Geld verdienen kann. Ähm, mit der Palliativmedizin, man kann viel mehr Geld verdienen sozusagen mit einer Lebensverlust. Mit Hilfe von Pharmazeutika, die in den letzten zwei, drei Wochen des Lebens mehr Geld verbrauchen als womöglich äh, im ganzen Leben vorher. Da gibt es durchaus Zielkonflikte und unterschiedliche Interessen, die auch hochinteressant sind in diesem Feld. Als überzeugter Kapitalist ist da eine Nische offenbar. Was sagst, heißt, sagst, also, sagst, du, sagst du mir gerade? Nur, was heißt überzeugter Kapitalist? Also als überzeugter Kapitalist ist das natürlich ein Markt. Das ist überhaupt gar keine Frage. Und äh, Märkte werden natürlich, äh, werden natürlich bedient. Und die spannende Frage ist ja ähm, im Übrigen auch nicht nur aus, aus einer unternehmerischen Perspektive der Pharmaindustrie, sondern auch aus der Perspektive etwa von Versicherungssystemen. Mhm. Lohnt sich das? Also das hört sich böse an, wenn man da sagt, ist es eigentlich ein Gewinn von Leben, wenn man das Leben auf eine Weise verlängert, die wirklich für das Leben selber nicht gut ist? Oder ist es nicht einfach besser, wenn man Menschen dabei begleitet, diesen fast natürlichen Prozess des Sterbens so zu organisieren, dass es möglichst schmerzfrei geht, dass es menschenwürdig passiert? Menschenwürdig würde ja heißen, möglichst viel Leiden wegzunehmen und trotzdem die Möglichkeit zu haben, teil, also teilzuhaben am, am sozialen Leben. Das wären ja die Formen, um die es da geht. Wenn ich jetzt unternehmerisch denken müsste, würde ich sagen, naja, bevor der todkranke Patient das irgendwie sein Geld vererbt ziehe ich das nur aus, aus, aus der Tasche. Ja, ich glaube, dass so, so, so direkt äh, die, die, die unternehmerischen Formen nicht funktionieren, aber, aber indirekt natürlich schon. Also ich meine, das ist ja das Interessante, da sind wir jetzt quasi bei so einer Frage, wie eine moderne Gesellschaft funktioniert. Hm. Es gibt in dieser Gesellschaft wenig Stoppregeln. Ne? Also ähm, äh, wenn man Geschäfte mit etwas machen kann, dann macht man sie damit. Und das gilt nicht nur für Geschäfte, ja das gilt für alles andere auch. Was medizinisch möglich ist, das tut man. Das ist äh, ökonomisch übrigens oftmals total unvernünftig das zu tun. Also wir, wir, wir machen ja oft auch Dinge zu viel, die ökonomisch gar nicht vernünftig sind. Äh, wie, man kämpft wahnsinnig um noch zwei Wochen weiteres Leben und stellt fest, dass dieses Leben womöglich eher eine Qual für die Betroffenen ist. Die spannende Frage ist, wer entscheidet das eigentlich, wann man damit aufhört? Mhm. Man nennt das heute Therapiezieländerung, eine der schwierigsten Sachen, die in der Medizin stattfinden. An welcher Stelle dieses Prozesses es ist eigentlich allen Beteiligten klar, dass man nicht mehr kurativ, also nicht mehr heilend an die Sachen rangeht, sondern palliativ was ja voraussetzt, dass alle Beteiligten anerkennen, dass dieser Prozess zu Ende geht. Das ist eine sehr, sehr schwierige Gemengelage, bei denen ähm, Geldfragen eine Rolle spielen, normative Fragen eine Rolle spielen und natürlich auch das Selbstverständnis von Professionen, also zum Beispiel der Medizin. Lass mal ein bisschen beim Sterben nochmal bleiben, finde ich find das interessant. Du meinst, du meinst gerade auf einer kommunikativen Ebene, es gibt Menschen, hast du rausgefunden, die gar nicht so sehr über das Sterben reden wollen, sondern einfach... Äh Einfach weiter so kommunizieren wollen, habe ich die jetzt so verstanden, als ob sie ja. äh, nicht im Sterben sind. Ja. Bezieht sich das jetzt auf Menschen, die, keine Ahnung, jetzt Krebs haben und wissen, dass sie in zwei, drei Monaten tot sind? Oder so, keine Ahnung, meine Oma, die Ende 80 ist und wo klar ist, okay, irgendwann wird sie demnächst sterben? Naja, das bezieht sich auf ganz unterschiedliche Gruppen. Also wir interessieren uns vor allem für die Prozesse, in denen eigentlich das schon klar ist, dass so ein Sterbeprozess begonnen hat. Ne? Und man mhm. muss sich ja mal fragen, wie funktioniert eigentlich so das Alltagsleben? Also wir denken ja immer, dass es oft auch so ein intellektuelles Selbstmissverständnis, dass wir permanent reflektieren müssen, dass wir für alles, was wir tun, gute Gründe brauchen. Das Leben ist ja manchmal viel uh, it's more pedestrian, würde man auf Neudeutsch sagen. Es ist, es ist viel einfacher, es ist Kontinuität. Ja? Also wir haben zum Beispiel beobachtet, dass auf Stationen von sterbenden Familienleben weitergeführt wird. Da ist es vielleicht wichtiger, dass Angehörige kommen und einen Kuchen mitbringen und hm. man über den Gossip der Familie redet, als jetzt große ähm, Reflexionen darüber, was das Leben eigentlich bedeutet und äh, was was der Tod bedeutet. Das ist doch empirisch eigentlich total interessant, dass, dass dass sozusagen unsere Lebensformen und das gilt ja nicht nur für diese Lebensphase sehr stark durch Routinen und durch durch Teilhabe Miteinander in Routinen geprägt ist. Und das gilt dort auch. Also, das waren so Forschungen, die mache ich vor allem mit, mit meiner wichtigsten äh, Kollegin Irmelt Sarke zusammen, äh, wo wir mal hingeguckt haben und gesagt haben: die normativen Ideen, dass man mit den Menschen kompliziert über das Sterben reden muss und die empirischen Erkenntnisse, dass es womöglich ganz andere Bedürfnisse gibt als diese Reflexionsform, die beißen sich ja irgendwie. Und wir haben dort durchaus im Kontakt auch mit solchen Organisationen, mit denen wir zu tun haben, Erstaunen erzeugt, dass die Leute gesagt haben: wir scheitern gar nicht wenn die Sterbenden nicht die ganze Zeit das Sterben reden wollen, sondern vielleicht bieten wir einen Raum, in dem sie ja vielleicht noch für eine kurze Zeit eine Lebenskontinuität haben können, in dem, sie sich, in dem sie sich geborgen fühlen, durch Routinen geborgen fühlen. Aber wann wollen denn die Menschen über das Sterben reden oder über ihren Tod? Ja, das will ja eigentlich niemand so richtig. Ja? Also manchmal ja, vielleicht, soll, man, vielleicht sollten wir ja, genau. Ja, vielleicht muss man das manchmal. also Ich rede jetzt nicht sozusagen über eine Gesellschaft, in der die Gesunden über das, über das Sterben reden. Wir könnten ja jetzt auch darüber nachdenken. Aber wir könnten zum Beispiel sagen, statistisch ist es wahrscheinlicher, dass du mich überlebst. Das heißt aber nicht, dass es unbedingt so kommen mhm. muss. Oder wir können die Frage stellen, was unsere ganzen Aktivitäten, die wir im Alltag so haben, angesichts unserer individuellen Endlichkeit eigentlich bedeutet. Ja, wir beschäftigen uns mit so vielen Dingen, die Zeit fressen, die eigentlich völlig sinnlos sind. Aber das sind ja so abstrakte Diskussionen. Viel spannender ist ja, dass diese Form der Endlichkeit ja in manchen Bereichen durchaus vorkommt. Also ich bin jetzt 63 Jahre alt, ich bin noch dreieinhalb Jahre Professor an der Uni München und es sind ja doch interessante Erfahrungen zu sehen, dass da was zu Ende geht, dass man sieht, dass es sozusagen die, die Perspektiven nach vorne kürzer sind als die nach hinten. Mhm. Äh, man stellt fest irgendwie, und das, das ist jetzt nicht etwas, was mich irgendwie äh, total bedrückt, aber wir haben ja doch ein Bewusstsein davon, dass die Dinge nicht unendlich weitergehen. Wir verlieren immer mehr Gleichaltrige. Das ist mir mit 30 noch nicht so passiert, wie jetzt das Gleichaltrige mit dem Tod verschwinden. Das heißt, wir haben durchaus ein Bewusstsein davon, dass es diese Form gibt, aber die ist noch abstrakt. Und dann kann man sich mit konkreten Dingen beschäftigen, wenn in der Familie jemand krank geworden ist oder wenn man selber zur Krebsvorsorge geht oder wenn dies und das stattfindet. Das Thema kommt überall vor. Aber wenn es ganz konkret wird, dann ändern sich die Perspektiven natürlich sehr, sehr stark. Gibt es einen Unterschied zwischen Menschen? Die quasi in, in einem Hospiz landen und quasi so Sterbebegleitung erfahren, und Menschen, die eine gewisse Gewissheit haben über, okay, ich habe jetzt nur noch ein paar Wochen zu leben und äh, will das dann zu Hause machen und so. Also, ja, das also im Hospiz hast du ja quasi eine professionelle. Yeah. Begleitung, das stimmt. Also wir reden ja eigentlich im öffentlichen Diskurs sehr stark über Hospize und Palliativstationen in Krankenhäusern. Das sind, glaube ich, nur so zwei Prozent der Sterbenden, die Ach wirklich die in solchen Einrichtungen sterben, die extra dafür da sind. Aber der Diskurs läuft sehr stark darüber. Was es aber inzwischen gibt in Deutschland seit einigen Jahren, das ist ein Rechtsanspruch für alle gesetzlich Versicherten, ambulante palliative Versorgung zu bekommen. Das ist jetzt sehr stark durch einen Kollegen. Der Universität München, Gian Domenico Borasio, der inzwischen in der Schweiz Ähnliches aufbaut, ähm, initiiert worden, dass das sozusagen zur, zur, zur Regel gehört, dass Menschen, die zu Hause sterben, ein Anspruch darauf haben, dass, dass Experten kommen, die sowohl psychosoziale als auch Schmerzbetreuung, als auch eine Betreuung sozusagen von lange liegenden Patienten machen. Also da gibt es einen Rechtsanspruch inzwischen darauf und jeder, der mit diesen Themen in Familien zu tun hat, kommt damit in Kontakt. Also das ist hochinteressant, wie so etwas, was vorher völlig undenkbar war und eigentlich im, im Horizont der Menschen nicht aufgetaucht ist, inzwischen tatsächlich da ist. Und ähm, es gibt ein starkes Bewusstsein, also auch im in im gesamten Medizinsystem dafür, dass das Sterben sozusagen natürlich in Krankenhäusern zum Teil stattfindet, in Altenheimen stattfindet und eine besondere Betreuung braucht. Ähm, deutsche Studierende der Medizin haben ein, einen offiziellen Kurs in Palliativmedizin inzwischen, ähm, inzwischen zu absolvieren. Das mhm. sind Dinge, so, so diffundieren Themen in die Gesellschaft rein. Und das ist schon eine interessante Bewegung gewesen, die Ende der 60er Jahre ähm, in Großbritannien begonnen hat und erstmal als großer Fremdkörper aufgefasst wurde, aber langsam in dieses System hineingewandert ist. Und ich wiederhole nochmal, was ich gerade gesagt habe: zur Humanisierung vieler der Praktiken beigetragen hat. Mir war nicht klar, dass nur 2%, wie du sagst, quasi in Einrichtungen sterben. Ja. Und 98 damit zu Hause. Oder? Also zu Hause oder viele sterben auch sozusagen natürlich ganz normal in Kliniken, ja. Okay. Aber also in, in, auf Intensivstationen, das ist natürlich eine andere Situation. Es gibt aber auch Leute, die außerhalb des Medizinsystems sterben. Die fallen einfach tot um, die haben Unfälle oder was weiß ist ich. Das, ja? Weißt du, das, ist das in anderen Ländern anders? Oder mm. sind wir da. Durchschnitt oder also, es gibt, es, gibt, es gibt sehr starke kulturelle Unterschiede darüber, wie man mit diesen Dingen umgeht, aber eigentlich ist das eine weltweite Bewegung. Also in Europa findet das in vielen Ländern statt. Großbritannien war der, habe ich ja gesagt, der Ausgangspunkt. In den USA ist das sehr stark. Das ist in Südamerika inzwischen da. Das ist in, in ganz Europa ein riesengroßes Thema. In asiatischen Ländern findet das statt. Hm. Also, das ist schon eine sehr, sehr große Erfolgsgeschichte, die natürlich. Kulturell sehr variabel ist, ja. Also es gibt Kulturen, die vielleicht ähm, mit dieser Kommunikation über den Tod ganz anders umgehen als, als wir hier im Norden, die, die da vielleicht etwas reservierter mit umgehen und vielleicht auch die religiösen Traditionen ganz andere sind. Hat, hat quasi Europa als christlich äh, geprägt der Kontinent äh, einen anderen Umgang mit dem Tod, weil viele Christen glauben ja an. Leben nach dem Tod, ne, dass sie dann in den Himmel kommen und weiterleben und so. Naja, also das ist ja eine Form, die, die in allen Religionen vorkommt, in unterschiedlicher Form. Ja, also ähm, manche asiatischen Religionen haben eine ganz andere Vorstellung von der postmortalen Existenz, uns, Wiedergeburt und so Wiedergeburtsfragen ja. und sowas. Äh, aber auch schon die schon in den in den monotheistischen Religionen, also Judentum, Islam und Christentum, sind es durchaus unterschiedliche Vorstellungen. Ja. Das sind ja sehr individualisierte Vorstellungen, weil man sich ja vorstellt, dass das dass das Leben nach dem Tod äh, die gleiche Person ist, wenn man so will. Ja. Ja? Also die die Reinkarnation oder die, die, die Auferstehung des Fleisches. Das sind ja, das sind ja Chiffren, die eigentlich bedeuten, dass, dass es eine Identität zwischen dem Gestorbenen und der anderen Existenz gibt. Aber das spielt also in den praktischen Fragen heute eigentlich nicht so die entscheidende Rolle. Es gibt zwar sehr viele kirchliche Akteure, die in der Palliativmedizin unterwegs sind. Wir haben eine kleine Studie gemacht, mit Sake und ich, über über ähm, Krankenhausseelsorger, die kommen heute nicht mehr hin und sagen, äh, sag dreimal dies und viermal jenes und dann kommst du in den Himmel. Das sind sozusagen Formen, die gibt es heute nicht mehr. Aber das sind Leute, die aus religiösen Gründen immer noch so eine wie soll man sagen so ein, ich nenne das immer eine kommunikative Potenz haben über die Dinge indirekt zu reden einfacher über das Sterben zu reden als, als das vielleicht andere Akteure können ja für einen Arzt oder eine Ärztin geht es um die Frage ist der Tumor gewachsen oder nicht oder funktioniert das Atmen richtig oder nicht für Pflegepersonal geht es um, um den Dekubitus der womöglich da ist und, und äh, für für Seelsorgerliche äh, geht es um gar nichts und deshalb um alles ja die können indirekt reden und äh, da spielen eigentlich so die die, die, wie soll man das nennen, die, die unmittelbar kirchlichen Fragen nur für eine ganz kleine Gruppe nur noch eine Rolle, weil äh, Religiosität in Form traditioneller Kirchlichkeit ja bei uns doch ziemlich... Im Verschwinden begriffen. Gab es sowas nicht mehr früher, so letzte Ölung und sowas? Genau, das war ritualisierte Form. Okay. Die haben ja, also Riten sind ja dafür da, dass man nicht reden muss. ja Also in, bei, bei Riten ah, ja. ist ja relativ festgelegt, was passiert. Ja? Also, wenn man ein gemeinsames Gebet hat und äh, eine, also eine, die, die, die Krankensalbung, so heißt das offiziell, äh, stattfindet und man, man gewissermaßen Sätze hat, die vorher festgelegt sind, dann ist das ja auch eine Form, Reflexion auszuschalten. Also, da kann man nicht sagen, nee, hör mal, was meinst du denn jetzt genau damit? Oder können könnte man das nicht auch anders sagen? Oder was bedeutet das für mich persönlich? Diese Riten, die haben ja eine Funktion, eine gesellschaftliche. Ne? Die sind irgendwie. die, die, die legen ein bestimmte, eine bestimmte Sache fest, die weisen immer auf etwas anderes hin, die sind symbolisch. Aber dafür muss natürlich so eine Welt da sein, in der man an die Dinge glaubt. Ja? Solche Riten haben heute für viele überhaupt keine Bedeutung mehr. Deshalb muss sich auch kirchliche Kommunikation ganz anders oder religiöse Kommunikation darauf ganz anders einstellen. Ich hatte jetzt gesehen, dass du auch Katholik bist und sich erst mit 18 äh, ja. taufen liest. Glaubst du dann auch so ein Leben nach dem Tod und so? Aber das ist eine schwierige Frage. Also ähm, ich bin eher so ein Kulturkatholik, äh, würde ich mal sagen. Das gibt es eigentlich nicht. Es gibt einen Kulturprotestantismus. Ja. Aber, aber ähm, also ich habe schon dadurch, dass, dass ich eine Familie habe, die zur Hälfte nicht aus den christlichen Traditionen kommt, also, mein Vater war Moslem und meine Mutter kam aus einer sehr, sehr ähm, konservativen katholischen Familie. Okay. Ähm, und äh, wir wurden davon zu Hause aus nicht auf irgendwas festgelegt, aber ich habe ich hab immer katholischen Religionsunterricht gehabt und als Jugendlicher viel katholische Jugendarbeit gemacht und es lag irgendwie nahe, sich mit 18 dann auch taufen zu lassen. Äh, das spielt für mich jetzt heute nicht so die entscheidende Rolle, aber ich fand das schon interessant. Also ich bin. Mich, mich, mich berührt das tatsächlich auch immer noch diese religiösen Formen, aber ich würde mich jetzt nicht als Gläubigen oder besonders Gläubigen oder religiösen Menschen bezeichnen. Nochmal kurz zurück zum Sterben. Bin noch nicht ganz durch. Ein paar Sachen sind mir eingefallen. Ja, klar. Bei der ähm, im Hospiz. Mhm. Da, da bekommst du ja eine professionelle Betreuung beim Sterben. Habt ihr euch mal mit beschäftigt, wie quasi die Betreuer die Betreuung von Sterbenden sehen und ja. wie Menschen, die betreut werden beim Sterben, ja. das empfinden? Ja, also äh, es gibt eine interessante Differenz zwischen, zwischen Hospizen und Palliativstationen in Krankenhäusern. Ja. Ne? Hospize sind ja meistens Vereine, ähm, oft in kirchlicher, aber nicht nur Trägerschaft. Und da sind sehr viele, ähm, wie nennt man das, Ehrenamtliche dabei. Oftmals Menschen, die die sozusagen das zu ihrem eigenen Thema auch gemacht haben, oftmals selbst Betroffene, die irgendwie schon, schon Familienangehörige gepflegt haben, zum Tode gepflegt haben und so weiter. Ja. Und ähm, das ist sozusagen so, so, so eine Szene, in der, in der es durchaus auch Erwartungen gibt, dass dieses Sterben ja doch irgendwie etwas etwas besonders symbolisch aufgeladen. Es ist total interessant. Da gibt es also ein ganz starkes Engagement, wo Menschen das gewissermaßen zu ihrem eigenen Thema machen. In den Hospizen gibt es also hat zum Beispiel das ärztliche eine viel geringere Bedeutung. Da kommen die Ärzte sozusagen rein und, und, und machen sozusagen die, die Schmerzeinstellung. Also Schlucken ist ein großes ein großes Thema am Ende des Lebens. Äh, versuchen einzustellen, dass die Menschen auch angemessen schlucken können und mhm. dass das mit der Atmung gut funktioniert. Und dann verschwinden die wieder. Und dann hat eigentlich Pflege und diese Ehrenamtlichen eine ganz besonders starke Rolle, oftmals sehr, sehr, sehr durch persönliche Motive. Geprägt. Was manchmal durchaus zu Spannungen führt, dass ist sozusagen was wie Übererwartungen an die Sterbenden gibt. Ich habe es vorhin schon mal gesagt, dass die viel mehr darüber reden sollen, als, es, als sie es womöglich wollen. Und auf Palliativstationen ist es, also in Krankenhäusern, in München ist eine der, eine der größten in Deutschland, übrigens auch eine Kinderpalliativstation. Da ist natürlich das Medizinische eher im Vordergrund oder sagen wir mal die Gemengelage, dass man das Medizinische durch Pflegerisches und Ähnliches ergänzt. Hat durch den ganzen, in dem ganzen Bereich das Pflegerische eine sehr starke Aufwertung erfahren, weil die sich natürlich auch professionalisieren muss bei dieser Art von Patientinnen und Patienten. Also da gibt es durchaus Spannungen. Das ist ja das, wofür wir uns interessieren. Also die Spannungen zwischen den unterschiedlichen Professionen, aber auch einer Klientel, von der Dinge erwartet werden, die ja, der sprechende Sterbende eigentlich ähm, ähm, Erwartungen ausgesetzt ist, äh, die manchmal übertrieben sind. Aber was wünschen sich die, die sterben? Also, oder, das ist schwer zu erheben. Man kann schlechte Interviews machen und sagen, was wünschen Sie sich fürs Sterben. Ja? Wir, haben, wir haben das schon. Ja, aber ich, ich kann mir vorstellen, dass, dass vielleicht jemand auch irgendwie genervt ist oder, ja, genau, oder, oder genau. irgendwie so enttäuscht ja, ist, ja. wie er jetzt zum Sterben begleitet wird. Ja, also da, da, das kann man nicht so direkt erheben. Interessanter ist die Enttäuschung der professionell Handelnden. Ja? Also es gibt Leute, die sagen, also wenn, wenn, wenn die jetzt nicht so richtig mit uns geredet haben, es gab doch mal ähm, Frau Kübler-Ross, ich weiß nicht, ob das ein Name ist, die hat. Ja. Die hat in den 60er Jahren so ein Phasenmodell entworfen. Am Ende muss die Anerkennung der Situation stehen, damit also Awareness äh, heißt das auf Englisch, also wo man sozusagen Bewusstheit hat, dass das Leben zu Ende geht. Also das, das Lebensende ist manchmal genau wie das Leben, ja manchmal eben nicht so bewusst, manchmal eher ohne das so stark zu thematisieren, manchmal eher routinisiert. Das läuft so dahin. Es gibt viele Menschen, die wollen nicht über ihren Sterben reden und die sterben aber trotzdem erfolgreich, ja. Also es ist nicht so, dass man nicht stirbt, wenn man das nicht macht, ja. Erfolgreich sterben. Naja, ich meine, das ist jetzt natürlich <laughs> ironisch formuliert ja, aus der normativen Perspektive derer, die sagen, am Ende muss diese Awareness-Geschichte stehen. Und das ist eine, das ist sozusagen, das kann man in vielen Bereichen ja sehen, dass wenn sich so Dinge professionalisieren, entstehen auch normative Erwartungen, die da sind. Wir haben diese Spannungen schon sehr deutlich zu zum Teil gesehen, dass manche Patent, Patientinnen und Patienten sich dem entziehen, andere auch wieder nicht. Und das gehört eigentlich zu dieser Humanisierung dazu, dass man, dass man ein Gespür dafür bekommt, welche, welche, welche Betroffene das eigentlich wollen und welche nicht. Und ich glaube, im Vordergrund steht, dass einfach ein Raum da ist, in dem man das nicht einfach, in dem das nicht, nicht abgeschoben von sozialen Prozessen passiert. Ist das. Gesamtgesellschaftlich vielleicht was Neues, wie wir mit Sterben umgehen? Oder war das äh, ja. gab es da vor Jahrhunderten, Jahrtausenden schon, dass die alten Ägypter irgendwie. Nein, die, ja gut, die haben dann die nein, Toten Man muss nicht zu den alten Ägyptern ja gehen. Also der, der Hospizgedanke ist ja einer, den es durchaus in Klöstern gegeben hat. Ah, ja. äh, also es gibt eine lange christliche Tradition äh, der Ars Moriendi, also sozusagen der, der Kunst des Sterbens, also auch der Begleitung des Sterbens, was natürlich weniger medizinischer Natur war, sondern, sondern religiöser Natur, ja, also da war es sehr besonders wichtig noch. Die entsprechenden Riten zu haben, einen Gesprächspartner zu haben und sowas. Aber daraus ist ja durchaus auch ist durchaus auch eine Idee entstanden, dass es sich um eine besonders schwache Lebensphase handelt, in, dem, in, in der die Menschen eine Unterstützung brauchen. Und das ist eigentlich mit dem, mit dem, mit dem geradezu industriellen Erfolg der Medizin seit ja, man könnte sagen, dem 19. Jahrhundert, also wenn man datieren will, ist 19. Jahrhundert immer richtig seit dem 19. Jahrhundert so entstanden, dass man sagt, das hat sich so stark professionalisiert, dass das Sterben eigentlich gar kein Thema für Krankenhäuser mehr war. Und das ist dann wiedergekommen. Also du fragtest gerade danach, ob das eine gesellschaftliche Veränderung ist. Also, dass das Ende der 60er Jahre entstand, ist kein Zufall. Das ist ja auch die Zeit, in der Starke Individualisierungstendenzen in der Gesellschaft stattgefunden haben. Das ist eine Phase, in der, in der man sozusagen die Hierarchie zwischen, zwischen Professionellen und Klienten ganz neu gedacht hat. Ja, also, das ist auch die Zeit gewesen, in der Psychiatriereformen stattgefunden haben. Das ist auch die Zeit gewesen, in der das Verhältnis von Eltern und Kindern nicht mehr so asymmetrisch war wie vorher wurde wie vorher. Das ist die Zeit, in der überhaupt Klientenkontakt anders gedacht wurde, in der man sich stärker auf die konkrete Person bezieht hat, in der es übrigens auch, wie soll man sagen, auch, auch einen Fortschritt natürlich der, der, der Standards gegeben hat. Also das Interessante ist ja, dass der Erfolg der Medizin dazu führt, dass wir länger sterben. Das hört sich total absurd an, ja, aber ähm, heute sterben wir länger, weil die, weil die Medizin so erfolgreich ist. Also viele Menschen, die wären viel früher in ihrem Leben gestorben, wenn Medizin nicht das Leben entsprechend verlängert hätte und dadurch gibt es auch eine starke Aufmerksamkeit. Übrigens auch rechtliche Fragen spielen da eine ganz starke Rolle. Ähm, äh, vieles von dem, was wir so an Sterbebegleitung und an der Kippe zur Sterbehilfe kennen, das ist viel stärker in den, in den Fokus der Öffentlichkeit geraten. Es es gibt, es gibt Diskussionen darüber, rechtliche Diskussionen. 2020 gab es ein Bundesverfassungsgerichtsurteil über die Frage, ob es einen Anspruch geben kann auf, auf ärztliche Hilfe für, für, für Menschen, die, die sich suizidieren wollen. Also das sind ganz neue Diskurse, die auch damit zu tun haben, dass so die individuelle Entscheidungsmöglichkeit stärker wird. Ja? Ich würde das im Kontext zum Beispiel auch sehen des Selbstbestimmungsgesetzes, das wir, das wir, jetzt, das wir jetzt bekommen, der, der Selbstbestimmung über das eigene Geschlecht. Ich will das gar nicht jetzt bewerten oder nicht bewerten, sondern sagen, das ist ja eine ähnliche Tendenz zu sagen, dass die individuelle, das individuelle Wollen eine stärkere Rolle spielt in solchen normativen Diskursen, als das vorher der Fall war. Weil du gerade meintest, wir sterben länger jetzt mal auf einer politischen Ebene oder auch äh, quasi Menschen, die insbesondere in der Politik das ökonomische Blick haben. Ich versuche es mal provokativ zu formulieren, aber ich kann mir vorstellen, ohne dass das irgendein Politiker oder Politikerin jemals so sagen würde, viele denken, dass wir dass viele, also in Deutschland wir in einer eine Gesellschaft leben, wo die Menschen fast schon zu spät sterben. Ne? Also es geht ja auch immer sehr, wir müssen, wir müssen, Armin, die müssen später in Rente. Weil wenn die jetzt irgendwie länger leben, dann kostet uns das ja wieder zehn Jahre mehr Rente und so weiter. Das, das ist eine ja ökonomische Last. Dieses länger sterben ist eine ökonomische Last. Darum müssen die Leute halt länger arbeiten, damit sie dann wieder schneller sterben. Gut, das ist eine sozialpolitische Frage. Die ja. Frage ist, ob das, ob das tatsächlich durch das längere Arbeiten funktioniert oder nicht funktioniert. Das ist ja auch wieder so ein, so ein, das ist wieder so ein Zielkonflikt, den ich total spannend finde. Mhm. Also die Menschen, die, die werden älter. Sie sind übrigens auch länger gesund. Also sie sterben länger und sind länger gesund. Das, auch, ist, ja eine, auch das, noch. das ist ja eine interessante Form, ja. Und äh, sie hätten womöglich sogar die Möglichkeit, äh, heute viel länger zu arbeiten, als das früher der Fall gewesen wäre. Sie wollen aber immer weniger. Und es ist interessant, dass das sozusagen diese Antinomie gleichzeitig stattfindet. Also, ähm, ich, ich bin ein Soziologe, der, der, der mit den Bewertungen zunächst einmal wartet ja, und sich, sich, sich diese, diese, diese Paradoxie, wäre es jetzt logisch nicht eher, sondern eine Antinomie anguckt. Auf der einen Seite. Könnte man länger und weil man länger könnte, will man eigentlich weniger. Und dann gibt es die volkswirtschaftliche Frage, ob wir uns das leisten können, dass man das weniger macht. Und dann wiederum bestimmte Berufe, wo die Leute eigentlich darunter leiden, dass sie so früh raus müssen. Das ist ja, das ist ja doch sehr unterschiedlich. Also ein Arbeiter auf dem Bau, äh, den kann man sicher nicht bis 70 arbeiten lassen. Das ist unangemessen, ne? zumal Menschen, die, die sich da sehr stark körperlich, äh, körperlich äh, äh, kaputt machen, das gar nicht können, ja? die heute schon äh, früher in Rente gehen, als sie, als sie das eigentlich, als es eigentlich vorgesehen ist, während andere denken an einen Beruf wie meinen, ähm, ich werde zwar in dreieinhalb Jahren äh, emeritiert oder leider werden wir ja nicht mehr emeritiert, sondern pensioniert. Mhm. Ähm, aber ich werde genauso weiterarbeiten mit ein bisschen mehr Zeit, weil ich nicht mehr in Gremien sitzen muss und nicht jede Woche zwei Vorlesungen halten muss und zwei Seminare. Das ist, das ist sozusagen ja doch interessant, dass diese Diversität in der Gesellschaft auch mit den Lebensaltern zu tun hat. Diese Idee, dass wir so Lebensalter haben, die, die klar definiert sind, die stammen natürlich aus der klassischen Industriegesellschaft. Und da sind wir in Deutschland natürlich ganz anders als in anderen Ländern, wo diese, selbst, selbst diese festen Zeiten in dieser Form nicht gelten. Ich weiß jetzt nicht, ich glaube, so vor 100 Jahren, 120 Jahren haben wir das Rentensystem ja, eingeführt. Da haben ja. die Leute aber, glaube ich, auch nur noch 10 Jahre nach dem Renteneintrittsalter gelebt. Ja, und wenn, überhaupt, wenn überhaupt. Das wäre sogar eher die Ausnahme gewesen. Aber, ja. wo ich mir sagen würde, ist doch schön, wenn Oma und Opa äh, nicht nur 10 Jahre noch leben, sondern 20, 30 ja, Jahre lang ist das Freizeit schön. haben. Na klar. Na klar, ich meine, wir haben eine Altersarmut, die sehr stark damit zu tun hat, dass wir, dass wir sozusagen über, über, über Beitragssysteme ganz bestimmte Gruppen besonders Aber das, lässt stark, ja lösen, äh, das lässt sich lösen. Ja, das lässt sich lösen. Das Problem ist nur, dass politische, politische ähm, Lösungen für Fragen, die eine lange zeitliche Ausdehnung haben, besonders schwierig sind. Und davon gibt es ja noch ein paar andere. Oh, da reden ne? wir gleich dran. Also äh, das ist ja da gerade das Spannende. Also Politik ist sehr stark gegenwartsorientiert. Man muss quasi von jetzt auf den nächsten Tag kommen. Die größte zeitliche Ausdehnung ist bis zur nächsten Wahl ich vereinfache jetzt mal ein bisschen ja. und wir haben aber mit Problemen zu tun die zum Teil Jahrzehnte ähm, Perspektiven haben das zusammenzubringen ist sagen wir mal wie sagt man das wenn man heute so ähm, ähm, poliert redet eine Herausforderung <laughs> über, über das Sterben unseres bewohnbaren Planeten können wir gleich reden äh, noch mal beim Sterben ja. ich, äh, wie stehst du zu Sterbehilfe ja das ist ein ganz schwieriges Thema also ähm, ich, ich sage es jetzt mal erstmal nicht normativ und dann normativ. Also zunächst mal, es gibt dieses, dieses Bundesverfassungsgerichtsurteil. Ich bin Mitglied im Bayerischen Ethikrat. Wir haben gerade eine, 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 eine Stellungnahme dazu gemacht. Der Staat sagt, es gibt keinen rechtlichen Grund mehr, warum Menschen, wenn sie sterben wollen, dafür nicht professionelle Hilfe bekommen können. Also da geht es nicht nur um ärztlich assistierten Suizid, sondern überhaupt um assistierten Suizid. Aus soziologischer Perspektive würde ich sagen, ein anderes Urteil wäre eigentlich für diese Gesellschaft völlig unangemessen. Wer soll das eigentlich entscheiden, dass man das nicht darf? Ne? Ja, aber äh, so war es ja lange Zeit. So war es lange Zeit, genau. Und das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, Leute, das, das geht normativ eigentlich nicht. Ne? Das war lange Zeit so. Und äh, das hat man aufgehoben. Jetzt muss diese Gesellschaft damit umgehen. Und das ist eigentlich total interessant. Ich, ich muss gestehen, dass ich sehr ambivalent dem gegenüberstehe. Auf der einen Seite normativ geht es gar nicht anders, als das so zu, zu, ähm, zu entscheiden. Auf der anderen Seite produziert das Folgeprobleme. Die Frage ist, wer ist eigentlich die Instanz, die, die entscheidet, ob so ein Wir Wille ein wirklicher Wille ist? Oder ob jemand, weil er gerade irgendwie schlecht drauf ist oder weil er womöglich krank ist, eine Depression hat, eine Depression ist ja nicht irgendwie eine Alltagsverstimmung, sondern eine Krankheit, sich das Leben nehmen will. Gibt es dort Stoppregeln, die das bearbeiten oder nicht? Und mhm. die Antwort ist, das wissen wir alles im Moment noch nicht. Und das, das, sind, das sind interessante Fragen, mit denen man sich beschäftigen muss. Normativ würde ich sagen, da wir nicht mehr in einer Gesellschaft leben, die sehr stark durch eine christliche ein christliches Weltbild geprägt ist und wir eine Bevölkerung haben, für die das immer weniger eine entscheidende Rolle spielt. Und wenn man sich empirische Untersuchungen anguckt, dann stellt man fest, dass auch unter den Kirchenmitgliedern keineswegs die Menschen diese kirchen- ähm, ähm, oder kirchlichen normativen Vorstellungen so eindeutig vertreten. In solch einer Gesellschaft kann man das eigentlich nicht mehr mit religiösen Chiffren äh, begründen. Also wir würden sagen, dass die Menschen fast über alles selber entscheiden können sollen, warum über die wichtigste Frage, die es im Leben gibt, nämlich die Frage um Leben und Tod, nicht. Die Frage kann man irgendwie nicht mit Nein beantworten. Ne? Gibt es denn in anderen Gesellschaften irgendwie schon ähm, brauchbare Tipps für dieses, für dieses Praxisproblem, das du beschreibst? Naja, es gibt, äh, wir, wir kennen das aus den Niederlanden, in denen, in denen es einen ärztlich assistierten Suizid gibt, in dem äh, es durchaus zu, also Ökonomen würden auch, sagen, ne? Schweiz auch, ja. äh, zu Fehlallokationen kommt. Also wo man zum Beispiel sagen würde, was ja. ist eigentlich mit einem, mit einem Patienten oder einer Patientin... Äh, die empfindet, dass sie eine Last für die anderen ist. Hm. Für die eigene Familie zum Beispiel. Ist es denn da nicht besser, äh, vernünftig zu sein? Und. Ähm das Leben zu beenden. Das sind, ja, das sind ja doch, das ist doch eine schreckliche Gemengelage, wenn man sich das genau anguckt. Ja. Ne? Also das sind ja keine Dinge, die, die irgendwie ähm, kodifiziert werden können. Die kann man ja nicht festlegen. Ne? Also man kann ja nicht sagen, also du darfst das machen, wenn du das jetzt wirklich willst. Willst du das jetzt wirklich? Und dann sagt man ja. Und was bedeutet das eigentlich? Also es entstehen Zugzwänge womöglich und davor muss man Menschen natürlich schützen. Das heißt, solche Dinge haben immer Nebenfolgen. Das ist das, was den Soziologen interessiert. Wir kennen für alles ganz tolle Lösungen und dann haben die tollen Lösungen selber wieder nebenfolgen, die, die, die dann bearbeitet werden müssen. Und, und damit muss, muss diese Gesellschaft umgehen. Also wir werden in den nächsten Jahren einen langen Diskurs darüber führen, wie man mit diesem Bundesverfassungsgerichtsurteil eigentlich umgehen soll. Es gibt die ärztlichen Standesorganisationen, die sich zum Teil wehren dagegen zu sagen, also Ärzte sollen heilen, ja, dass, äh, äh, sie, sollen, sie sollen nicht Menschen zum Tode bringen. Äh, natürlich darf man niemanden dazu zwingen, gegen die eigene, eigenen Überzeugungen so etwas zu machen, aber so einfach kann man es sich auch nicht machen, äh, weil man weil es auch eine lange Tradition gibt, dass Ärzte auch beim Sterben geholfen haben. Durchaus auch nicht ganz passiv, aber unterhalb der Wahrnehmungsschwelle ähm, rechtlicher Vorgaben. Welche Rolle spielt, ich meine, du bist ja selbst ein Boomer, dass demnächst. Wenn immer das sein wird, die geburtenstarken Jahrgänge sterben werden. Also, wir werden wahrscheinlich irgendwann jetzt mal doppelt bis dreimal so viele Menschen haben, die im Jahr, in Deutschland jedenfalls, sterben. Was Ist das auch nochmal ein anderer Blick? Na, es ist ja nicht nur das Sterben. Also, zunächst ist ja das Problem, dass sie erstmal leben. Ja, weil also sie werden länger sterben. <laughs> ja, ja, sie werden länger sterben. Also sie, sie leben länger, sie, sie, sind, äh, sie sind zum Teil äh, sehr potente Konsumenten, sie sind zum Teil Leute, die äh, Versorgung brauchen. Das ist eine sehr, sehr schwierige Gruppe, muss man sagen. Ja, und sie werden natürlich auch sterben. Das heißt, dafür, dafür wird es natürlich stärkere äh, Infrastrukturen brauchen. Das ist ja ohnehin in dieser Gesellschaft so, nicht nur bei diesem Thema, dass jetzt eine Generation da ist, die ist, die ist sehr breit äh, aufgestellt, sagt man so. Äh, also das sind sehr viele Leute, für die braucht man. Institutionen und danach wird es wieder weniger. Also im Bildungsdiskurs wird das wird das geführt. Ja, jetzt haben wir sozusagen ähm, Gruppen, äh, äh, Generationen, die sind kleiner. Hm. Brauchen wir dafür eigentlich kleinere Strukturen? Jetzt haben wir eine Gruppe, die ist größer. Brauchen wir dafür größere Strukturen? Das wird für das Sterben auch gelten. Also das wird natürlich ein Thema und das ist eine Generation, die selbstbewusst ist. Ne? Also das ist eine Generation, die, die die Dinge nicht so mit sich machen lassen würde, auch als Patient und Patientin, als Sterbender und Sterbende wie das in der Generation vorher womöglich der Fall gewesen ist. Deshalb ist das ein Thema, das uns beschäftigen wird, und zwar sowohl normativ als auch ökonomisch als auch institutionell. Trotzdem habe ich das, ich meine, wir haben in diesem Format auch ganz, ganz wenig bisher über Sterben geredet. Ist das auch so ein gesellschaftliches Ding immer noch? Ich meine, klar, jetzt Sterbehilfe ist im Grunde legalisiert, aber so richtig auf einer politischen Ebene. Auf der gesellschaftlichen Ebene, das ist die absolute Ausnahme, dass das mal in Talkshows, in... Nee, das stimmt Medien eigentlich nicht. Also nee. das, das, das hätte man sagen können, sagen wir mal so, für die 70er und 80er Jahre. Da, da habe ich damals auch selber noch, ich weiß das noch, wenn man da Diplom aus, das ist das erste Buch entstanden, das ich gemacht habe, 89. Äh, das hieß im Untertitel Eine Theorie der Todesverdrängung oder so ähnlich. Ähm, ähm, äh, also wo man sagen kann, das ist kein öffentliches Thema gewesen. Das hat sich ja doch sehr stark geändert. Also, dieses ganze Palliativthema, das ganze Palliativ Thema, das ja. Thema der, der Sterbehilfe, das Thema der Sterbebegleitung, das wird jetzt natürlich auch noch nach dem, nach dem Bundesverfassungsgerichtsurteil noch stärker kommen. Das ist schon ein öffentliches Thema. Es ist natürlich jetzt keins, das irgendwie jeden, jede Woche in einer Talkshow stattfindet. Aber also man kann nicht sagen, dass diese Gesellschaft sich nicht damit auseinandersetzt. Und zwar das auf unterschiedlichsten, auf unterschiedlichsten Ebenen. Und da wird eine ganze Menge noch kommen. Das ist gar keine Frage. Ich meine Jetzt nicht, dass wir es gar nicht machen, aber es ist immer noch sehr wenig. Ja, also das ist jetzt eine Frage des Maßes. Also wenn man das, wenn man das vergleicht mit einer Generation vorher, hm. ist es eigentlich eine ganze Menge. Und wie gesagt, ich wiederhole den Satz nochmal. Ja. Es werden jetzt einige gesetzliche. Vorschriften kommen müssen. Also das das Verfassungsgerichtsurteil, das muss jetzt mal umgesetzt werden in in Bundesgesetze und Landesgesetze. Das ist schon das ist schon hochinteressant. Übrigens sind es nicht nur nicht die einzigen Institutionen, es gibt auch es gibt auch Institutionen, die die natürlich dieses Thema des assistierten Suizids an sich ziehen wollen, ja, also sowohl religiöse als auch nicht religiöse Organisationen, die die sowas anbieten, bei denen das natürlich auch irgendwie die Existenzberechtigung ist. Also wir kennen das aus der Schweiz natürlich die entsprechenden Vereine indem man das machen kann, sowas kann man jetzt in Deutschland auch machen. Das wäre vorher undenkbar gewesen, dass man gewissermaßen Suizide in Auftrag gibt, also den eigenen Suizid in Auftrag gibt. Ich, es hört sich so negativ an, ich bewerte das gar nicht. Das ist kein Wunder, dass das entsteht. Aber das wird natürlich einen Diskurs erzeugen. Das wird auch einen Konflikt erzeugen von Akteuren, die sagen, wer darf das machen, wer nicht. Die Kirchen sind zurzeit sehr stark dabei zu sagen, wir hätten schon gerne, also Monopol würden die nie sagen, aber wir hätten schon gerne den Finger drauf, das zu tun, was wir kein ein Wunder ist, weil das irgendwie immer ein Thema für die war. Aber das werden auch andere Akteure kommen und die werden keine schlechteren Argumente haben, dass sie das selber auch machen können. Vielleicht werden wir eben auch unternehmerisches Handeln da noch haben. Also ja. so ja, also hier kannst du am geilsten sterben oder am, am besten. sterben. Das ist sterben. durchaus denkbar. Und sowas gibt es ja in den Vereinigten Staaten. Gibt es das ja schon, wenn man etwa an diese an diese äh, Gefriertechniken und Ähnliches denkt. Damit kann man eine ganze Menge Geld verdienen. Also man kann sich einfrieren lassen und äh, hofft, dass, äh, dass man in 200 Jahren wieder aufgetaut wird und äh, dann sozusagen auch noch leben kann. Das sind durchaus Geschäftsmodelle, die stattfinden. Es wird natürlich Luxuskliniken geben, in denen man das entsprechend macht. Das ist ja gar keine Frage, ne? Und das soll ja alles gerne passieren. Interessant ist, wie man das in die Fläche bringt, ja? ja. Also, wie bringt man sozusagen angemessene Formen in die Fläche? Dinge, die viel Geld kosten, die kann man immer organisieren. Und gleichzeitig haben wir so einen Trend jetzt auch, ne? äh, dass Menschen nach ewigem Leben ja. äh, streben, dass insbesondere Milliardäre irgendwie äh, über die Singularität nachdenken, dass man irgendwann das eigene Bewusstsein runterladen kann und auf einen neuen Körper ja. ver verpflanzen, in Anführungsstrichen ja. kann. Da muss Apple nur irgendwie ein neues Betriebssystem erfinden und schon kann man das nicht mehr lesen, was man da runtergeladen hat. Also, ob das so ewigkeitsfähig ist, ist die Frage. <laughs> Zurück äh, mal zu dir. Du bist, äh, du bist am Boomer, ne? Also 1960 Ich bin ja, 1960, 1960 geboren, also äh, ich glaube, der stärkste Jahrgang war 64, glaube ich. Ne? Ja. Mhm. Wo kommst du her? Boah, das ist nicht so einfach zu sagen. Ich bin in Tübingen geboren mhm. und dann bin ich mit drei Monaten nach München bin dort eingeschult worden, deshalb bin ich bayerischer Bildungsinländer, so sagt man, glaube ich, bei Migranten. Und äh, dann sind wir ein Jahr nach Landshut gezogen und dann für drei Jahre nach Tieren und äh, von dort nach Gelsenkirchen. Da habe ich Abitur gemacht, dann habe ich lange in Münster gelebt und dann jetzt in München. Also deshalb ist es, also ich kann nicht sagen, dass ich aus Tübingen komme. Ich habe das letztens erlebt, da hat mich erzählt, dass ich in Tübingen geboren wurde und dann hat mir einer gesagt, das hört man kaum mehr. Das fand ich sehr witzig. Warum seid ihr so oft umgezogen? Äh, Gut, mein, 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 also mein Vater hat als Untermieter bei seinen späteren Schwiegereltern als Student gelebt in Tübingen, hat da meine Mutter kennengelernt und dann, der war Student, der hat dann in München irgendwie eine Medizinpromotion äh, Pro gemacht und dann in Landshut seine erste Stelle bekommen. Und dann hat er keine Aufenthaltsgenehmigung mehr in Deutschland gehabt. Oh. Äh, das war damals ja doch äh, einiges noch schwieriger als, als, das, als das heute ist und dann haben wir uns entschlossen tatsächlich nach Teheran zu ziehen also war auch mit dem Ziel dort zu bleiben Hab, habt ihr euch entschlossen also du, du hast schon mit naja, entschieden ich war da neun Jahre alt aber aber du die Familie mitgelebt. hat sich das hat sich entschlossen ja. das war auch eine interessante Form wir sind da mit dem Auto hingefahren in drei Wochen das war das war schon irgendwie mit dem Auto ein, ja ja das in den war schon ein, ein, ein Erlebnis und, ähm, und dann ja, haben wir drei Jahre in Teheran gelebt da war ich auf einer deutschen Schule ähm, und äh, sind dann aber nach drei Jahren, äh, wollten wir wieder zurück. Ähm, da ging es meinem Vater auch nicht so gut. Und äh, er hat sich interessanterweise da am unwohlsten gefühlt. Und, und ich, also, ich rede gar nicht so gerne darüber. Also, mir, ich fand es als Kind auch nicht, so, auch nicht so toll dort. Wir sind dann wieder zurück und er musste eine Arbeitsstelle nachweisen und hat dann eine Oberarztstelle in Gelsenkirchen bekommen. Und dann sind wir nach Gelsenkirchen gezogen. Also, sein Vater kam aus dem Iran. Ja. Ähm, wann kam er nach Deutschland? Warum? Äh, 54 zum Studieren. Ah ja. Ja, ja. Der ist äh, 54 mit seinem Bruder zusammen. Da war der, glaube ich, 17 Jahre alt. Also, war, war, war das noch vor dem Putsch? Ja, lange vorher. Halt. Das war ja. Das war, war quasi während, während der Geschichte quasi. Aber das war nicht der Grund. Das mhm. war eine wohlhabende Familie, die haben ihre Kinder, die, die Männer zumindest. Ins Ausland zum Studieren geschickt und die sind, ah, ja. die sind nach, nach Deutschland nach England und nach Italien. Damals, damals hat man Kinder auch noch nach Deutschland zum Studieren geschickt. Na, Deutschland hat immer eine sehr sehr starke Tradition auch äh, Verbindung gehabt mit dem Iran und klar also das, das war schon okay. Also zwei andere Brüder von ihm sind auch in Deutschland gewesen, der ist da in, ah, ja. in Hamburg gewesen und sollte eigentlich Ökonomie studieren, hat dann aber Medizin studiert. Und ist er auch Arzt geworden? Ja, ist Arzt geworden und äh, und deine Mama hat auch Medizin studiert in Tübingen? Nein, nein, die hat, die hat nicht studiert, äh, die, äh, die hat da Abitur gemacht und ist dann später hau hauptsächlich Hausfrau gewesen. Achso, so so typische fast schon westdeutsche ja, ja, ja. Frauengeschichte. Absolut, hm. absolut. Du meinst, die war sehr, sehr konservativ vorhin. Nein, die kam aus einer sehr konservativen katholischen Familie. Mein Großvater war äh, Theologe und Musiker und äh, CDU-Politiker. Also sehr, sehr, sehr konservativ. Opa war CDU-Politiker. Ja, ja, also ich, mein, ich habe den kaum kennengelernt. Der ist relativ früh gestorben. Es war eine wirklich konservative Familie. Und für die war das natürlich schon, also die haben 58 geheiratet. Das war damals schon was Besonderes, ja. Also gerade in diesem Milieu dann einen Moslem zu heiraten. Äh, das wollte ich gerade fragen. In der, also in der Familie gab es einen Witz immer, dass also das so Witze haben ja oft so eine halbe Wahrheit. Die haben gesagt, dass du uns einen Moslem ins Haus geholt hast, ist schlimm genug. Ein Protestanten hätten wir nie akzeptiert. Also das war woran, woran man auch sehr schön sehen kann. Das ist ja jetzt nicht so lange her, 60 Jahre, also anderthalb, zwei Generationen, wo diese Konfessionsgeschichte noch eine riesengroße Rolle gespielt hat. Das ja. ist heute natürlich nicht mehr so. Aber das hat ganz gut funktioniert. ja. Wurdest du auch konservativ von Mama erzogen? Nee, das glaube ich, also nee, eigentlich, eigentlich nicht. Wir, wir, was heißt konservativ? Ja, weiß ich nicht. Nee, eigentlich nicht. Also wir haben ein relativ offenes, freies Leben geführt. Hatten deine Eltern Erwartungen an dein Leben im Sinne von, hier sei mal gut in der Schule, damit du das und das wirst? Oder konntest du machen, was du wolltest? Ach, das war damals, also Schule vielleicht auch noch anders. Also, ich habe immer so das Gefühl, ich kann mich an Schule nicht so viel erinnern, weil das, das lief Was Warst halt du nicht halt, so oft da? Ne? Doch, 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 aber das lief irgendwie so mit, ja. Also, wenn ich so daran denke, was heute Eltern an Schule mitbekommen von ihren Kindern. Meine Eltern haben von meiner Schulkarriere, glaube ich, nicht viel mitbekommen. Ich war auch kein besonders guter Schüler und kein besonders schlechter Schüler. Das, das lief halt so, ne? Okay. Aber bist du gern zur Schule gegangen? Nö. Nö also als grundschule kann ich mich nicht erinnern das weiß ich nicht aber, aber so gymnasium war nee, eigentlich nicht also ich, ich habe gemacht was, was man machen musste und dann war es auch okay das ist immer so Sport gemacht oder Hobbys gehabt? Ich habe äh, hab so Jugendarbeit gemacht, habe ich gerade schon erzählt, mhm. äh, in so einer katholischen Jugend, und das ist auch zufällig, das war halt in der in der Schule, dann äh, äh, gingen da viele hin, da bin ich auch hingegangen und wir haben halt das gemacht, was man also damals gemacht hat, Ferien, Freizeiten in Frankreich und in England und in äh, Spanien und in Österreich und solche Sachen und, und halt... Äh, so Gruppen. Das war aber, das war aber jetzt irgendwie, das war zwar eine katholische Gruppe, aber das spielte da auch nicht so die entscheidende Rolle. Und viel Sport gemacht. Ich habe viel Fußball gespielt. Ich habe hm. viel Tennis gespielt. Was man halt so macht. Ne? Jetzt war Papa Arzt. Mhm. Wart ihr? Kann ich davon ausgehen, dass ihr eine wohlhabende Familie war? Ja, schon, schon. Was hieß, was hieß das im Vergleich zu deinen Freunden zum Beispiel? Du musstest irgendwie nicht nebenan Taschengeld äh, verdienen oder Zahlungen austragen. Also, wohlhabende Familie heißt nicht, dass ich unbedingt als Jugendlicher wohlhabend war. So war das nicht. Also, es ah ja. war jetzt nicht so, dass, dass, dass ich jetzt irgendwie mit Scheinen gewedet habe und die anderen nicht. Also, auch, auch das spielte. Das ist, ganz, also das ist auch soziologisch ganz interessant. Also, meine, das Ruhrgebiet ist ja eine, sagen wir mal, eine, eine, eine einerseits sehr diversifizierte Gegend. Auf der anderen Seite die Statusunterschiede vielleicht unsichtbarer als es in anderen Regionen so der Fall ist. Also in meiner Schule waren gut, es war natürlich ein Gymnasium und das ist schon eine Sozialauswahl, das ist ja überhaupt gar keine Frage. Mhm. Aber das war nicht so, dass das alles Kinder aus Akademikerfamilien waren. Das war die Zeit des sozialen Aufstiegs. Ich meine, eine der erfolgreichsten Zeiten der Bundesrepublik, in der es tatsächlich gelungen ist, auch Gruppen in der Gesellschaft, die in, nicht in solche Positionen gekommen sind, was Bildung und Ähnliches angeht, in solche Positionen zu kriegen. Also ich bin ein typisches Kind eigentlich sozialdemokratischer Bildungspolitik, in der ich also mitbekommen habe diesen sozialen Ausstieg, der für mich natürlich keiner war, weil ich aus einer akademischen Familie kam und irgendwie auch klar war, dass man Abitur macht. Wenn wir jetzt auf die Zeit heute blicken, das wurde ja nicht besser. Ne? Also das quasi, das war ja, das ist heutzutage das, wieder die Ausnahme, ja. dass man als quasi. Ähm, aus einer unteren Schicht. Äh, also, eine Ausnahme ist, will ich nicht sagen, aber es ist auf jeden Fall schlechter geworden, das muss man sagen. Also, sozialer Aufstieg ist, äh, ist eindeutig schwieriger geworden, auch im internationalen Vergleich. Wer, wer, die OECD-Daten sagen das ziemlich deutlich, dass in Deutschland die soziale Herkunft besonders stark ähm, ähm, prädiziert, äh, welchen Bildungsabschluss man bekommt. Das haben wir in den letzten 50 Jahren immer wieder auch gelernt und rausgefunden. Auch ja. Bildungssoziologen, ja. Bildungsforscher ja. und so weiter. Ja. und so. Welche Interessengruppen haben in Deutschland geschafft, dass das so ist? Also ich, es wäre interessant zu wissen, ob das wirklich Interessengruppen wären, weil dann könnte man die nämlich bearbeiten. Ich fürchte, dass es eher so eine, auch eine Trägheit ist, also eine Trägheit, sich, sich solchen Problemen wirklich zu stellen. Also als ich in die Schule gegangen bin, war das dreigliedrige Schulsystem noch da. Ne? Ist immer noch da. Äh, ja, ja, ich wollte gerade sagen, also heute würden alle Leute sagen, dass es das nicht mehr gibt. Das ist aber immer noch da, egal welche institutionellen Änderungen wir gemacht haben, ob es Gesamtschulen gab, ob es jetzt eine Gemeinschaftsschule gibt. Und also diese Denke, dass eigentlich diese Form da ist, ist in Deutschland ganz besonders stark. In vielen anderen Ländern, die jetzt nicht unbedingt sozial gerechter dadurch geworden sind, aber vielleicht manchen Aufstieg besser organisiert haben, ähm, gab es viel mehr. Also Durchlässigkeiten, es gab vor allem viel mehr lang, viel längere gemeinsame Schulzeiten. Das Problem ist in Deutschland, dass Bildungspolitik. Wir, wir selektieren hier sehr gerne Armin. Ne? Ja, natürlich, mhm. natürlich. Also, das ist also auch, auch vor allem zu falschen Zeitpunkten. Mhm. Ja, viel zu früh. Und viel, zu oft. Und viel zu oft. Und das ist, also ich meine, wenn ich, 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 ich will das mal jetzt nicht als Soziologe beantworten, sondern aus, aus Primärerfahrung, als mein Sohn in die Schule kam, der ist übrigens eingeschult worden am Tag von 9-11, äh, 2001, äh, als er in die Schule kam, war, war der, also wir haben in Obermenzing in München gewohnt, das ist so ein so ein bürgerlich würde man sagen, der Begriff ist ja auch verhunzt inzwischen, aber, aber ähm, so, ein, so ein bürgerliches Viertel, da gab es in der Klasse tatsächlich äh, drei türkische ähm, Kinder. Die anderen waren Deutsche, die aus zum Teil akademischen, zum Teil nicht akademischen, sehr gemischte Formen. Und, und ich habe das vorher schon ge gewusst, es werden alle den Übertritt ins Gymnasium haben und nicht die drei. Und es hat mir keiner geglaubt. Und es ist genauso gekommen. Also und, und ohne ohne dass das jemand explizit wollte aber es ist implizit entstanden wenn es jemand gewollt hätte könnte man viel leichter damit umgehen das sind implizite im, implizite Formen die sie die so träge sind dass wir uns kaum vorstellen können dass das geht das ist der eine Punkt der andere Punkt ist dass wir tatsächlich natürlich das auch gelernt haben im ersten Elternabend äh, der der Schule meines Sohnes äh, gab es tatsächlich Väter es waren hauptsächlich Väter ich kann mich gut erinnern äh, die schon nach dem Übertritt gefragt haben, ne? und die in der dritten Klasse nach, der, nach, nach, nach dem Abitur hm. gefragt haben, wie das What? läuft. Und also, das ist, das ist absurd. Und das ist, also als Soziologe jetzt reflektiert, würde ich sagen, das ist so stark in den Köpfen der Leute drin, dass die Funktion von Schule vor allem eine, 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 eine ähm, Schelski hat das in 50er Jahren mal eine soziale Dirigierungsstelle. Ist, dass, das ist, das ist tragisch. Und gleichzeitig gilt, je besser der Bildungsabschluss, desto besser die Lebenschancen danach. Das gilt bis heute. Ja, und je besser das Elternhaus, desto besser der Bildungsabschluss. Das gilt bis heute. Aber eigentlich würde man ja so. Aus progressiver Perspektive denken, das müssen wir überwinden, dass das so ist. Ne? Ja, das müssen wir überwinden. Und wenn wir eine so. Leistungsgesellschaft sein wollen, was wir uns ja irgendwie einreden, ja. dann müssen wir das ja als ja. Rechte. Also du, du möchtest das gerne natürlich auf Kapitalismuskritik bekommen, übrig kriegen. Ich will das jetzt mal als Kapit also ich spiele jetzt mal Kapitalist, ja, und würde sagen, es gibt schon eine ökonomische Notwendigkeit, das zu ändern. Also wir sind ein Land mit, mit äh, wenig ressourcen mit die bildung ist das einzige was wir kriegen und wir lassen generationen liegen also wenn man sich das vorstellt was an, an migrantischen generationen liegen gelassen wird dann sagt man den leuten ja passt mal auf ihr müsst jetzt schulabschlüsse bekommen wenn, wenn, wenn man in einer situation lebt in der der schulabschluss eigentlich hinterher nichts nützt, dann gibt es auch keine Anreize, diesen Schulabschluss zu machen, wenn man Institutionen hat, die das nicht unterstützen. Das ist ein Riesenthema und ich hoffe, dass das auch immer mehr kommt. Wir haben leider Gottes die Landeshoheit, was das angeht. Und wir haben in den BMBFs in den letzten Jahren niemals Akteure gehabt, die das irgendwie als ein relevantes Thema angesehen haben, sodass Bundespolitik da auch ähm, da auch ausgefallen ist. Ein Riesenthema. Sie ist am kapitalistischen Denken ist nicht alles schlecht. Bitte? Am kapitalistischen Denken ist nicht alles schlecht. Ja, das will ich jetzt so nicht sagen. Ich will nur sagen, selbst wenn man, wenn man so ja Wenn man das nur aus einer ökonomischen Perspektive Richtig. betrachtet, ist es schon falsch. Und also ich meine, diese Diskussion haben wir schon mal in den, in, in den 50er und 60er Jahren geführt. Also der berühmte Sputnik-Schock, der damals ausgerufen wurde, zu sagen, also da gab es auch diese, diese Sozialfigur, das katholische Mädchen vom Lande, war damals... War damals die, die, die Sozialfigur, die im Bildungssystem die schlechteste Position hatte. Also schlechteste heißt die geringsten Chancen, einen best besseren Bildungsabschluss zu machen. Heute ist das der migrantische Junge in der Großstadt. Ne? Und ähm, an solchen so so Sozialfiguren muss man das vielleicht mal festmachen, äh, wo man da entsprechend ansetzen muss. Und äh, da passiert eigentlich relativ wenig. Es gibt durchaus. Unterschiede in den Bildungs in, in den Bundesländern, was was die Diffusionsmöglichkeiten angeht. Interessanterweise ist das konservative Bayern, in dem es mit am stärksten in also schulisch Aufstiegsmöglichkeiten gibt mit einer Sozialpolitik, die man nicht sozialdemokratisch nennen kann, also auch in den letzten Jahrzehnten. Aber das hängt womöglich eher damit zusammen, dass wir es mit einer Sozialstruktur da zu tun haben, die die politisch auch sehr stark, sagen wir mal, nicht nur auf die, auf die großstädtischen Eliten, sondern auch auf andere Gruppen äh, geguckt hat. Aber das ist alles vergleichsweise unsystematisch. Aber, also, Aladdin El-Mafalani, der ja auch schon mal hier war, guter Freund von mir, ähm, der hat jetzt äh, vor ein paar Tagen in der Süddeutschen Zeitung so einen Brandartikel geschrieben. Ich glaube, es war einer Süddeutschen, äh, wo, wo er auch so, 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 so nochmal beschrieben hat, was, was das für ein Thema ist, bei dem wir eigentlich äh, nur an kleinen institutionellen Fragen rumdoktern, statt sich die Frage zu stellen, welche Funktion so ein Bildungssystem in so einem Land wie unserem haben kann. Aber ich, ich glaube, es ist wirklich schon so, dass es spezielle Interessengruppen gibt, die selbst dann dieses ökonomische Denken bei der Bildung ablehnen, aus das ablehnen. Ich meine, wenn ich jetzt ein so Reicher wäre. Armin, und ich wüsste, der Armin hat mir gerade erzählt, naja, einfach nur weil ich reich bin, wird mein Kind wahrscheinlich einen sehr guten Bildungsabschluss haben. Weil äh, ich kann dem ja mehr äh, Bildungsmöglichkeiten geben, mehr Bildungsreisen, äh, ja. mehr investieren und so weiter und so fort. Äh, dann braucht mein Kind ja nicht so Leistungs Leistung zeigen wie ein ärmeres Kind, was mehr strampeln muss. Dann sorge ich mal dafür, dass das so bleibt. Ja, aber was hat man eigentlich davon? Also das ist doch die, die spannende Frage ist doch, was man eigentlich davon hat. Da ist sicher was dran an der Diagnose. Und ähm, ich glaube, dass, dass so etwas wie die Idee einer natürlichen Schichtung der Gesellschaft in vielen Köpfen mhm. wieder eine Rolle spielt. Das hängt durchaus auch mit manchen rechten Denkungsarten zusammen, mhm. die es gibt. Es ist überhaupt keine Frage. Dass Chancengleichheit durchaus äh, immer etwas Befreiendes hat, was Liberales, was Liberalisierendes in der Gesellschaft haben könnte. Äh, das haben wir ja auch in der Geschichte der Bundesrepublik, wenn wir uns das jetzt nur mal so angucken, durchaus, durchaus gesehen. Also die, die Phasen der stärksten Liberalisierung, kulturellen Liberalisierung waren tatsächlich die Zeiten, in denen es auch am stärksten so etwas wie, wie Veränderungen im Bildungssystem gegeben hat. Also die Bildungsexpansion, äh, die Feminisierung von Bildung. Also das spielte eine riesengroße Rolle, dass also immer mehr, mehr Mädchen und Frauen in das Bildungssystem reingekommen sind. Ähm, die Chance sozusagen, Bildung größeren Gruppen der Gesellschaft zur Verfügung zu stellen. Was übrigens wieder ich habe es vorhin gesagt dafür interessieren sich Soziologen paradoxe Effekte hat ja. Also wenn zum Beispiel ähm, nicht mehr wie in den 60er Jahren neun oder zehn Prozent der Bevölkerung Abitur haben, sondern 45, dann ist das Abitur auf einmal weniger wert dann spielen andere Dinge wieder eine Rolle. Also dass, dass, wir, dass wir in Deutschland ähm, ähm, nach OECD-Daten ähm, mit am schlechtesten sind, was die Frage sozusagen des Zusammenhangs von Herkunft und Bildungserfolg angeht, hängt auch mit der Bildungsexpansion zusammen, was sich ja erstmal paradox anhört. Äh, was bedeutet, dass Expansion alleine noch nichts nützt? Vielleicht muss man sich Gedanken darüber machen, was man für Bedingungen braucht, dass die Schnittstellen besser werden. Die Schnittstellen zwischen Grundschule und weiterführenden Schulen, die Schnittstelle zwischen weiter Führenden Schulen und Ausbildung, die Schnittstelle zwischen Studium und Beruf. Das sind die, die kritischen Phasen, sagen die Bildungsforscher. Ich bin kein Bildungsforscher, das ist nicht mein Metier, aber ähm, ein bisschen was weiß ich. Wenn ich jetzt als Reicher hier höre, dass du von Chancengleichheit redest, äh, Gleichheit ist ja gleich wieder links. Das will ich nicht. Ach, das, das, also, ich würde ich würd das gar nicht so negativ rahmen. also ähm, oh, ich kann mir schon vorstellen, dass viele, wenn sie Gleichheit hören, dann gleich oh, Ja, die Linke, linke, linke Leute natürlich Kacke natürlich, Also Gleichheit. Ähm, die Frage ist, was bedeutet Gleichheit? Ne? Das ist ja. Ähm, dann lieber Ungleichheit, Armin. Ne? Na, na. Also das Spannende ist ja, dass wir dass wir, das auch was Gleichheit und Ungleichheit angeht, eine interessante Antinomie in der Gesellschaft haben. Also ich, mich interessieren immer diese, diese komischen Reibungsflächen. Ja? Wir Darum haben, reden wir darüber. Wir haben, wir haben spannenderweise ähm, das große Versprechen von Gleichheit vor dem Gesetz und Gleichheit im politischen System. One man, und damit meint man nicht Männer, sondern Menschen, one vote. Mhm. Und ähm, die Gesetze gelten für alle. Das ist ein unfassbares Gleichheitsversprechen, was, ist relativ, was relativ neu ist. Und wir haben andere Prozesse, die automatisch Ungleichheit produzieren. Der Arbeitsmarkt, das Bildungssystem, ähm, zum Teil auch die Kultur, wenn man so will. Ja? So und und mit, mit, mit dieser Antinomie muss man entsprechend umgehen. Deshalb gibt es ja die interessanten Diskurse von, ähm, von Gleichberechtigung und Gleichstellung. Ja? Das ist ja ein Riesenthema. Und man kann, ich, ich würde jetzt nicht sagen, das eine ist besser als das andere, sondern das bildet einen Diskurs ab, an dem man sehen kann, wie schwierig das ist. Also ich bin ja nun ähm, ein Systemtheoretiker, der sich dafür interessiert, wie eigentlich so eine funktional differenzierte Gesellschaft funktioniert. Und, und äh, die, der fängt nicht gleich mit, Ungleichheit an. Ich würde ja sagen, das Interessante an dieser Gesellschaft ist, dass sie erfolgreich sein kann und trotzdem die Ungleichheit steigt. Also, das ist ja eine, das ist, also diese Gesellschaft ist geradezu prädestiniert dafür, einerseits Gleichheitsnormen erfüllen zu können, andererseits das Risiko von Ungleichheit nochmal ungleich zu steigern im Vergleich zu früheren Gesellschaften, wo es natürlich eine andere Form von, von Ungleichheit gibt. Also Ungleichheit kann wild werden. Man kann das sehr schön an, an, am Unterschied etwa eines. US-amerikanischen äh, Modells sehen und eines ähm zentraleuropäischen, in dem Sozialpolitik sehr unterschiedliche Rollen spielen. Das ist, also das Ungleichheitsrisiko ist in den USA ungleich höher, obwohl die Gesellschaftsstruktur vergleichsweise ähnlich ist, als das etwa in Deutschland der Fall ist. Das können wir uns zum Teil gar nicht vorstellen, was für Themen in den Familien eine Rolle spielen, die in deutschen Familien fast keine Rolle spielen. Und daran kann man sehr schön sehen, dass da eine Menge an Gestaltungsraum ist, was aber sozusagen in der Gesellschaftsstruktur selber nicht abgebildet wird. Ich weiß, es ist ein komplizierter Gedanke, aber, aber äh, das ist ein großes Problem. Und am Bildungssystem bildet sich das total ab. Da könnte man ungleich mehr machen. Zurück zu dir. Ähm, du meinst ein du bisschen gerne zur Schule gegangen, aber Hattest du schon das Ziel, das aus dir was wird, in Anführungsstrichen? Also, wolltest du, wolltest du studieren? Was wolltest du werden? Ich, also, ich was glaube. Was wollte der junge Armin werden? Ja, also, das hört sich jetzt sehr kokettierend an, wenn ich das sage. Aber ich glaube, so naiv wie ich damals mit 18, 19, 20 war, das ist heute kein Mensch mehr. Ich hatte überhaupt keine Ahnung, was ich machen wollte. Ich, äh, ähm, ich wollte eine Zeit lang Toningenieur werden, weil ich irgendwie so. Musik gemacht habe und das irgendwie toll fand, so Sachen aufzunehmen ja. und sowas. Äh, dann, wollte ich, ähm, dann wollte ich gerne Philosophie studieren. Das fand ich irgendwie cool, aber ich wusste auch nicht so genau, was das bedeutet. Und, hast, und du, ich, hast du ja im Grunde Und ich habe dann auch, ja, aber, aber erstmal nicht. Also ich habe, äh, ehrlich gesagt, durch Zufall habe ich einen, einen Zivildienstleistenden kennengelernt, der zufällig noch im Krankenhaus gearbeitet hat, wo mein Vater gearbeitet hat. Den fand ich irgendwie total interessant und sympathisch und der hat Diplompädagogik studiert dann habe ich mich für diplom der in münster eingeschrieben und war von hoher naivität ähm, ich wusste nicht, was ich werden wollte, aber als ich an der Universität war, da war mir klar, dass das mein Leben ist. Ähm, ich habe also ähm, mhm. eigentlich, man darf das gar nicht sagen, eigentlich also im zweiten Semester wusste ich, du willst eigentlich Hochschullehrer werden. Und habe dann, hab dann nach zwei, drei Semestern Philosophie angefangen zu studieren, habe das dann parallel studiert. Und das war, das war schon meins, aber, aber auch auf eine naive Art und Weise. Tief eingetaucht in dieses Zeug und äh, viel gelesen, viel gemacht, viel gelernt. Ähm, ohne den Gedanken, was ich damit mal machen werde. Und ich weiß genau, dass, das, dass man sich das nur leisten kann, wenn man sich das leisten kann, wenn man sozusagen auch in einem, in einem Milieu ist, in dem, in dem man sozusagen tatsächlich ein paar Jahre eintauchen kann in solche Geschichten, mit dem, mit dem Grundvertrauen, dass danach schon irgendwas kommen wird. Hatten deine Eltern Erwartungen? Ja, das ist eine interessante Frage. Ich, kann's gar nicht so, ich kann sie nicht mehr fragen, weil sie nicht mehr leben. Aber mhm. also ähm, mein Vater war Arzt und er hätte das schon gerne gesehen, wenn einer seiner Söhne ähm, Auch Medizin, Medizin studiert hätten. Für mich, also. Mein Abitur war nicht gut genug. Ich hätte, hätte wahrscheinlich hätte ich jetzt den Studienplatz. Aber, ähm, was hast du für ein bayerisches Abitur? Ich habe ja kein bayerisches. So, sondern so nur ein Geld und Abitur. Das ne? also ist nicht so viel Wert, doppelt schlimm. <laughs> Aber ich habe die wesentlichen Kulturtechniken gelernt. Nein, also jetzt ernsthaft gesprochen, das war nicht besonders gut und ich. Was hast du für ein Abitur? 2,8. Ja, komm, und, ja. Ähm, und das war irgendwie, das war irgendwie. Ähm, also es spielte für mich auch keine Rolle. Das war mir auch piepen egal. Also ähm, ich habe dann halt Pädagogik studiert und dann Philosophie und bin dann da tief rein und das wurde auch von den Eltern anerkannt, wobei das jetzt auch nicht so die entscheidende Frage war. Hast du Diskriminierungserfahrungen gemacht in deiner Jugend? Ja, das werde ich immer gerne gefragt wegen des nicht-westfälischen Nachnamens und ich kann tatsächlich sagen, nein. Das ist selten. Ja, das ist selten. Also es spielte, also wir, wir waren natürlich schon irgendwie, das, das wurde natürlich zur Kenntnis genommen und das war irgendwie irgendwie anders. Es ist natürlich eine, also. Eine Frage auch der, 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 der Schicht, ja. Also ich meine, äh, hm. äh, wie, mein Vater war ein Edelmigrant und äh, hat äh, berufliche Karriere gemacht. Und, ähm, wurde der diskriminiert? Hast du das mitbekommen? Ja, er hatte, also es gab, es gab eine Situation, das muss ich auch sagen. Ich habe ein nicht ganz einfaches Verhältnis zu meinem Vater gehabt, aber das habe ich schon sehr bewundert. Er, hat, ähm, er war in einem katholischen Krankenhaus und es wurde ein Chefarzt gesucht und ähm, er hätte die Chefarztstelle bekommen wenn er sich hätte taufen lassen. Und als man ihm das gesagt hat, What? Hat, er, hat, er in der, hat er in der Sekunde gekündigt und dann noch mit äh, Mitte 50 eine Praxis aufgemacht, was wo, wo war ökonomisch das denn? in Gelskirchen. Was, was natürlich schon eine harte Sache gewesen ist. Also, das ist natürlich so etwas. Und mein Vater hat schon ein paar Sachen so: es, 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 gibt ja, es gibt ja unterschiedliche Arten der Diskriminierung. Also, es gibt die direkte Diskriminierung, ja, also ich diskriminiere Tilos, weil sie Tilos sind und ich sage ihm das direkt ins Gesicht. Das ist ja eine Form, die, die, die kommt nicht so oft vor. Die kommt auch vor, aber nicht so oft. Es gibt eine subtile Form. Ne? Also sozusagen eine mit einem Tilo Garne. rede ich ja, natürlich ja. ganz anders, mhm. weil, weil, weil ich weiß, dass Tilos irgendwie komische Leute sind. Und, ähm, die, mit, die mit H insbesondere. Die mit H insbesondere, aber die anderen sind ja auch nur so ein bisschen anders. Also du weißt, was ich meine, ja. Das ist sozusagen, und dann gibt es natürlich die strukturellen Fragen, die, die, die vor allem dort eine Rolle spielen, wo es stärker um Knappheitsfragen geht. Also wo man sozusagen erlebt, dass der andere zu einer Art Konkurrent wird. Also ich bin ein eines meiner Lieblingsbücher stammt von, 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 von Ali Russell Hochschalt, das ist eine amerikanische Soziologin aus Berkeley, die hat in der, im Vorfeld der, der ähm, Trump-Wahl, 2014, hat es, glaube ich, damit angefangen, mhm. äh, hat sie potenzielle Trump-Wähler in, in den Südstaaten aufgesucht und wollte wissen, wie die so ticken, wie das eigentlich funktioniert. Und die haben interessanterweise. Ähm, ähm, also es weil es um Diskriminierung geht. Ja? Also die, die waren immer so halt so, so erfolgreiche Weiße, die irgendwie gesagt haben, wir, wir, wir haben den amerikanischen Traum und dann gibt es halt auch noch Schwarze, die, die haben sich nicht so angestrengt, aber es ist nicht so schlimm. Und dann haben die dann sozialen Abstieg erfahren und das Schlimmste daran war gar nicht der Abstieg, sondern dass sie denen, die sie vorher verachtet haben, ähnlicher geworden sind. Mhm. Und aus der Ähnlichkeit ist natürlich keine Solidarität entstanden, sondern das Gegenteil. Eine noch, ein noch stärkeres Bedürfnis, sich abzugrenzen und da war also gerade Diskriminierung und Rassismus eher eine ein Medium, diese Abgrenzung noch besonders stark zu machen. Man wird jetzt selber zum Transferempfänger, hat das vorher immer für das Schrecklichste überhaupt gehalten und muss sagen, dass die anderen Transferempfänger noch schlimmer sind. Ne, also ich, ich rege mich immer auf, wenn, wenn so akademische ähm, Mittelschichtler in, ähm, was weiß ich, Wohn Wohnquartiere gehen, in denen es tatsächlich äh, zu Konflikten kommt, ja, wo man sagt, also da herrscht starker Rassismus, den es äh, natürlich in, in extremer Form gibt. Aber man muss feststellen, dass sozusagen da Gruppen aufeinandertreffen, die vor allem unter ihrer Ähnlichkeit leiden. Das gilt vor allem für die, die, die für die das Versprechen, sozusagen so ein Mittelschichtsleben zu führen, nicht gilt. Das entschuldigt keinen rassistischen Satz und nichts dergleichen. Aber diese Formen, die spielen natürlich eine Rolle. Und das ist natürlich, und deshalb erzähle ich das in meiner Lebenslage nie das Thema gewesen. Ja? Also ich habe nie das Gefühl, dass ich aufgrund des nicht-westfälischen Nachnamens, ähm, ich chiffriere das immer so, ähm, besondere positive oder negative. Ähm, Form gekommen, dass die Leute das interessiert und dass vielleicht hinter dem Rücken gefragt wird, ist er denn jetzt ein Kameltreiber oder nicht? Das mag wohl sein. Es gab einen Kollegen mal, da gab es mal einen ein, 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 äh, ein Konflikt. Der hat irgendwie, äh, das war in Münster noch schon lange her. Der hat dann gesagt, also man kann so an der Form, wie er, wie er sich durchsetzt, doch schon sehen, äh, dass so ein Orientalen natürlich irgendwie anders sind. Aber das war eher, weil ich in Tübingen geboren bin. Jetzt hast du erzählt, dass du drei Jahre in Teheran gelebt ja. hast. Wurde da diskriminiert? Nee, das Gegenteil. Das war ganz schlimm. Also, ähm, <lacht> <lacht> ich meine, ich war da ein Kind und ich habe ich hab mich da nicht wohlgefühlt. Also, was ich dort wirklich wahrgenommen habe, das sind zwei Dinge. Eins ist mir jetzt erst deutlich geworden. Ähm, aber etwas anderes schon früher, natürlich eine Form von sozialer Ungleichheit, die man aus Europa in dieser Form nicht kennt. Also man denkt immer, vor der Revolution war, 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 war ähm, der Iran irgendwie ein, ein Land, das ganz gut funktioniert hat. Es hatte unter riesige, dem unter dem Schar, riesige Ungleichheiten, ein Land mit, mit riesigen Potenzialen, das eigentlich daran sozusagen zugrunde gegangen ist, dass man, dass man eigentlich... Ähm, für die unteren Schichten überhaupt gar nichts getan hat, das muss man schon sagen. Ein reiches Land, ja, mit, mit, mit Ressourcen, das war das Land mit den meisten Erdgas, das es auf der Erde gibt. Also da, Ressourcen wären da gewesen und so weiter. Kann man viel drüber sagen. Das habe ich wahrgenommen und was anderes ist eher was Privates war ich, was ich wahrgenommen habe, nämlich zu viel Familie. Also ich habe das Gefühl gehabt, dass ich dort irgendwie jede Woche drei neue Onkels kennengelernt habe. Ich übertreibe jetzt ein bisschen. Ich fand das irgendwie aus so einem aus so einem so bürgerlichen Leben in Deutschland dahin zu kommen, das, das fand ich total überfordernd. Auf der anderen Seite war das auch sehr spannend. Wir sind durch die Wüste gefahren, wir haben uns wahnsinnig tolle Sachen angeguckt. Aber es hatte immer so was sowas Vorläufiges. Und ähm, ich habe es vorhin schon gesagt, mein Vater hat sich eigentlich am unwohlsten da gefühlt. Er hatte zwei Herzinfarkte, als wir dort waren und so. Da war dann die Familienentscheidung, wieder zurückzugehen. Aber was ich sagen wollte, was mir jetzt erst deutlich geworden ist, wir waren sehr oft in Rom. Das ist der heilige Ort der Schiiten, äh, in dem auch Khomeini gewesen ist. Und da war mein, mein, mein Großvater, also der Vater meines Vaters, begraben. Da sind wir fast jedes Wochenende hingefahren mit dem Auto. Mehrere hundert Kilometer durch die Wüste, auch ganz cool mit so amerikanischen äh, großen Schlitten und so. Und ähm, und dort spielte natürlich dieses, dieses islamische bis islamistische schon eine Rolle. Ja. also da mussten Frauen sich auch ähm, ähm, bedecken. Meine Mutter auch. Und man merkte, dass diese Figur, diese Mullahs, da eine, eine Macht waren. Ja, also auch, auch wenn die gar nicht direkt ausgeübt wurde, aber sie waren da. Das habe ich als Kind wahrgenommen. Und darum muss ich jetzt während der der Aufstände, die es da jetzt gibt und vielen Dingen, die passieren, immer wieder denken. Das ist vielleicht natürlich auch eine Erinnerungsprojektion aus so langer Zeit, aber ich glaube, es ist nicht nur eine Erfindung. Das finde ich ganz interessant, dass ich mich daran wieder erinnere. Warst du seitdem wieder da? Nein. Ähm, Seit 50 Jahren warst du nicht mehr da. Na, 50 sind das 50, ja, fast. fast 50. Also ähm, es gibt ein Problem mit, äh, mit, mit äh, der Staatsbürgerschaft. Mein Vater hat. Äh, also es reichte, ich bin 1960 geboren, das ist 15 Jahre nach dem Deutschen Mutterkreuz, reichte es nicht, eine deutsche Mutter zu haben, um deutscher Staatsbürger zu werden. Also die Kinder waren automatisch das, was der Vater ist. Und ähm, so. ja, naja, ja, das ist, das ist so. Und meine Mutter hatte dann beide Staatsbürgerschaften. Und als wir zurückkamen, ähm, ist es dann gelungen, dass wir deutsche Staatsbürger wurden, worauf es ja gar keinen Rechtsanspruch gab, zumindest nicht für meinen Vater. Hm. Und ähm, und ähm, mein Bruder und ich wurden durch ein neues Gesetz aus der sozialliberalen Koalition äh, dann automatisch Deutsche, weil wir eine deutsche Mutter haben. Das galt vorher nicht. Aber dafür musste man einseitig die iranische zurückgeben. Und das schließt eine Reise eigentlich aus. Also mein Vater war auch zeitlebens nicht mehr in seiner Heimat. Würdest du gerne nochmal hinwollen? Ja, mich würde das schon interessieren. Und äh, vielleicht werden da irgendwann andere Verhältnisse herrschen, in denen man das tun kann. Zurück zu dir, deinem dein, dein, dein Lebenslauf. Ich habe in einem deiner Bücher gelesen, dass du illegal ja. mit der Reparatur von Autos dich die verdient hast, hier auf Seite 23 in deinem. Verjährt, Gott sei Dank, steht auch drin. Ich weiß, ich weiß. Da, da schreibst du, ich habe in meinen ersten drei Semestern, also von 1979 bis 81, gutes Geld mit der Reparatur von Autos verdient. VW Käfer und VW Bulli, Zitrön, 2CV und GX, Renault 4 und 5, Opel Kadett, VW Polo, Golf 1, auch den alten Mercedes Diesel. Das war ebenso illegal wie machbar. Wie, bist, wie hast du das hinbekommen? Ja, ich habe ich, ich hab mich immer für Autos interessiert. Halt so eine so eine Jung sache halt damals. ne? Und äh, mhm. finde es auch immer noch interessant. und es und, äh, immer noch, ne? einen äh, Oldtimern wahrscheinlich nur noch. Naja, ich mache ja sowas nicht. Also, da habe ich auch gar keine Zeit dafür. Also, ja. heute, heute kann man das ja auch nicht mehr machen. Ich habe jetzt auch ein Auto, da kann ich. Das die, sind fahrende die, Computer jetzt. Ne? Äh, ja, der, also da kann man eigentlich die, die Scheibenwischer auswechseln. Viel mehr kann ich nicht machen. Die Reifen sind mir zu schwer. Also, das kann ich selbst die mache ich nicht selber. Nein, jetzt also, ernsthaft gesprochen, klar, das war damals quasi so ein, so ein Studijob. Und ich habe die Autos repariert, die die anderen Studis hatten. Und das konnte ich auch ganz gut. Ich habe aus Holland. Ähm, Käfermotoren besorgt und habe Motoren ausgewechselt so. Bitte? Wie hast du das gelernt? Pff, weil ich immer ein bisschen rumgeschraubt habe als Jugendlicher. Das ist auch damals nicht so schwer gewesen. Das, waren ja, das war ja rein mechanisches Zeug. Das ist alles total simpel. Wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, ist es. Ich habe immer alte Autos gehabt, die, wo ich mehr drunter gelegen bin als drin gesessen. <laughs> hast du eine Oldtimer heutzutage? Nein. Nee? Nein. Hast du überhaupt ein Auto? Ich habe ein Auto, ja. Brauchst ja. du das? Nö. <laughs> Warum hast du es denn? <laughs> ja, das ist eine gute Frage. Ich habe halt immer ein Auto gehabt. Also, das Auto, das das steht eigentlich nur rum. Ökonomisch das ist es totaler Quatsch. Ne? Das mhm. kostet 1000 Euro im Jahr an Versicherung und, mhm. und ähm, also ist immer noch Vollkasko versichert und, äh, und so weiter. Aber äh, eigentlich brauche ich es nicht. Es, es, steht, es steht sehr lange rum. Zurück zum Studium. Du hast erzählt, du hast Erziehung äh, anfangs studiert, Philosophie. Wann kam denn. Der soziologische Einschlag. Ja, also in dem erziehungswissenschaftlichen Studium gab es ähm, nach dem Vordiplom auf jeden Fall einen soziologischen Anteil. Ähm, da kam ich in die Soziologie und ich habe Soziologie als Nebenfach im Philosophiestudium auch gehabt. Und, und also diese Kombination aus Philosophie und Soziologie, Erziehungswissenschaft habe ich kaum studiert, das, das fand ich auch jetzt nicht so prickelnd. Mhm. Aber. Ähm, ähm, diese Kombination Philosophie und Soziologie, das war schon sehr interessant. Und, und Münster war, ist eigentlich so soziologische Peripherie gewesen. Also da war, hat jetzt nicht irgendwie was Weltbewegendes stattgefunden, aber es waren unterschiedliche Leute da. Ich hatte da einen Chef damals, dem, dem ich wirklich wahnsinnig viel zu verdanken habe, Georg Weber, kein bekannter Soziologe, auch kein überragender Soziologe, aber, aber ein, ein toller Lehrer und ein toller Gesprächspartner der übrigens auch im zweiten Bildungsweg Soziologe wurde, der war evangelischer Pfarrer und ist dann, ist dann in die Soziologie gegangen, hat dann nochmal habilitiert. Und, und ähm, ich hatte das große Glück, das naive große Glück, dass ich mit in ganz jungen Jahren eigentlich... Ja, Sachen machen durfte, die man normalerweise viel viel später macht. Also ich wirklich meine wissenschaftliche Karriere ist durch durch Naivitäten geprägt gewesen. Ich habe so Sachen gemacht. Bist du hier genau richtig. Die, nein, nein. Also das ist jetzt keine Koketterie. Nein. Sachen gemacht, die und nicht groß drüber nachgedacht. Ja, also ich habe ich habe ich habe schon mal ein paar Gutachten geschrieben, als ich noch nicht promoviert war, weil das gemacht werden musste und so, also natürlich nicht unter meinem Namen, ist ja logisch, aber, aber so, das, das, das war schon interessant und das ist vielleicht auch eine Lernform, die gar nicht so schlecht ist, dass, dass man sozusagen Sachen ausprobieren kann und, und ich war da sehr glücklich. Und ich war auch naiv. Also, ich habe dann, ich habe 85 ein Diplom in Pädagogik gemacht, also das heißt mit einer soziologischen Arbeit. Das war damals ja die Studiengänge noch anders. Man konnte irgendwie studieren und guckte hinterher, wie die Sachen zusammenpassen. Das wäre ja heute alles vom Teufel. Hm. Ähm, und dann habe ich ähm, alles Mögliche gemacht. Ich habe also vor der Promotion drei Bücher geschrieben und die das Promotionsstipendium für was ganz anderes verwendet und und dann relativ spät, aber das war gar nicht so spät. Ich dachte, es ist alles zu spät für dich. Dann mit mit also mit 32 wurde ich promoviert mit einer Arbeit über die Zeit und ähm, die musste ich relativ schnell zu Ende schreiben, damit ich in so ein Forschungsprojekt reinkam. Und dann dachte ich, du bist jetzt 32, es ist schon viel zu alt. Eigentlich müsstest du schon habilitiert sein und habe das dann in zwei Jahren hingekriegt ähm, mit der Habilitation. Total naiv. Es war wirklich unfassbar naiv, das glaubt mir heute kein Mensch mehr, aber ähm, das war eine tolle Zeit, weil das irgendwie, ja, weil man da so Sachen ausprobieren konnte und ich habe da viel gelernt. Und ich habe da auch diesem Georg Weber wirklich, ähm, der lebt leider nicht mehr, ähm, sehr, sehr, sehr viel zu verdanken bist du durch ihn ein Weberianer geworden? Das ist der Scherz, den man natürlich immer gemacht hat. Wir haben so, zusammen, zusammen sehr, viel, sehr, sehr, viele, sehr viele Seminare zusammen gemacht und der Einführung war natürlich immer, das ist Georg Weber, das ist der Enkel von Max Weber. Ist er natürlich mhm. nicht, ist klar. Aber... Ähm, aber ja, meine, du hast ja nicht in Bielefeld studiert. Die meisten nein. Bielefelder äh, Soziologinnen werden ja irgendwie Luhmannianer. Ja, also aber du, ich mache ja auch, auch viel geworden. mit Luhmann. Also, ähm, ich weiß nicht, ob ich Luhmannianer bin. Ich mache sehr viel mit der Systemtheorie. Ja. Ich, hab, also, ich bin aber kein Schüler von Luhmann. Ich habe Luhmann kennengelernt und äh, persönlich? ja auch persönlich kennen, aber ich habe während des Studiums war das nicht, da kam ich eher aus so einer, so was man halt so gemacht hat, kritische Theorie, Habermas und Elias habe ich sehr viel gemacht und, hm. und solche Geschichten. Ähm, ähm, alles Mögliche eigentlich. Ähm, In Frankfurter Schule und so weiter auch. Ja, ja, ganz viel. Also ich meine, das gehört dazu. Das, das ist ja irgendwie, das sind ja auch Dinge, die, die, die sich lohnen, dass man sie studiert und so. Und äh, dass da diese, diese Systemtheorie-Sachen, die kamen eigentlich nach dem Studium erst. Also das ist, ähm, das, das ist dann so entstanden. Aber ich habe, ich habe nie in Bielefeld was gemacht. Ich habe mal Vorträge von Luhmann gehört. Ich habe den auch damals gebeten. Ähm, mein Habil-Gutachter zu werden. wo äh, das? Nee, er hat gesagt, er würde es gerne machen, aber er meinte, das, das, das würde mir gar nicht viel nützen und hat mich dann zu einem Kollegen nach oh. Trier geschickt. Ähm, und so, aber da hättest es gemacht, wenn ich drauf bestanden hätte. Aber es ist sozusagen nicht durch, nicht durch nahen Kontakt entstanden und ich glaube, dass ich davon sehr profitiert habe. Wenn ich irgendwas schrecklich finde, sind es die Schulen, die gleichzeitig auch noch mit persönlichen Bindungen zu tun haben. Das tut den Sachen oft nicht so richtig gut. Aber wenn du so ein Systemtheoretiker bist, das verbinde ich halt so, als Laie, als nicht sozusagen immer mit Luhmann. Ja, ich habe viel Luhmann gelesen. Ich habe ich hab eine Luhmann-Einführung geschrieben mit, mit, einem, mit einem Kommilitonen zusammen, Georg Kner. Die ist 1992 rausgekommen, die läuft immer noch. Äh, ähm, ich gelte sicher als einer der wichtigsten Vertreter der Systemtheorie in deutscher Sprache und so weiter und so weiter. Aber das ist für mich jetzt nie irgendwie so eine, so eine Schule gewesen. Es gibt auch so diese Schule gar nicht. Das ist eine Gruppe von. Relativ lose gekoppelten Leuten, die, die mit Luhmann arbeiten. Und was mir wichtig ist, ist sozusagen jetzt nicht irgendwie. Ähm, also, mir ist schon wichtig, damit Soziologie zu betreiben, auch empirische Forschung zu machen. Und ich halte das immer noch für die potenteste Form von Soziologie, mit der man einiges machen kann. Ja. Ich habe hier schon Systemtheoretiker gehabt oder Luhmannianer, die sagen so: pff, mich interessiert der Mensch nicht. Mich interessiert nur so das Thema. Wie ist ja, das das ist, ist ja Schmarrn. Also, die, also die solche Sätze halte ich echt für Unsinn. Ne? Ich meine, wir haben es mit menschlichen Gesellschaften zu tun. Ich meine, da müssen einen die Menschen interessieren. Ja? Das ist, diese Theorie sagt auch an also einer Stelle. Die, dass die, sie, die, die Individuen. Weißt du, ja, Hauptsache es geht so um das ja, Große und Ganze, ja. nicht um den. Ja. Also, ich, ich, darf ich das mal an einem Forschungsthema festmachen? Bitte. Also, wir, wir, wir ich habe ja vorhin über. Palliativmedizin geredet. Oder ich darf mal über unser, über unser über Geflüchtetenprojekt reden. Das heißt Andockstellen für Flüchtlinge. Mhm. Ähm, ähm, wir interessieren uns also nicht für die Geflüchteten selbst, sondern wir interessieren uns dafür, dass, wenn die nach Deutschland kommen, dann kommen die ja nicht nach Deutschland und sind dann entweder anerkannt oder nicht anerkannt oder man geht nicht nett mit oder nicht nett, sondern die, die treffen auf eine Gesellschaft in Form ihrer Instanzen also in arztpraxen in wohnheimen in ähm, rechtsanwaltspraxen vor gerichten ähm, in bildungsinstitutionen an arbeitsplätzen und so weiter und so weiter. Mhm. und so eine gesellschaft wie unsere die, die zeichnet sich ja dadurch aus dass wir ja nicht in irgendeinem topf drin sind sondern unglaublich viele andockstellen haben. also das gilt nicht nur für, für migrantinnen und migranten das gilt für alle. und wir untersuchen jetzt das ist ein systemtheoretischer gedanke wie diese unterschiedlichen instanzen den Geflüchteten oder die Geflüchtete ganz unterschiedlich wahrnehmen, weil sie jeweils andere Probleme lösen müssen. Mhm. Da spielen übrigens der und der Status als Flüchtling oftmals nicht die allererste Rolle. Aber manchmal schon. Das interessiert uns empirisch. So, und der Systemtheoretiker würde sagen: in einer funktional differenzierten Gesellschaft gibt es nicht den Ort der Gesellschaft, wo wir sind, sondern es gibt diese unterschiedlichen Instanzen, die unterschiedliche Probleme lösen müssen. So, und jetzt kommen wir, gucken wir uns die Leute an. Wir machen ja Interviews mit, 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 mit richtigen Menschen aus Fleisch und Blut. Manche haben sogar Haare auf dem Kopf. Also es ist sozusagen etwas, was ja stattfindet. Und wir sehen aber Menschen, und das ist ja das, was die Soziologie immer denkt, ja, das ist ja nicht etwas, was die Systemtheorie erfindet, dass da nicht einfach Menschen. Sitzen, sondern sitzen Leute, die, die, die ein ganz bestimmtes Problem lösen, weil sie in einer bestimmten gesellschaftlichen Position sind. Also andere Theorien würden sagen, die haben eine Rolle oder die haben eine Position in einer Organisation. Und wir können feststellen, dass etwa ein ärztlicher Akteur ähm, ganz merkwürdig auf diese Leute trifft. Auf der einen Seite sieht so jemand kranke Körper. Und das ist das Entscheidende. Er sieht zum Beispiel, dass die bestimmte Leistungen nicht bekommen. Sieht aber, dass die Krankheit des Menschen eine bestimmte Behandlung braucht, die medizinisch notwendig ist. Also muss er sozusagen mit seinen eigenen Ressourcen damit umgehen, den trotzdem behandeln zu können. Mhm. Oder ähm, er sieht, da ist ein Problem, und dann stellt man fest, dass die Kommunikation mit, ähm, mit, mit, mit Leuten aus Ländern, die vielleicht den Arztbesuch in dieser Form nicht kennen, oder bestimmte Begriffe nicht kennen, oder die Sprache nicht können, schwieriger ist, als wenn ein anderer kommt, der das alles kennt. Also wir wissen, dass wir viele der Ressourcen, die wir im Alltag kennen, Gelernt haben. Wir tun ja so, als seien wir Menschen, die in dieser Gesellschaft damit gut damit umgehen können, weil wir so tolle Menschen sind. Sind wir ja gar nicht. Wir sind Menschen, die in diese Gesellschaft gut kennen. Und deshalb wissen wir, was man wann wo sagt. In dem Fall stellen wir fest, da sind auch Menschen, die aber nicht wissen, was man wann wo sagt, und dadurch entstehen andere Kommunikationsformen. Und das kann man systemtheoretisch deshalb besonders gut untersuchen, weil die Systemtheorie sich dafür interessiert, wie in einer Situation iterativ, also nach einem. Kommunikationsformen sind, die sich irgendwie miteinander arrangieren müssen. Ja? Und das ist doch das Interessante. In unserem Gespräch gilt das ja auch. Ja? Also Wir haben uns vorher noch nie gesehen. Also Ich habe dich schon mal auf dem Video gesehen, du mich noch nicht. Aber es ist sozusagen, das funktioniert irgendwie. Und spannenderweise produziert dieses Gespräch eine Pfadabhängigkeit. Es wird immer besser. Es ist also besser nicht inhaltlich, sondern es funktioniert immer besser. Warten wir Und mal da ab. Ne? Sitzen, naja, gut, es, da sitzen Menschen, die da etwas machen. Aber das sind nicht einfach nur Menschen. Also mit unserer Menschlichkeit kann man nicht erklären, was was wir hier tun. Wir können es damit tun, dass ich natürlich gefragt werde, das danach, was ich professionell mache, dass dahinter eine Biografie steckt, dass die Biografie nicht einfach hier auf dem Tisch liegt, sondern erzählt werden muss. Die kommt nur in der Kommunikation vor. Man kann die auch anders erzählen. Man kann alles anders erzählen. Und das ist das, wofür wir uns interessieren. Und dafür benutze ich die Systemtheorie, die sich genau dafür interessiert, dass in kommunikativen Systemen man versucht, irgendwie über die nächste Gegenwart zu kommen. Und das machen wir hier an diesem Beispiel mit Geflüchteten. Was, was wirklich spannend ist, weil wir, weil wir zum Teil äh, Ergebnisse haben, die wir gar nicht so erwartet haben. Ja? Also Diskriminierung ist zum Beispiel etwas, was man als allererstes erwartet, wenn es um, um Geflüchtete geht. Also wir haben mit Leuten gesprochen aus Unternehmen, ja, die sagen, die, 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 also ich, ich sag's jetzt mal drastisch, die suchen erstmal Leute, die, die, äh, die äh, im Wertschöpfungsprozess funktionieren. Ne? Das ist klar, ein Mitarbeiter muss irgendwie sich ökonomisch lohnen. So. Und dann funktioniert das oder es funktioniert nicht. Wenn es nicht funktioniert, ist Diskriminierung ein Medium, mit dem man bei dieser Gruppe besonders gut sich einen Reim darauf machen kann. Aber durchaus auch im positiven Sinne, dass man sagt, äh, da gucken wir jetzt drüber weg, weil womöglich bestimmte Ressourcen nicht da sind. Oder wir, wir, wir sagen schuldhaft, das ist ja klar, dass Leute aus der Kultur das nicht können. Für solche, für solche Geschichten interessieren wir uns und dafür brauchen wir eine Gesellschaftstheorie, die uns sagt, warum Leute eigentlich reden, wie sie reden. Also, deine Fragen sind, wenn ich das so spiegeln darf, ja, die sind ja, die sind ja ähm, naiver als du. Und das ist, das, das, das ist ja nur in einem Format möglich, in dem wir uns hier zusammen bewegen, von dem wir wissen, dass es so aussieht, als würden wir beide miteinander reden, aber wir wissen beide ganz genau, dass wir vor einem unbestimmten Publikum reden, weswegen das, was wir reden, anders aussieht, als wenn wir nur zu zweit hier säßen und keine Kameras dabei wären. Aber weil Kameras dabei sind, gucken uns die Leute zu. Und falls ihr Fragen habt an Armin. Herr damit, Hans, hat auch ein bisschen Soziologie studiert, kommt am Ende äh, und stellt sie dir. Gibt ja jetzt auch Leute, die sagen könnten so, Amen. Luhmann ist ja schon ein paar Jahrzehnte tot, Systemtheorie, ja. Soziologen, die müssen jetzt, die müssen innovativer arbeiten, die müssen innovative Ideen hervorholen. Was, was interessiert dich? Du bist ja eigentlich so ein Auslaufmodell. Ja. Was, was, was soll das noch? Du, lang, du langweilst ja. Die Soziologen. Ich habe nicht das Gefühl, dass die Soziologen langweile. Also ähm, manche wollen was hören, manche ärgern sich auch darüber, was ich erzähle. Also von Langweilen kann nicht die Rede sein. Das ist jetzt eine empirische Aussage, keine Normative. Ja. Aber also, es geht, also, mir geht es auch nicht um Luhmann, der interessiert mich jetzt ehrlich gesagt auch gar nicht so sehr. Mich interessiert ein bestimmtes soziologisches Instrumentarium. Man könnte sagen, es gibt auch viele ähm, verstehende Soziologien, die sich auf Max Weber oder, ähm, oder äh, Alfred Schütz beziehen, die sind jetzt auch noch schon noch, noch länger tot. Und äh, ja. es gibt es gibt Soziologien, die sich auf Karl Marx beziehen. Der ist noch länger tot. Und es gibt Denkungsarten, die nicht denkbar wären, ohne bestimmte, bestimmte Philosophen wie Kant zum Beispiel den zu lesen, dass sich immer noch nur die lange tot sind. Ich mache keine Luhmann-Forschung. Mich interessiert nicht, ob der frühe Luhmann so und der späte Luhmann da und ob er nicht da hätte, noch das. Und ob die Rezeption hier anders hätte sein können. Das interessiert mich alles nicht. Das ist auch eine legitime Form der Soziologiegeschichtsschreibung. geschichtsschreibung das, das ist nicht mein Thema. Mein Thema ist, was brauche ich eigentlich für Tools, Theoretische und methodologische, mit denen ich Themen bearbeiten kann. Und ich rede hier ja nicht über Luhmann. Ich habe noch keinen Satz über Luhmann so richtig gesagt, sondern ich benutze dieses Tool, um etwas rauszukriegen. Und äh, es ist sehr unterschiedlich, was man rauskriegt, je nachdem, welches Tool man verwendet. Ja. Mir fällt gerade auf, wenn du ja sagst Weber, Luhmann, Marx, alles deutsche Namen. Ne? Also ist die Soziologie äh, oder die akademische Welt, ist, ist die geprägt durch... Deutsche Männer? Nee, also nicht, nicht nur. Man hätte jetzt auch noch ein paar andere nennen können. Dummerweise wären jetzt bei den Klassikern auch noch nur, nur Europäer dabei. So. Also Herbert Spencer und äh, Pierre Bourdieu, das ist jetzt ein später. später ja. Ein später Klassiker, äh, Emil Dürkheim muss man natürlich nennen, wenn man Max Weber nennt. Und es gibt noch ein paar andere, äh, die, die natürlich eine Rolle spielen. Das Aber das ist nun mal, ich meine, das, das bildet ja durchaus auch die, die Entstehung von Disziplinen ab. Das ist ja gar keine Frage. Ein paar amerikanische Namen hätten wir auch noch nennen sollen. Mhm. Die Helden der amerikanischen Soziologie sind äh, äh, Georg Simmel und, und, und Max Weber, wenn man so will. Ja? Also äh, das sind sozusagen die beiden Namen gewesen, in, mit denen auch die amerikanische Soziologie, die Chicago School und so weiter ja, gut, bei damit Weber entstanden sind. Bei, bei Weber kein Wunder, ne? Protestantische Arbeitsethik, Kapitalismus. Das spielt durchaus eine Rolle. Ich meine, der Weber ist. ist ähm, also ich, find, ich, ich, ich finde Weber auch immer noch total toll. Ich finde, dass Weber einer der Ersten gewesen ist, die, die raus, also der hat ja auf den Gesellschaftsbegriff verzichtet, die rausgekriegt haben, dass sozusagen die, das, das Spannendste, der größte Sprengstoff einer, einer Theorie der Moderne darin liegt, dass es, er, er nannte das, kulturelle Wertsphären, Wertsphären gibt, die nicht aufeinander abbildbar sind. Ne? Das Religiöse, das Ökonomische, das Politische, die, die sozusagen unterschiedliche Probleme lösen. Er hat das noch sehr bürgerlich, in der heldischen Person aufgelöst, die das aushalten muss. Aber ich bin großer Fan von Max Weber, auch immer noch. Jetzt hast du gerade ja. deine Tools angesprochen. Ja. Was sind das für Werkzeuge, die du benutzt? Und woher weiß ich, dass du jetzt die richtigen Werkzeuge benutzt? Vielleicht benutzt du auch die falsch? Das kann durchaus sein. Dafür gibt es ein, einen wissenschaftlichen Diskurs, <laughs> sorry, in dem, in dem darüber verhandelt wird. Also ich meine, es gibt auch Soziologien, die sich mit Palliativmedizin beschäftigen, die zu anderen Ergebnissen kommen oder vielleicht sagen wir mal zu, nicht zu anderen Ergebnissen, die anders zu Ergebnissen kommen. Das ist doch gerade das Produktive der Wissenschaft. Also die, die, die Erwartung an Wissenschaft von außen ist ja, dass man irgendwie klare Sätze sagen kann. Wir in der Wissenschaft, wir, wir, wir gucken ganz unterschiedlich auf die Dinge. Also ich würde sagen, es macht einen großen Unterschied, wenn man, wenn man eine moderne Gesellschaft sich anguckt und nicht mit sozialer Ungleichheit anfängt, sondern mit funktionaler Differenzierung. Das heißt, du willst nicht, dass man soziale Ungleichheit für was Unwichtiges hält. Ich würde sogar sagen, ganz im Gegenteil. Ich würde aber nie sagen, dass die andere Möglichkeit nicht gemacht werden sollte. Das ist unglaublich produktiv, sich darüber auseinanderzusetzen. Dafür machen wir Wissenschaft. Also das ist auch das, was ich eigentlich von Anfang an ähm, in der Wissenschaft ähm, schon als ganz junger Mann ähm, total spannend fand, dass man, dass es einen Unterschied gemacht hat, wenn man unterschiedlich angefangen hat. Das finde ich, das finde ich nach wie vor. Unglaublich interessant. Wir, meine, wir, wir beschäftigen uns mit Sachen, die andere Leute nicht interessieren, mit Methoden zum Beispiel. Ja. Ne? Also in der Gesellschaft gibt es so eine, in der Presse, man, man, man redet über Meinungsumfragen. Ne? Wir machen uns Gedanken darüber, was eine Meinung eigentlich ist. Das ist doch ganz interessant, ja? ähm, sich methodisch die Frage zu stellen, was man damit eigentlich macht. Wir beobachten andere Systeme mit ganz anderen Mitteln. Ja? Wir, wir, wir schauen uns an, was die sich für Geschichten erzählen. Was, was erzählt die Wirtschaft sich Geschichten von sich selbst? Das ist schon sehr lustig manchmal. Was erzählt, das politische System sich für Geschichten über sich selbst. Mhm. Wir erzählen darüber andere Geschichten. Und das, das ist das Interessante. Noch interessanter wäre, wenn man das produktiv wenden kann und diese Beschreibungen aufeinandertreffen. Das ist meine große Utopie, dass wir da bisweilen dann womöglich sogar eine aufklärerische Bedeutung haben können. Was, was sind denn jetzt deine Tools? Kann, kannst du die benennen? Ja, die kann ich benennen. Also, wenn ich mir zum Beispiel... Ähm, das ist jetzt sehr methodologisch, ja. Wir machen Interviews mit Leuten. Mhm. Man nennt die meistens in der äh, in, in unserer Disziplin Experteninterviews. Und, ähm ein Tool besteht zum Beispiel darin, dass wir in Texten lernen können, also da entstehen ja Texte draus, ne? dass wir in den Texten lernen können, dass die Texte nur die Probleme lösen können, die sie selber produzieren. Das kann man systemtheoretisch beschreiben als die Selbstreferenzialität von Kommunikation, die immer an das anschließt, was sie selber produziert. Und das finde ich total interessant. Also Beispiel Palliativmedizin: Die ärztliche Perspektive erzählt andere Probleme als die pflegerische. Und sie sieht deshalb auch eine andere Art von Patient oder Patientin oder Sterbenden als die andere professionelle Perspektive. Daraus entstehen Konflikte, daraus entstehen unterschiedliche Formen von Parteilichkeit und daraus entstehen aber trotzdem Sozialformen, in denen man zu Entscheidungen kommen muss. Sowas, ist ein Tool, mit dem man arbeitet. Oder ein anderes Tool ist tatsächlich ähm, Differenzierung wirklich zu denken. Also zu sehen, dass, dass bestimmte Themen, weil Leute in bestimmten Rollen sind, ich nehme jetzt mal so einen traditionellen Begriff, mhm. zu unterschiedlichen Themen werden. Ich habe mich viel mit der Pandemie beschäftigt. Ne? Also was ich an der Pandemie jetzt wissenschaftlich besonders interessant finde, das sind die Zielkonflikte, die wir dabei haben, was medizinisch richtig war war zum Teil für Familien eine Katastrophe oder für Unternehmen eine Katastrophe. Was politisch das Richtige gewesen wäre, ist womöglich nicht wählbar. Und so weiter und so weiter. Das sind, das sind Formen, für die man die Tools braucht, ernst zu nehmen, dass die Leute aus bestimmten Perspektiven. Das ist, vorhin hast du gesagt, äh oder funktionelle Differenzierung gesagt. Kannst du uns kurz erklären, ja. was du damit meinst? Ja, also, das, das ist so ein Begriff, der, der ist von, von Target Parsons entworfen worden, von Luhmann weiterentwickelt. Eine Sekunde. <laughs> ähm, funktionale Differenzierung meint, also, wir haben ein Gesellschaftssystem. Mhm. Die Gesellschaft besteht aus allen Kommunikationen, die denkbar sind. Ich sage es jetzt mal ganz, ganz, äh, wie soll man sagen, orthodox. Ähm, und da muss man sich fragen, wie sind diese Kommunikationen geordnet? Und auf einer ersten Schicht von Differenzierung ist sie geordnet in unterschiedliche Funktionssysteme. Ein System für Politik hat die Funktion, kollektiv bindende Entscheidungen zu treffen. Ein System für Ökonomie, das hat die Funktion, mit Knappheit umzugehen. Ein System für Wissenschaft, das alle Fragen behandelt, die mit wissenschaftlicher Wahrheit zu tun haben. Ein System für Medien, das Informationen verarbeitet. Ein System für und so weiter und so weiter. Das sind alles Kommunikationssysteme. Ne? Das sind alles, Kommunikation. alles Kommunikationssysteme und die Idee, die Idee von Luhmann besteht darin, dass die zusammengehalten werden durch relativ simple Kodierungen. Also man kann sagen, dass in der Ökonomie alles, was passiert, darauf zurück geschnurrt wird, ob man dafür bezahlt oder nicht bezahlt. Dass in der Politik fast alles darauf zurückgeschnurrt wird, ob man die Macht hat oder nicht. Dass in der Wissenschaft alles darauf zurückgeschnurrt wird, ob es sozusagen Wahrheit, wahrheitsfähig ist oder nicht. Und diese, dieses einfache Modell, dieses geradezu simple Modell, ermöglicht ja unglaublich viele Formen. Also man kann mit diesem Modell unterschiedliche Wirtschaftsformen erklären, unterschiedliche Politikformen erklären. Also, äh, ob man die Macht hat oder nicht, gilt für Demokratien, das gilt auch für Autokratien, das gilt auch für Diktaturen. Die interessante Frage empirisch ist dann, wie wird das eigentlich aufrechterhalten? Die Demokratie hat es mit einem interessanten Machtkreislauf zu tun. Alle muss In einer öffentlichen Form funktionieren. Und man muss die Macht sozusagen zurückbekommen, den nächsten Satz sagen zu können. Wir haben das bei Aiwanger jetzt ganz hübsch gesehen, dass, dass dieser Machtkreislauf Effekte gehabt hat, die man womöglich nicht erwartet hat oder die von denen, die das gemacht haben, anders intendiert gewesen sind. In Diktaturen haben wir ein ähnliches Problem. Ja? Man muss Macht aufrechterhalten und irgendwann die Gewaltmittel so weit steigern, dass sich das womöglich inflationiert und nicht mehr funktioniert und so weiter. Und beim Ökonomischen ist das ganz genauso. Ja? Also man kann, man kann eine völlig deregulierte Form des Ökonomischen sich vorstellen. Die hat bestimmte Effekte. Man kann sich auch eine vorstellen, die stärker eingehegt wird, die hat auch bestimmte Effekte. Und das kann man damit eigentlich ganz schön sehen. Und was mir wichtig ist, und das, 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 das ist tatsächlich sehr stark eine lumanianische Theorie, es gibt sozusagen kein Zentrum der Gesellschaft, von der her man diese Gesellschaft. Ähm, konkurrenzlos beschreiben kann, sondern wir sind eigentlich immer in Situationen, in denen diese unterschiedlichen Akteure gleichzeitig operieren und dadurch eine hohe Komplexität entsteht, weswegen die Gesellschaft schwer zu steuern ist, schwer zu verändern ist, sich sehr stark verändert, gleichzeitig aber auch immer sehr starke Potenziale hat, etwas zu tun. Darf ich noch einen Satz sagen? Die, die spannende Sache daran ist, dass es, wenn das stimmt, was ich sage, dass man sich nicht vorstellen kann, dass es Stoppregeln gibt für diese Systeme. Also, und viele Krisen der Gesellschaft, die wir, die wir kennen, das ist so jetzt dem Marxischen Denken sehr, sehr ähnlich. Ich würde sagen, wir sind die einzigen legitimen Erben Marxischen Denkens. Ähm, also, als Systemtheoretiker zumindest in der Weise, wie ich das mache, ähm, würde ich sagen. Also, Marx beschreibt ja sehr schön, dass die Dynamik des Kapitalismus zu Formen führt, die. Sozusagen keine innere Begrenzung kennen. Also man kann mit allem Geschäfte machen. Alles ist gewissermaßen verwertbar in einer Verwertungslogik und es gibt keine Form, das stillzustellen. Das Gleiche gilt aber auch für andere Systeme, ja. Es ist nicht sicher vor politischer Herrschaft. Wir haben das festgestellt, dass die ganzen fundamentalistischen Herrschaftsformen, wie wir sie kennen, ähm, der Nationalsozialismus, der Faschismus, verschiedene Formen von, von Diktaturen, auch die linken Diktaturen, die wir hatten, sozusagen mit Optionssteigerungen des Politischen zu tun haben. Wir kennen Medien. Die Medien haben lange darum gekämpft, dass man endlich alles sagen darf. Wir haben aber ein großes Problem, wenn alles gesagt wird. Ich würde ja Zivilisation definieren als nicht alles zu sagen, was einem gerade in den Kopf kommt. Ja? Also, das, 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 das gilt für andere Systeme auch. Die Medizin, das Medizinsystem ist so erfolgreich, dass es neue Probleme produziert. Also, niemand ist mehr gesund. Ja? Es ist kein Mensch denkbar, der. Der, wenn er wirklich untersucht wird, ganz ohne Störung existiert. Und mit diesen Optionssteigerungen umzugehen, das ist das große Problem dieser Gesellschaft, weil es diese Stoppregeln nicht gibt. Und ich würde sagen, die meisten Katastrophen, die passieren, hängen genau damit zusammen, dass es diese Stoppregeln nicht gibt, die man sozusagen bi-, tri- und n-lateral äh, empirisch herstellen muss. Das ist sozusagen meine Idee einer, einer Gesellschaftstheorie, die nicht, davon, nicht harmonistisch davon ausgeht. Da gibt es verschiedene Systeme und die sind schön in Arbeitsteilung, wie Dürkheim das beschrieben hat, aufeinander bezogen. Und dann läuft das schon, ja, wir haben ein bisschen Wertschöpfung und ein bisschen Regulierung und ein bisschen Wissenschaft und ein bisschen Bildung und das passt alles zusammen. Das ist so eine Setzkastendenken, ja. ja das Gegenteil ist der Fall. Es ist eine Dynamik, die kaum aufzuhalten ist und deren Erfolge riesige Probleme produzieren. Aber du hast, wenn ich dich richtig verstanden habe, besteht deine Art von Gesellschaft, oder so wie du sie verstehst, aus Kommunikationssystemen, nur völlig verschiedenen. Ja, ja. Also, aber gibt es nicht man mehr? Man kann das auch Handlungssysteme nennen oder wie auch immer, das ist ganz egal. Gibt es da nicht mehr als. Was heißt als, mehr? In, in einer Gesellschaft mehr als Kommunikations- oder Handlungssysteme? Zum Beispiel? Weiß ich nicht. Naja, also man könnte jetzt sagen, gehören nicht die Menschen auch dazu? Ja. Das ist natürlich, ich meine, die Menschen, wie, wie tauchen denn Menschen in der Gesellschaft auf? Als, als, als Adressen von Kommunikation, als Attribuierte von Kommunikation. Also man würde, kein Mensch würde doch auf die Idee kommen zu sagen, dass hier nicht zwei Menschen sitzen. Also kein Mensch bei Verstand würde nicht auf die Idee kommen, dass hier nicht zwei Menschen sitzen und man würde auch nicht auf die Idee kommen, dass wenn die Menschen jetzt weg wären, das hier einfach so weiterlaufen würde. Das ist doch gerade das Spannende, dass wir den Menschen nicht als, als, als Träger von Handlungen brauchen, sondern dass die Menschen eigentlich Effekte von Handlungen sind. Also wenn du mich befragst, wer ich bin, ne, dann beschreibe ich das doch im Hinblick auf das, was ich tue, was ich, was ich wie, wie ich erscheine, wie man mir bestimmte Dinge zutraut. So hat die Soziologie angefangen zu sehen, dass das wechselseitige Verhältnisse sind, in denen Menschen als, als bestimmte wahrgenommen werden. Das war eine Riesenkatastrophe, als am Anfang des 19. Jahrhunderts durch, durch starke Veränderungen aus Menschen, die nur Angehörige bestimmter Kasten, Klassen und Schichten waren, jetzt Individuen werden, die individuelle Rechte haben. Schon ändert sich die Position der Menschen. Das war eine Katastrophe im, im klassischen Sinne, weil auf einmal Leute, die vorher hierarchisch Ganz eindeutig an, also anders angeordnet waren, mit einer Gleichheitszumutung reden mussten, die natürlich durch andere Ungleichheitsformen der Gesellschaft wieder, wieder sozusagen konterkariert worden sind. Aber Menschen kommen doch eigentlich nur vor als Adressaten von Kommunikation. Und Kommunikation heißt nicht nur, was ich so sage, ja, das ist alles Mögliche. Also auch, auch wie, ich, wie ich aussehe, wie ich, wie, ich, wie ich handle, wo ich mich befinde, gehört dazu. Jetzt gibt es Leute, die sagen, gehört nicht auch die Natur dazu? Ich, das kann, darüber kann man nachdenken. Bruno Latour ist ein Soziologe, der das stark macht und sagt, die Tasse ist auch ein Akteur, ja, weil sie sozusagen mich dazu ähm, äh, ermuntert, was trinken zu können und, und die, die Lichter gehören auch dazu, weil ohne das wäre diese dieses Setting hier nicht möglich und das Mikrofon ist gewissermaßen eine Bedingung dafür, dass unsere Kommunikation irgendwo anders hörbar ist. Aber ich würde jetzt mal sagen, ob man das dann zur Gesellschaft rechnet, ist die Frage, dass man das zurechnungsfähig macht. Das ist schon so. Ich rede anders, wenn das Mikrofon an ist, als wenn es aus ist. Aber wenn, wenn es das Menschen sind die Adressaten von der Kommunikation, sind dieselben Menschen, die auch Absender. Ja, natürlich. Der, der Kommunikation. Das versuchen wir doch. Wir versuchen doch den ganzen Tag irgendwie kommunikationsaufwerten zu machen. Mhm. Also ich versuche auf deine Fragen zu antworten. Du versuchst mich mit Fragen herauszufordern. Und äh, das Tolle an Kommunikation ist ja, dass es keine Eins-zu-Eins-Verhältnisse sind. Auf deine Fragen gibt es mehrere mögliche Antworten. Auf meine Antworten gibt es mehrere mögliche Rückfragen. Mhm. Das ist doch das Spannende. Kommunikation ist ein offenes Medium. Also, das ist nicht, das ist kein Determinationsverhältnis. Ne? Also, wenn ich jetzt äh, das Glas hier fallen lasse, das ist ein Determinationsverhältnis. Das Glas kann ich sagen, ey Alter, ich habe keine Lust, runterzufallen, ich bleibe jetzt mal hier oben. Aber ähm, bei, einer, bei einer Person, Person, die man zurechnungsfähig hält, gilt das schon. Und wen man für zurechnungsfähig hält, das ist ja gesellschaftlich ganz offen. Das können Blitze sein, das können Götter sein, das können Tiere sein, das kann alles Mögliche sein. Meistens haben wir mit Menschen zu tun. Du meinst vorhin, dass du auch deine Kolleginnen ärgerst. Womit ärgerst du die Leute? Das weiß ich nicht, das muss man die fragen. Mit Ärgern meine ich jetzt. Oder also du bekommst es ja auch äh, immer mit. Ja, also es gibt sehr unterschiedliche Soziologien. Und ich bin jetzt auch m, jemand, der durchaus auch deutlich, äh, deutlich seine Position vertritt. Und das wird sich ja auch den einen oder anderen ärgern. Ja. Gib mal ein Beispiel, womit du dich ärgerst. Also ähm, vielleicht mit dem Gestus, dass ich nicht mit dem Normativen beginne. Das ist, äh, das ist so etwas. So wie es sein sollte. Ja, yeah. das, das, also das ist schon mehr als nur eine Koketterie, das ist schon eine eine Form, das Womit tue ich denn? Nicht. Ich beginne mit, mit der klassischen Frage, was der Fall ist. Also ich, ich, ich will erstmal beschreiben und zwar nicht einfach, man kann ja nicht einfach so beschreiben, ne? Man muss ja, das wissen wir, das wissen wir aus, aus Wahrnehmungstheorien, das wissen wir aus der Bewusstseinsphilosophie, dass die Beschreibung sehr stark vom beschreibenden abhängig ist. Das heißt, der Wissenschaftler und die Wissenschaftlerin gehen hin und fragen sich zunächst mal, wie beschreibe ich mit welcher Methode, mit welchem Tool, mit welchen Begriffen, mhm. mit welchen Formen und äh, je nachdem, wie man Begriffe und Formen ändert oder unterschiedlich macht, kommt auch was unterschiedliches dabei raus. Das ist das Privileg der Wissenschaft und, und ähm, ich würde jetzt mal von mir in Anspruch nehmen, dass ich das relativ transparent mache, von wo aus ich das tue. Wenn man dich so ein bisschen wahrnimmt, das kommt dann auch manchmal so rüber, als ob du dann so ein bisschen, äh, wenn du schreibst, durch deine soziologische Brille so... Die Gesellschaft ist, wie sie ist. Ja. Yeah. Äh, man, man kann da nichts ändern. Nee, das, also der zweiten Satz, der, der stimmt ja nicht. Also, also mein, ich, mein, mein Impetus ist gerade der. Ich meine nur, so, so yeah. kommt's an. Du bist so ein yeah. bisschen so, ach, naja. So ist das Leben halt. Ja, Also wer das so liest, ist faul nämlich sozusagen nicht sehen zu wollen warum man das eigentlich macht. also ich beginne manche dinge. eines der bücher liegt hier auf dem tisch mit der frage warum gelingt es dieser gesellschaft obwohl wir ich meine jetzt das unbehagenbuch mhm. warum gelingt es dieser gesellschaft obwohl wir alle wissen wie die sache mit diesem klimawandel Bearbeitbar ist, also es ist eigentlich eine simple Sache. Ne? Wir müssen den CO2-Ausstoß verringern. Das hört sich erstmal so ja. an als, naja, gut, ist, ne? ist, gar so, so ist gar nicht so. Das schwierig. ist unterkomplex, würde man ist, sagen. Ja, es ist, aber, es ist aber die Wahrheit, ja. Also das, das, das stimmt schon. Das wissen wir. Warum gelingt es nicht? Das zu tun. Und ähm, das ist ja eine ernsthafte Frage. Ne? Also, ich glaube, zurzeit kann man kaum eine ernsthaftere Frage stellen. Und man kann die auch äh, aus didaktischen Gründen individualisieren. Also, ich sage immer das Beispiel, ich sage es jetzt hier auch, der eine oder andere hat schon gehört, ich bin zu klein für mein Gewicht. Ja? Und ähm, ich weiß genau, was man tun müsste, dass sich das ändert. Und das, ich bin jetzt 63, wahrscheinlich bin ich seit 50 Jahren an dem Thema dran, es gelingt nicht. Systeme sind träge als äh, sie sind träge in dem Sinne, dass sie sich sozusagen dass sie stärker wiederholen als disruptiv verändern. Mhm. Und das ist, also das ist keine Entschuldigung dafür, dass sich nichts ändert, sondern das ist sozusagen für mich der Ausgangspunkt, über die Dinge nachzudenken, warum Veränderungen wahrscheinlich selten intentional und disruptiv stattfinden und eher evolutionär. Es ist ganz selten, dass sie, dass sie sozusagen an bestimmten Punkten, zack, Ganz anders sind. Und äh, interessant ist auch, dass die Gesellschaft sich bisweilen um ihre Beschreibungen, also um das, was wir alles über die Gesellschaft reden, gar nicht so richtig kümmert. Ich habe ein kleines Buch mit Peter Felixberger zusammen geschrieben, mit dem ich zusammen und Sibylle Ander das Kursbuch herausgebe. Das heißt Deutschland ein Drehbuch. Wir haben, wir haben da, ähm, das hat, es ist gefloppt, das Buch. Das fand ich ganz interessant, weil es, glaube ich, ziemliche ähm, äh, Widerstände produziert hat. Ähm, ähm, wir haben so Debatten, die gerade laufen, untersucht, ja? mhm. so öffentliche Debatten und haben gezeigt, dass die Rollen ziemlich deutlich verteilt sind. Man konnte genau sehen, wie erwartbar, wer wann was zum Thema sagt. Das ist doch eine demütigende Sache eigentlich. Ne? Das muss man ja empirisch mal zur Kenntnis nehmen. Also das sind Debatten, da ging es um was, nicht irgendwie äh, ob Schalke wieder aufsteigt, also es ist das auch wichtig, aber, aber sondern, 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 also auch unter anderem Palliativmedizinfragen. Also es war damals auch ein Thema ähm, der Strafbarkeit von bestimmten Handlungen von Ärzten oder, äh, oder in der Öffentlichkeit ähm, andere Themen. Überführung ist ja wurscht. Diese Themen haben wir untersucht und haben festgestellt, wie erwartbar die unterschiedlichen Leute ihre Rolle gespielt haben. Übrigens auch wir selbst, ja, also die das Privileg haben, nicht entscheiden zu müssen und deshalb solche Sachen beobachten zu können. Und das ist doch eigentlich demütigend. Das ist ein Hinweis darauf, dass die Leute tun, was sie tun. Wenn wir uns zurzeit die politische Diskussion angucken, dann spielen die Leute so starke Rollen, dass es einem Angst und Bange wird. Also ich mache mir am meisten Sorgen zurzeit politisch darüber, dass die große Mitte-Rechtspartei in diesem Land ähm, auf die Demokratien westlicher Natur offensichtlich angewiesen sind, wie wir das in vielen anderen Ländern kennen, wo diese Mitte-Rechtsparteien, Volksparteien verschwunden sind, sind große rechtsradikale Akteure entstanden. Marine Le Pen ist nur ein Beispiel. Äh, Italien ist nur ein Beispiel mit dem Verschwinden der Demokratia Christiana. Mhm. Ähm, ähm, wo die verschwinden, passiert was. Und die sind alle nach einem bestimmten Muster verschwunden. Nämlich indem die mitte rechtsparteien die rechten Rhetoriken eher stark gemacht haben als schwach gemacht haben. Und jetzt machen die das Gleiche wieder. Das und wohl dumm. wissend, dass, das, dass sie das selber in den Abgrund führen wird. Es ist mir unbegreiflich. Warum tun sie es dann doch? Ja, ich sage ja gerade, das ist doch dieses Warum tun sie es, das ist doch die, die Intellektuelle. Ha, hast, hast, hast du noch nicht Frage, rausgefunden, warum, warum Merz und Co. das machen? Ja, also man könnte Weil, jetzt irgendwie die, die Leute wählen ja das Original, sagt man dann. Äh, Sie wählen sag, das Original, dann lieber also, AFD. Ja, also die Frage ist, was ist es ja durchaus legitim konservativ zu sein, ne? Man kann sich ja die Frage stellen, was bedeutet das heute eigentlich? Also, das kann man sicherlich nicht mehr mit den alten Schiffrin von Nationalität, Konfessionalität, Regionalität und so weiter machen in so einer beweglichen Gesellschaft funktioniert nicht, wie wir sehen. Man könnte vielleicht eher die Frage stellen, braucht man politische Akteure, die ein Verständnis dafür haben, dass Menschen schwächer sind, ja, also Linke würden gerne immer die Menschen stark ansehen, die für gute Argumente, universalistische Argumente zugänglich sind. Konservative würden Menschen eher als als Leute ansehen, die, die die schwach sind und die stark an ihren Routinen hängen. Und das muss man ja ernst nehmen in der Gesellschaft. Und Die Frage ist, wie nimmt man das politisch ernst? Also manchmal würde ich fast sagen, dass dass dass, dass, dass die sich davor drücken, ihre eigene Klientel ernst zu nehmen. Und ähm, ich halte das für politisch wirklich gefährlich. Ja, das, ist, ähm, das, ist ein, das ist ein riesengroßes Problem. Aber der Ausgangspunkt unserer Diskussion war ja, warum machen die das? Sie machen das zum Warum weiß ich nicht, aber nach einem Muster. Das ist, das ist, Im Prinzip können Sie sich genau abgucken, wie in Frankreich eine klassische konservative Partei verschwunden ist und nur noch Marine Le Pen übrig geblieben ist auf der Seite, ähm, weil die genau so agiert haben. Man würde doch denken, das kann man doch irgendwie... Lernen. Biebricher hat ein Buch dazu geschrieben, das heißt bei Sohrkampf dieses Jahr. Hervorragendes Buch, kann man nicht anders sagen. Das heißt Mitte rechts, wo er genau das beschrieben hat und gesagt hat: Das ist ein Muster. Und wenn man die Muster kennt, müsste man doch eigentlich versuchen, davon abweichen zu können. Aber wenn Tun du, sie aber nicht. Aber wenn du halt nur einen Plan hast, dann musst du den Planer weitergehen, egal was du sonst hast. Ne? Also wenn muss Plan, wenn, wenn, nee, muss man nicht. Ja. Aber offensichtlich ist so, wenn Plan A nicht funktioniert, weiter mit Plan A. Ähm, ja, so ist es und, und das, das können wir doch eigentlich an, an vielen so sozialen Situationen erkennen. Also man, man, man kann es ja, man kann ja auch auf kleine Dinge übertragen. Der gepflegte Ehestreit ist meistens ein Wiederholungstool. Also ähm, ich lebe mit meiner Frau jetzt 40 Jahre zusammen ne? und ähm, wow. äh, die die ja länger haben wir nicht geschafft bis jetzt und und ähm, wir streiten uns bisweilen auch und der Streit hat sehr oft Ganz ähnliche Form. Man weiß irgendwie vorher, wer wann was sagen wird. Kennst du vielleicht auch. So Konflikte laufen so ab. Und, und man kommt trotzdem nicht raus. Und so also selbst wenn man innerhalb des Konfliktes sagen würde. Du, du wirst gleich das sagen, ist das nicht unbedingt, ähm, wie soll man sagen, befriedend, weil man das so aussieht, als würde man den Streit nicht ernst nehmen. Das ist doch das Verrückte, dass genau die Sachen passieren. Die Reaktionen jetzt auf, den, auf, den, auf die, auf die Ukraine-Geschichte, die Leute spielen ihre verteilten Rollen, die man, die, man sich, die man sich schon entsprechend vorstellen konnte. Und das gilt jetzt für die Klimawandelgeschichte auch. Das ist doch das Spannende. Es sind oft Akteure, die, wie soll ich sagen, also oft sind es die falschen Akteure, die das Richtige machen müssen. Ich sag da mal, also man kann sich ja ein bisschen fast mit der Geschichte der Bundesrepublik versöhnen, wenn man feststellt, dass das eigentlich immer die falschen das Richtige gemacht haben. Ne? Also das, wahrscheinlich ist es nur Adenauer möglich gewesen, eine Westbindung hinzukriegen. Ja, das war eine fürchterliche Zeit und äh, viel enger, als wir uns das heute vorstellen können. Aber aber einem verunsicherten Bürgertum, das kurz nach dem Faschismus wahrscheinlich auch eher so die Blicke nach Osten hatte, eine Westbindung abzuringen. Das war eine Kunst. Eine Ostpolitik konnte eigentlich nur Willy Brandt machen. Der Politiker, der in Deutschland, der Kanzler, der in Deutschland die meisten nationalen Souveränitäten abgegeben hat, war der Konservative Helmut Kohl. Wenn das ein Sozialdemokrat gemacht hätte, der wäre am nächsten Laternenfall gehangen. Die neoliberalen Und Reformen kam durch Schröder. Kam Schröder. Atomausstieg am Ende ob man durch das Merkel. richtig findet oder nicht, das ist ja interessant, dass das immer andersrum war. Und also Angela Merkel hat in der, in der Flüchtlingssituation die Nerven behalten. Zum Teil. Musste sie das auch erst lernen, aber sie hat die Nerven behalten, was, was, was in dem Milieu nicht einfach gewesen ist. Und, und, und das, das, das ist eine interessante Form, dass womöglich das Unerwartete vielleicht auch von unerwarteten Akteuren kommen muss. Also, warum wird, wird gerade zur Zeit Robert Habeck so angegriffen? Ich meine, das muss man sich ja erstmal erarbeiten, dass alle politischen Akteure, also alle nicht, aber viele, die Grünen für den Hauptfeind erklären. Ich meine, das ist ja, wenn man es genau nimmt, eigentlich ein. In, in die hin, schlechthin. Ja? Also, äh, offenbar scheint da ein Punkt zu sein, an dem es um etwas geht. Und ähm, vielleicht ist gerade deshalb, sind die Akteure die, die das am wenigsten im Moment machen können. Darunter kann man sehr leiden. Aber das ist genau das Problem. Also, ich will damit nur sagen, die Trägheit der Systeme ist nicht einfach nur eine akademische Erfindung, sondern eine empirische Wirklichkeit. Und dann, meine Aufgabe besteht als Soziologe. Und darin, du hast gesagt, man könnte denken, der ist gar nicht an Veränderung interessiert, wie man unter diesen Bedingungen, die man als faktisch beschreibt, eigentlich Veränderung denken kann. Es, es, gab, es gab in einem deinem Buch äh, irgendwie bezogen auf die Corona-Pandemie den Satz, irgendwie, du hast raus, rausgefunden, dass diese Gesellschaft eigentlich nicht regierbar ist. Ja. Das, also, das, das, das könnte auch so rüberkommen im Sinne von, tja, Tino, egal was du wählst. Vielleicht muss man dann klüger regieren. Also, ähm, äh, Hartmut Rosa hat letztens geschrieben an meine Adresse: ähm, Da kommt so ein Systemtheoretiker und der sagt, die Welt ist nicht regierbar. Und dabei haben wir doch im ersten Lockdown gesehen, dass man super durchregieren kann. Ich halte das für ein, für ein schreckliches Argument, weil es eigentlich heißt, also es ist möglich, kurzfristig durchzuregieren. Das heißt, tatsächlich alle Formen von Abweichung einzuschränken. Mhm. Das kann ja nicht das Modell sein, mit dem wir diese Gesellschaft ähm, äh, bearbeiten. Aber. Es ist sozusagen die totale Ausnahmesituation gewesen. Ich habe das damals schon, ich habe mich ja sehr engagiert in der Zeit, ja. Also, ich habe das damals schon gesagt, es kann kaum etwas Unerwarteteres geben als diesen ersten Lockdown. In den späteren Lockdowns hat das ja nicht mehr funktioniert. In dem Moment, in dem die ersten Lockerungen, hat man das genannt, passierten, ist der Motor der Gesellschaft eigentlich wieder angesprungen und, und die Zielkonflikte wurden unglaublich stark. Also, wir haben festgestellt, dass wir selbst in so einer unmittelbaren Bedrohungssituation nicht in der Lage waren, kollektiv zu handeln. Mit, mit 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 merkwürdigen ähm, merkwürdigen Folgen, die das Ganze hatte. Also meine Frage ist dann nicht, dann ist das halt so, sondern genau das Gegenteil. Was kann man eigentlich anders machen? Also meine Utopie, die ich habe, ist. Ja, da kommt dann halt scheinbar bei dir immer so. Ha, Tilo, recht wenig. Nein, nicht recht wenig, sondern anders, als wir uns das so akademisch so nett vorstellen. Also, ich habe mal diese Metapher entwickelt in einem Buch ähm, des weißen Blatt Papieres, Ja, Also, Intellektuelle wie wir, wir setzen uns an einen Tisch und entwerfen uns auf dem weißen Blatt Papier eine Welt, wie sie eigentlich sein sollte. Heute nenne ich das nenne ich das, das Zinnsoldatensyndrom. Also, man stellt sich alternde Generäle vor, vor so einem. Ähm Sandkasten mhm. ja, und die spielen Schlachten nach und können die Zinnsoldaten hinstellen, wo sie sie brauchen, damit die Schlacht so ausgeht, wie sie ausgeht. Wunderschönes Modell. Ich sage, es ist ein bisschen böse, wenn ich das sage, aber ja. so stellt man sich das manchmal vor. Wenn die das machen würden und die das machen würden und die darauf verzichten würden und die ihre Interessen mal zurückstellen und die das machen, dann könnte man eine Gemengelage finden, in der das funktioniert. Leider leben wir in einer Gesellschaft, die gegenwartsorientiert ist. Ein Buch, das ich geschrieben habe, heißt Gesellschaft der Gegenwarten. Das findet gegenwartsorientiert statt. Alle handeln gleichzeitig, unkoordiniert und müssen aber sich aufeinander beziehen. Und dann ist die Frage, wie kann man in einer solchen komplexen Situation... Trotzdem zu angemessenen Entscheidungen kommen. Das ist die Forschungsfrage, die mich interessiert, die ich an kleinen Fällen versuche zu beantworten und die ich auch versuche zu beantworten für so große Fragen wie zum Beispiel die Klimawandelfrage, bei dem man das entsprechend machen kann. Also eine der intelligentesten Fragen ist, wie kann man mit den richtigen politischen Entscheidungen wählbar bleiben? Das ist doch eine. Das ist doch eine interessante Frage. Habe ich mit vielen Politikern und Politikerinnen in der letzten Zeit auch diskutiert. Ähm, die, die sozusagen sich natürlich leicht rausreden können. In der Pandemie hat man das ja auch gesehen, dass Dinge, die notwendig sind, politisch nicht durchsetzbar sind. Und Dinge, die politisch durchsetzbar sind, womöglich nicht die sind, die man im Moment braucht. Aber und die, das ist doch, die, das ist doch eine, eine ernsthafte Frage, über die man sich Gedanken machen aber muss. Aber dich scheint ja, was ich so mitbekomme, dass... Notwendige nicht zu interessieren. Was heißt notwendig? Ja, also zum Beispiel auf den Klimawandel bezogen. Ja. Wir wissen, was das Notwendige ist, was wir machen ja, müssen. Ja, also dagegen sage ich ja nicht, dass das notwendig ist. Ich sage nur, dass der, dass, dass, dass der Schluss von der Notwendigkeit zur Möglichkeit womöglich ein Fehlschluss ist. Also wir sagen, die Dringlichkeit ist so groß, dann muss es doch klappen. Jetzt stellen wir fest, die nee, Dringlichkeit nee, ist müssen, groß. Wir müssen es, wir müssen es tun, aber, ja. aber, aber du winkst ja schon ab. In aber so was eine heißt denn wir, wir tun? Also das sind ja Leute, die etwas tun in dieser Gesellschaft. Also selbst ein Heizungsgesetz das ja nicht die Lösung aller Probleme gewesen wäre, nee. ne? ähm, lässt sich gegen unglaubliche Widerstände nicht durchsetzen. Und dann ist die Frage, muss man das womöglich in Teilen anders machen oder muss man Akteure an einen Tisch bekommen, die feststellen, dass die Weigerung ihre eigenen Möglichkeiten verhindert. Aber woher kommt denn der Widerstand, Armin? Ja, woher kommt der Widerstand? Ich würde sagen aus Trägheitsmomenten, aus Trägheitsmomenten, die entsprechend da sind. Leute, die ähm, zum Beispiel in der, in der, in der deutschen Automobilindustrie äh, jahrelang verschlafen haben, dass Dinge nicht so weitergehen, wie sie weitergehen, weil man Zeitperspektiven von relativ kurzer Zeit hatte und dann weiter den Diesel optimiert, ähm, die haben, ein, also eigentlich haben die gegen ihre eigenen Interessen verstoßen. Das muss man versuchen, den Leuten beizubringen. Das ist sozusagen genau das Problem, um das es geht, das ich gerade meinte. Wir richten uns in Routinen ein, und mhm. obwohl wir wissen, dass sie falsch sind. Und ähm, sorry, also als Wissenschaftler muss ich das doch zunächst mal als, als empirisches Faktum zur Kenntnis nehmen und sagen, es gibt unglaublich viel Gerede über, in dieser Gesellschaft über die Dinge, wie sie stattfinden. Es gibt jetzt eine gesetzliche Vorschrift, dass wir 2045 in Deutschland klimaneutral sein werden. Ja. Ne? Also jeder weiß, dass das nicht gelingen wird. Jeder. Also, es gibt so eine, die Gesellschaft hat sozusagen eine, eine Kommunikation auf so, einer, auf so einer Vorderebene, man könnte sagen, auf einer Vorderbühne, auf einer Hinterbühne. Das kennen wir auch aus Familien, ja. Also, ähm, Familien reden anders, wenn Gäste da sind. Ne? Dann, dann ist alles ganz toll, dann sind die Kinder gut in der Schule und wir verstehen uns ganz toll und wir haben jede Woche tollen Sex und es ist alles ganz wunderbar. Und wenn die wieder weg sind, reden die wieder anders. Und dass sowas Ähnliches findet in dieser Gesellschaft auch statt. Wir haben so eine offizielle Ebene, wir haben jetzt eine, den Willen, dass wir das 2-Grad-Ziel und das 1,5-Grad-Ziel und das 1,0-Grad-Ziel und das 45 klimaneutral Und alle wissen, dass das eigentlich nur Sätze sind, mit denen man über den nächsten Tag kommt. Und die ernsthaftere Frage ist doch, wie gelingt es eigentlich, wirklich Wirkungen zu erzielen? Ja, aber, aber stimmt, stimmt der Satz wirklich, dass jeder weiß, dass wir das, dass wir das nicht schaffen? Weil wenn wir wollen... Könnten wir das schaffen? Ja, aber, aber, also, aber, aber, würde, aber, aber, aber du scheinst in dieser Bubble stecken zu bleiben. Naja, also ist halt so, wie also, es ist. Ich würde äh, sagen, du steckst in der Bubble des Wir-Wollen. Also, wer, wer, wer ist das Subjekt des Wir-Wollen? Das, ja das ist ja eine Abstraktion. Ich habe das vorhin gesagt. Also, das macht den Unterschied von Soziologien aus. Ne? Also, ich würde sagen, die moderne Gesellschaft ist kein Kollektiv, dem man zurechnen kann, dass wir etwas wollen. Ich würde dir ja zustimmen, dass wir das nicht wollen. Also, das Problembewusstsein ist ja mittlerweile da im Sinne von: okay, wir müssen was, müssen wir was gegen den Klimawandel machen. Ja. Äh, nur das Lösungsbewusstsein yeah. ist halt nicht ja. da. Darum, darum gibt es auch Widerstand genau. und so weiter. Genau. Oder die Leute... Ich würde es deshalb vom Wollen, Wollen entkoppeln. Also man kann sich ja mal Gedanken machen, in der Sozialpsychologie gibt es darüber eine ganze Menge Forschung, wie findet eigentlich Verhaltensänderung statt? Wir, die wir sozusagen so, 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 so akademischer sind, die gute Gründe kennen, wir sind so gut, gute Gründelieferanten, wir denken, dass wenn wir den Leuten nur die guten Gründe nennen, werden sie ihr Verhalten ändern. Findet nicht statt. Also ja. wenn man Medizinsoziologie macht, weiß man das ziemlich genau. Ja? Also man geht nicht zu seinem Arzt oder seine Ärztin und die sagen, dann lies doch mal die neuesten Ausgaben der Harvard Medical Tribune. Mhm. Da steht drin, was du hast und was du eigentlich machen musst. Funktioniert mhm. nicht. Ein guter Arzt und eine gute Ärztin werden immer hingehen und sagen, wir brauchen Lösungen, die in deinem Alltag funktionieren. Das sind vielleicht nicht die optimalen Lösungen, aber in deinem Alltag funktionieren. Und ich glaube, dass wir Verhaltensänderungen in der Gesellschaft nur hinkriegen, wenn wir Formen und, und ähm, und äh, wie soll man sagen, also Gesetze ist vielleicht jetzt irgendwie die falsche Form, neue Routinen bekommen, mhm. in denen die Menschen feststellen, die funktionieren auch. Also wann, wann lässt man das Auto zu Hause, wenn die Alternative funktioniert? Damit meine ich jetzt nicht funktioniert, dass die U-Bahn wirklich fährt, sondern dass sie, dass sie sozusagen in den Alltag integrierbar ist. Wir haben doch, wir haben doch viel in der Gesellschaft verändert. Also wenn man sich allein die Sozialstandards ähm, an Arbeitsplätzen anguckt, ähm, die sie haben sich in den letzten Jahrzehnten total verändert. Ne? Sicherheitsstandards, äh, Schutzmechanismen, äh, Präventionsformen und so weiter. Es gab immer Akteure, die haben gesagt, wenn wir das jetzt einführen, sind wir auf dem Weltmarkt nicht mehr nicht mehr konkurrenzfähig. Hm. Mindestlohn, ja. Wir erinnern uns daran, wie viele Arbeitsplätze der Mindestlohn äh, kosten sollte. Ich glaube, irgendjemand hat mal mehr Arbeitsplätze genannt, als es überhaupt gibt. Also das ist totaler Bullshit. Und dann findet man Formen, in denen man offensichtlich damit umgehen kann. Und so würde ich sagen, funktioniert auch der Klimawandel. Ich, äh, ich, ich äh, finde, eine der klügsten Akteurinnen auf diesem Gebiet ist, ähm, ist äh, 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 Luisa Neubauer die ich auch ein bisschen kenne, die inzwischen ihre eigenen Bewegung ins Stammbuch schreibt. Ihr werdet feststellen, dass sich die Verhaltensänderungen der Menschen nicht über die großen Formen des Wollens, sondern über die kleinen Formen des Könnens in bestimmten Situationen einstellen werden. Die Lebenslüge, dass das alles ohne Gebote, Verbote Einschränkungen funktioniert, die müssen wir sowieso fahren lassen. Also meine, die schlimmsten sind im Moment die, die jede Art von Regulierung gleich für eine Illiberale Form, der, 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 wie soll man sagen, der Freiheitseinschränkung halten. Diese Gesellschaft ist schon voll davon. Es gibt viel mehr Sachen, die ich nicht machen darf, als die ich machen darf. Ja, also, ich darf dir zum Beispiel, wenn mir eine Frage von dir nicht passt, keine Ohrfeige geben. Das ist total verboten. Ist das dadurch eine Verbotsgesellschaft? Doch wahrscheinlich nicht. Und die spannende Frage ist, ob es uns gelingt, sozusagen Formen zu entwickeln, die im Alltag der Leute funktionieren. Da kann man viel lernen aus, Verbesserungen, die es in den letzten Jahrzehnten in vielen Bereichen der Gesellschaft gegeben hat, die dann lebbar geworden sind. Ich würde zum Beispiel die Palliativmedizin als ein schönes Beispiel nennen. Die, es gab nichts Hochunwahrscheinlicheres als das für ein Medizinsystem, wie wir das kennen. Und es hat sich sozusagen in dieses System hinein diffundiert. Und so ähnlich müssen wir wahrscheinlich auch damit umgehen. Es ist übrigens etwas, was zu den Konzepten gehört, die, die Robert Habeck auch stark gemacht hat. Die haben jetzt natürlich Pech, dass, dass die Dinge sich jetzt so. Äh, 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 darstellen, jetzt auch mit dem Ukraine-Krieg und so weiter, mit den Energiefragen. Hm. Aber das ist sozusagen diese Idee gewesen, dass diese Transformation nicht einfach durch ein gemeinsames Wollen stattfindet, sondern dadurch, dass es im Alltag gelingt. Wär, Dazu will ich beitragen. Das wäre schön gewesen, wenn wir damit vor 50 Jahren oder so angefangen hätten. Das wäre schön gewesen. So, dann, dann hätte man das nämlich über Jahrzehnte implementieren genau. können, dass genau. das, äh, man lernt, das in ja. den Alltag zu integrieren, ja. Alternativen, die ja. funktionieren. Ja. ja. Man, oh. man, man hat es geschafft, sich gegen gewisse Kapitalinteressen, ja. die ganz klar das Interesse haben, dass diese Alternativen nicht funktionieren. Beim Beispiel Auto, ne? was ist die Alternative zum Auto, ÖPNV und so weiter? Es gibt dann Kapitalinteressen, die sagen, wir tun halt alles dafür, dass, es, dass die Bahn nicht funktioniert, dass es keinen äh, anständigen ÖPNV und so weiter gibt, äh, und dann setzen die politischen Interessen das durch. Jetzt sind wir aber in einer anderen Situation. Aber das ist, das ist wieder ein schönes Beispiel es, es, für es, das, was ich es, vorhin beschrieben habe. Denk an die Pandemie, an die beiden Sommer 2020 und 2021. In beiden Sommern, also jetzt kleinere Zeitperspektiven, mhm. in beiden Sommern wusste man, dass ein Herbst kommt. Das ist seit Jahrtausenden eine Erfahrung, die man so macht, ja? dass nach dem Sommer der Herbst und der Winter kommt. Und man wusste auch, dass die Zahlen steigen werden, dass man bestimmte Dinge vorbereiten müsste. Erinnerst du dich an die Diskussion um Lüftungen in Schulen? Mhm von dem man gesagt hat, dass sie viel Geld kosten, ein, ein, einen kleinen Schiss hätten die gekostet. Eigentlich fast gar nichts. Aber es war sozusagen in den Sommern fast nicht möglich, dieses Thema stark zu machen. Ich habe mit den, mit den Akteuren, die, um die es ging, allen zu tun gehabt. Und die haben alle abgewunken. Jetzt warten wir erstmal ab. Weil da, damit kann man politisch im Moment nichts gewinnen. Die Leute sind draußen im Juni, es ist schönes Wetter im August, in dem Urlaub, es ist alles ganz wunderbar und die wollen jetzt nicht belästigt werden mit diesen Fragen. Und dann hat man es noch nicht mal im Hintergrund Vielleicht, vielleicht haben wir dann auch gemacht. Scheiß Politiker, die sich nicht trauen, da, äh, das trotzdem zu thematisieren. Vielleicht, vielleicht. Vielleicht. Diejenigen, die es versucht haben, sind auf ziemliche, ziemliche, äh, ziemlich Granit gebissen. Das hat leider stattgefunden. Jetzt sagst du, wir hätten vor 50 Jahren hätten wir. Aber eine der Schwächen der Demokratie besteht ja. darin, dass wir sozusagen mit kleinen Zeitperspektiven arbeiten, in denen es nicht funktioniert. Das Problem ist nur, dass die Alternativen, die längere Zeitperspektiven hätten mit den Gegenwarten zu tun haben, ihre Herrschaft aufrechterhalten zu müssen. Das ist ein, echtes, ein echter Defekt dieser Gesellschaft. Wir, wir hätten vor 50 Jahren schon einleiten können, dass wir ein anderes Arten von Wirtschaften, äh ja Weil ich mein, es ist, ich hier Also eine andere Art von Industrie in der Tat. Also es hätte eine andere Form. Ja, die, die, die energetischen Formen, die wir kennen, im Übrigen auch mit, 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 mit Folgen, mit geostrategischen Folgen. Ja. Also vieles von dem, was wir also im von uns aus gesehenen Nahen Osten äh, erleben, übrigens auch Islamismus und ähnliche Geschichten sind durchaus mit ein Ergebnis, ähm, sagen wir mal, eines, 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 eines Weltwirtschaftssystems, das natürlich sehr stark auf, auf Rohstoffe angewiesen war, die dort billig herzukriegen sind. Ja. Auch das ist etwas, was man damals durchaus wusste, was aber in dieser Form nicht stattgefunden hat. Ich würde, das mit den Kapitalinteressen ist interessant. Ich würde ja sagen, dass die dümmsten Kapitalisten die sind, die ähm, diese mittelfristigen und längerfristigen Perspektiven nicht haben. Wir sind in Deutschland, gibt es interessante Forschung bei den Betriebswirten dazu, äh, ganz interessant, dass die nachhaltigsten Formen von Unternehmertum tatsächlich in den Familienunternehmen stattfinden, die eine andere Zeitperspektive zum Teil für die Unternehmen haben. Warum? weil sie sozusagen emotional gebunden sind an die Familie, die da entsprechend stattfindet. Hochinteressant eigentlich. Ähm, man könnte ja fast sagen, dass der Kapitalismus, den man in Großunternehmen und Konzernen hat, gar keiner ist, weil diejenigen, die entscheiden, äh, gar nicht mit dem Kapital zu tun haben, um das es da im Ganzen geht. Das ist eigentlich eine interessante Frage. Ich habe das mal ganz böse in einem Vortrag genannt. Vielleicht muss man mehr Kapitalismus wagen, wenn das Risiko, das man eingeht, ein eigenes Risiko ist. So war es mal gedacht, okay, okay, okay. als man äh, darüber im 19. Jahrhundert nachgedacht wenn, hat. Wir, wir sprechen immer von menschengemachten... Klimawandel. Ja. Wenn du, wenn du dich aber beschäftigst, was der Mensch da gemacht hat, ja. damit es zu so diesem Klimawandel kommt, ja. dann ist es ja, ich habe ja genug äh, Klimawissenschaftler, Ökonomen, die, sich, ja. die den Klimawandel wirklich ernst nehmen, ja. ist ganz klar die globale Industrialisierung. Wir okay. in Europa haben früher angefangen, der Rest der Welt hat nachgeholt, okay. das kapitalistische <laughs> Wachstums, äh, dieser kapitalistische Wachstumszwang ist seit Jahrzehnten ja. ein Eingiebig. Wir hätten vor 50 Jahren damit schon anfangen können, einen quasi den neuen Motor in unsere Gesellschaften einzubauen. Yeah. Äh, das haben wir nicht gemacht. Yeah. Wir müssen es aber jetzt trotzdem machen, sonst. Gut, äh, ja. äh, das ist eine zutreffende Beschreibung. Sonst ist eine Katastrophe. Und dann kommst du. du also, ich habe hier 2017, du hast den Satz aber schon öfter mal gesagt. Äh, okay. da hast du hast gesagt, die linke Idee des Umbaus der Gesellschaft bei laufendem Motor lebt fort. Und du, du hast das in, in abgewandelter Form immer wieder gesagt. Ja. Das heißt doch übersetzt, dass wir erst eigentlich wirklich einen Umbau, der notwendig ist, erst hinbekommen, wenn wir das Auto gegen die Wand gefahren ja, haben. Die, die Metapher des Umbaus tut so, als hätten wir es mit einem Objekt zu tun. Dass wir sozusagen jenseits seiner Operationen bearbeiten können. Wir können sie nur während dieser Operationen bearbeiten. Das ist das Problem. Also, man kann sich vorstellen, dass die Dinge anders laufen. Also, es ist immer unglaublich leicht zu sagen, äh, der Kapitalismus hat das hervorgehoben. Zunächst war es nicht der Kapitalismus, sondern die Produktionsweise. Also, marxistisch gesprochen wird man sagen, nicht die Produktionsverhältnisse, sondern die Produktionsmittel. Ich glaube, den Satz hat hier schon mal äh, Heinz Bude auch gesagt, so ähnlich. Ne? Ich glaube, der, der sieht das ganz ähnlich. Also, das ist zunächst mal das Problem. Ich meine, das, das Interessante an diesen CO2-Geschichten ist ja, also menschengemachten CO2-Geschichten, ist ja, dass wir zurzeit Nebenfolgen von Erfolgen gewärtigen. Also man muss ja feststellen, dass, dass wir sozusagen äh, Wohlstandsproduktion, ähm, kulturelle Produktion, Gesundheitssysteme, Hygienesysteme Urbanität, die funktioniert, Mobilität, die funktioniert, das ist ja alles zunächst mal etwas, was sehr produktiv gewesen ist. Und das produziert Kosten. Und das ist eigentlich dieses, diese, die Schrecklichkeit dieser ganzen Geschichten, dass wir eigentlich unter unseren Erfolgen zu leiden haben. Da darf ich nochmal die Parallele zu dieser Palliativgeschichte machen. Ne? Also die Erfolge der Medizin haben zu Fragen geführt, die es vorher nicht gab. Und das haben wir jetzt auch. Und jetzt müssen wir sozusagen innerhalb dieses Systems. Also, das ist jetzt nicht dieser Systemtheorie, Systembegriff. Innerhalb dieser Gemengelage feststellen, dass sich diese erfolgreiche Form umstellen muss. Und jetzt ist die spannende Frage: Also, wir haben zu viel, zu viel Wachstum im Sinne von CO2-Ausstoß gehabt. Also, Wirtschaftswachstum hieß automatisch mehr CO2-Ausstoß. Heißt es immer noch heißt es immer noch. Wie kann man das entkoppeln? Das ist die spannende Frage. Also wie kann man, wir brauchen ja sozusagen wirtschaftliche Potenz. Also man braucht wirtschaftliche Potenz. Das ist die spannende um neue Frage Lösungen nicht, kann man das entkoppeln? Das ist die spannende Frage, von der alles abhängt. In der Tat. Und, und das scheint glaube, ja, und bisher, ist die, bisher ist die Antwort nein. Also die Antwort ist bis jetzt jein, sagen wir so. Nein, bisher es gibt, ist die Antwort nein. Es, es gibt, gibt leichte, leichte Erfolge und es gibt große Misserfolge. Es gibt relative Entkopplung. Es gab bisher noch keine absolute Entkopplung. Eine absolute Entkopplung gibt es noch nicht. Nein. Und darum ist die Antwort bisher nein. Bisher nein. Und sollten wir nicht mit den Mitteln arbeiten, die wir bisher haben, um, da, um damit die Katastrophe ja, ja, zu verhindern? Also fällen? dann, dann schlagen wir mal andere Mittel vor. Das ist ja die spannende Frage. Also das ist ja das, was mich interessiert. Wir können jetzt sagen, wir brauchen dafür ganz andere Mittel. Aber die spannende Frage ist doch, dass das Mittel sein müssen, die da sind. Also wir können doch nur mit der Gesellschaft umgehen, die ja. existiert. Wenn, du, 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 du sagst ja auch bei Kapitalismus, ja, Kapitalismus hat ja viele Erfolge, global, keine Frage. Aber wenn, der, wenn alles, was dagegen steht, der Untergang der Menschen in Zivilisation ja. ist, ja. dann kann dein gefeites System doch nicht so doll sein, oder? Also es ist nicht mein System und ich feiere das nicht. Das verteidigst nicht. du aber. Nee, ich verteidige das nicht. Ich beschreibe das als existent. Also die verteidigen kann man es ja nur dagegen, dass es tatsächlich im Moment handhabbare Formen gibt, die das außer Kraft setzen. Mhm. Und auf der Suche danach bin ich. Ne, man kann sich vorstellen, also man könnte sich vorstellen, also wenn man vom Kapitalismus redet, dann soll man von seinen Alternativen nicht schweigen. Ne, da müsste so. man sagen, also die, was wäre die Alternative dazu? Die Alternative wäre dazu eine, ähm, nicht durch Kapital, sondern durch Staatsform gelenkte Form der Produktion. Oder es wäre eine, bei der man Eigentumsverhältnisse im Hinblick auf ähm auf, äh, soll man sagen, Verwertungsinteressen anders organisiert, die es übrigens innerhalb des Kapitalismus gibt, genossenschaftliche Modelle zum mhm. Beispiel. Ich bin ein großer Freund etwa davon, sich die Frage zu stellen, nicht so idiotisch, wie wir das über Jahrzehnte gemacht haben, ist eigentlich mehr oder weniger Staatstätigkeit. Gut, das ist die alte Diskussion. Ja? Die Liberalen sagen, je mehr Staatstätigkeit, desto schlechter. Und dagegen sagt man dann, wir brauchen mehr Staatstätigkeit im Sinne von Dirigismus. Ja. Ich glaube, dass es eine dritte Möglichkeit gibt, sich die Frage zu stellen, welche Staatstätigkeit wie kann man bestimmte Formen, die angemessen sind, durch staatliche Intervention attraktiver machen als andere? Du Daran noch, trauen du, sich die Leute nicht ran. Aber du bleibst das immer noch in deiner Kapitalistischen. Nein, ich bleibe Denkweise. nicht in der kapitalistischen Form, ich bleibe in der Form einer Gesellschaft, wie sie existiert. Ich meine, ich bin ein Wissenschaftler. Ich muss davon ausgehen von den, von den Verhältnissen, die da sind. Und ich muss davon ausgehen, dass sich diese Verhältnisse nicht auf Wunsch so ändern. Das ist das Zinssoldatenproblem, das ich gerade genannt habe, zu sagen: Also, jetzt, jetzt, jetzt stellen wir das mal ganz um während des Betriebs und stellen fest, wie die Dinge funktionieren. Ja. Also diese Alternative hat mir noch niemand genannt. Aber wir haben doch gar keine Wahl, außer im Betrieb, wie du es nur sagst, außer ja. ist die Gesellschaft. Oder die globale Gesellschaft kein Auto. Aber weil du ja irgendwie Autoschrauber warst, äh, denkst du vielleicht irgendwie. In, aber die Metapher des Motors äh, ist gar nicht falsch, ja. Also den Keilriemen zu wechseln bei laufendem Motor, also bei Elektromotoren gibt es bald ja, aber, keine Keilriemen mehr, ist aber, aber, unmöglich. Aber, aber, aber dann ist doch die Alternative, in deinem Bild zu bleiben, dass wir gegen die Wand fahren. Und gegen Nein. die Wand fahren heißt die, Kat die globale das Katastrophe. Doch, das ist doch jetzt total linear gedacht. Das ist absolut linear gedacht. Das ist sozusagen so gedacht nee, zu denken, rein, dass na, wir na, die rein Dinge. Logisch. Wenn, 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 nach einer linearen Logik in der Tat. Also, dass man sozusagen sagt, wir, wir prolongieren jetzt einfach, was passiert und müssen eigentlich fragen, wo sind die Abweichungsmöglichkeiten eines, einer, einer Wirklichkeit, nicht eines Modells, mit dem wir leben. Das ist sozusagen auch innerhalb der Soziologie eine interessante Frage, ob man die intellektuellen Kapazitäten hat, darüber nachzudenken, dass die Theorie funktionale Differenzierung kein politisches Programm ist, sondern eine empirische Beschreibung. Das macht die Dinge. Sehr unterschiedlich. Also wenn es ein Programm wäre, könnte man sagen, jetzt machen wir mal ein anderes Programm. Die spannende Frage ist, ob man innerhalb einer solchen Gesellschaft in der Lage ist, abzuweichen von Pfaden, die da sind. Einer der Pfade, vielleicht der wichtigste im Moment, ist der des CO2-Ausstoßes. Es gibt noch ein paar andere. Ja, wie wird sich die Veränderung der Wertschöpfung, das ist ebenso wichtig, die Veränderung von Wertschöpfung durch digitale Formen die digitale Formen des Ökonomischen auswirken auf die Kontinuität von Lebensformen. In der Industriegesellschaft mhm. konnte man das gut parallelisieren. Mhm. Wird das so weitergehen? Welche Bedeutung wird Sozialpolitik in dieser Form bekommen, die in der klassischen Industriegesellschaft eine Reparaturform war für Leute, die zwischendurch rausgefallen sind, weil man davon ausging, dass diese Kontinuität durch das Modell, das da war, abgesichert ist? Das wird in Zukunft so nicht mehr sein. Und äh, wir werden auch zu der Frage kommen, was sozusagen kollektive Akteure sind, die man zumindest politisch simulieren kann, wenn Staaten diese Form von, von Autonomie noch nicht mal mehr simulieren können, die man braucht, um demokratisch über Dinge zu entscheiden. Also das sind ja alles Fragen, die würde ich vom, vom Rang her so ähnlich relevant halten wie die Frage der CO2, des CO2-Ausstoßes. Und auch für die gibt es nicht die Antworten zu sagen, na dann machen wir das halt mal anders. Weil der Satz schon die logische, logische Problematik enthält, dass es dieses Wir als handlungsfähige form nicht gibt. das ist jetzt eine interessante erfahrung die die studierende der soziologie die sehr engagiert sind tolle leute also ich mache das ja jetzt seit mehreren generationen von studierenden ähm, erfahren dass sie sozusagen mit diesem impetus kommen und dann feststellen müssen dass man dieses wir stark dekonstruieren muss um festzustellen dass mit dieser komplexität sehr schwer umzugehen ist. ich glaube dass man mh, diese überlebensfrage als eine sehen muss die, die man politisch aus der Ecke rauskriegen muss, zu sagen, das ist euer Problem, was ja, was ja Leuten, die das nicht wollen, total gut gelingt. Das ist, als wäre quasi diese, diese, diese ökologische Frage oder die Klimafrage so eine Art Privatvergnügen der Grünen. Ich übertreibe jetzt ein bisschen. Das ist unglaublich gut gelungen äh, und das wird den Laden natürlich vor die Wand fahren. Das ist keine Frage. Also im Übrigen, Arbeiten die Leute alle mit den, mit den Konzepten, die sie im Kopf haben? Ja? Also, liberale, starke liberale Libertäre würden wahrscheinlich hingehen und sagen: Wir machen alles über die CO2-Bepreisung. Es ist auch gar kein schlechtes Modell. Es hat aber Nebenfolgen, die schwer kontrollierbar sind, wenn man nur darauf setzt. Also, ich würde sagen, das ist ein Instrument, mit dem man durchaus arbeiten kann. Aber das ist sozusagen etwas, was auf anderer Seite in der Gesellschaft wieder Probleme produzieren wird. Und wenn man die löst, ist die Frage der CO2-Bepreisung wieder weniger, äh, weniger, wie soll man sagen, wirksam. Mit solchen Formen haben wir es permanent zu tun. Du wünschst dir ja als Soziologe, beziehungsweise aus deiner Sicht, du. Willst dir den Status quo angucken? Also so, naja, so, 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 so ist eine es. Eine empirische jetzt. Wissenschaft muss ich den Status quo angucken. Also jetzt jetzt betonst du beim Klimawandel immer äh, das CO2. Ja. Das ist ja dann reichlich unterkomplex. Also, ich habe einfach nur mal äh, aktuelle Nachrichten vom Potsdam Institut für Klimafolgenforschung. Der Toler Toleranzbereich der Erde ist ausgereizt. Die Menschheit hat mittlerweile sechs von neun planetaren Grenzen überschritten. Und planetare Grenzen überschreiten heißt, dass der Mensch nicht mehr im sicheren Bereich sich bewegt, wo es keine Gefährdung mehr für das Ökosystem Erde ist. Und da ist halt der Klimawandel, wo wir schon das über das Dreifache sind, nur ein, ein Punkt. Also das CO2 ist nur ein Problem unserer Wirtschaftsweise, wie wir den Planeten zerstören. Die verschmutzung der Chemikalien ist eine weitere planetare Grenze. Das Ozonloch. Eine Nebenfolge davon, Aerosol ja, in, der in der Atmosphäre, Versauerung der Erde, Phosphor und Stickstoffkreislauf, Süßwasserverbrauch, Abholzung und andere Landnutzungsveränderungen und der Verlust von ökologischen Funktionen. Das ist ja der Status quo. Wir, sind, wir haben bei sechs von neun haben wir schon die Grenzen überschritten. Also die, selbst wenn wir das mit dem Klima, also mit dem CO2-Ausstoß hinbekommen sollten. Was, was wo, wo wir gerade festgestellt haben, ja. bisher haben wir das noch nicht ja. noch nicht mal die Frage mit Ja beantworten können. Haben wir die anderen acht Probleme immer ja. noch? Biodiversität wäre übrigens noch eins, das womöglich noch. Verlust von ökologischen ist. Funktionen, ja. ja. Das sind wir da. Ja, also ich meine, das, also dem, dem widerspreche ich nicht. Ich kenne das alles. Im Gegenteil. Ja? Natürlich widerspreche ich dem nicht. Das macht doch die Sache das besonders drastisch. Aber das ist ja die Folge dieser anderen planetaren Grenzen, die wir auch überschreiten, ja. auch unseres Wirtschaftens. Also, ich meine, da könnte ich jetzt sagen, na ja, also du interessierst dich nur für den Status quo. Also, das ist alles sehr bedrohlich. Ja, genau, nee, Ich, 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 ich interessiere mich für die Zukunft, weil ich habe dich ja vorhin verstanden, du interessierst dich für Stoppregeln. Ja. unserer Gesellschaft. Ja. Aber die Stoppregel bei unserer, bei unserem Wirtschaften interessiert dich offenbar nicht, weil du bei sagst, was? Geht, geht, wie wir wirtschaften. Ja. Das kapitalistische Wirtschaften, worüber wir reden, was die Folgen? Naja, ich interessiere mich dafür, dass man beschreiben kann, dass es kein Zufall ist, dass all diese Systeme keine internen Stoppregeln haben. Das ist doch, also die die, die Diagnose besteht nicht und, darin und die zu sagen. Und kannst du dann auch nicht, kannst du dann nicht vielleicht formulieren? Vielleicht, also vielleicht ich, müssen die ich, diese ich kann ich kann die formulieren. Haben? Ich kann zum Beispiel sagen, Leute wollt etwas anderes. Und dann tut es auch entsprechend. Und wir wissen aber, das tut mir leid, das ist leider Ergebnis von Forschung, ja, zu sehen, dass bestimmte ökonomische Dynamiken davon abhängen, dass Anreize so sind, wie sie sind. Wir haben unfassbare Fehlanreize im ökonomischen System. Die sind politisch zum Teil hergestellt. Die muss man ändern. Ja, also diese CO2-Bepreisung ist ja nur so ein ganz kleiner Teil davon. Ja, also der ökonomische Anreiz. CO2 zu sparen ist relativ gering. Interessanterweise ist es so, dass mh, mit der Stromknappheit und dem Strompreis, wie wir zurzeit haben, in der Industrie eine größere Bewusstheit dafür da ist, wie endlich diese Ressourcen sind. Das Modell, das wir ja hatten äh, mit dem russischen Gas, das relativ billig war, nicht nur relativ billig war, mhm. das sehr billig war, war tatsächlich, dass es bestimmte ökologische Handlungsformen in die Länge gezogen hat. Also wenn man der Ära Merkel eines ins Stammbuch schreiben kann, dann ist es nicht nur eine günstige Energie ähm, äh, ermöglicht zu haben. Ne, also hat schon vorher angefangen, diese, diese Strategie Russlands, übrigens eine Strategie, die ziemlich gut aufgegangen ist, mhm. äh, sondern, sondern damit auch verhindert zu haben, bestimmte Formen, etwa erneuerbarer Energien, tatsächlich entsprechend einzusetzen. Du hast es vorhin selber gesagt, ja? Also man hätte damit früher beginnen müssen. Das Problem ist, dass die Anreizstrukturen so sind, dass das früher Beginnen mit Problemen zu tun hat. Angela Merkel würde zurzeit sagen, wenn ich 2014, als, ähm, als die, die, die Krim annektiert worden ist, das gemacht hätte, was man jetzt tun muss oder tut. Nämlich äh, auf das russische Gas zu verzichten und auf andere Energieformen umzustellen, wären alle Akteure, die es gibt, auf mich, äh, hätten mir auf den Kopf gehauen. Die Arbeitgeber, die Gewerkschaften, die Öffentlichkeit, äh, die privaten Haushalte, weil sie sozusagen jetzt in der Lage sind, das einem bösen Aggressor zuzurechnen, während man es vorher einer eigenen Handlung zurechnen musste. Also der Soziologe beschreibt sozusagen die Gemengelage, wie die Attribution von Verantwortlichkeiten funktioniert. Aber wir wollen immer genau sein. Wir bekommen jetzt kein russisches Öl mehr, obwohl es jetzt auch schon wieder. Äh, bekommen wir, aber über Umwegen. Über Indien, ja, ja, ja. Na klar. Aber wir haben ja keine anderen Energieformen. Wir, äh, Im Moment wir, nicht. Wir holen uns einfach anderes, andere Arten von Gas und. Äh, und Atomstrom. An, anderes Öl. Aus Frankreich zum Beispiel. Ich glaube, Frankreich bekommt mehr Strom von uns als andersrum. Mhm. Aber wenn du sagst, früher Beginn hat mit, hätte mit Problemen, wäre mit Problemen begonnen, äh, Je später wir beginnen, desto größer werden noch die Probleme. Ja, also du tust immer so, als sei der deskriptive Satz eine Rechtfertigung. Es geht nicht um Rechtfertigung, es geht um Beschreibung der, der Gemengelage. Also ich habe das doch vorhin gesagt, das hört sich irgendwie bei nicht dramatischen Sachen sympathisch an, zu sagen, ja. Systeme sind träge, sie gewöhnen sich an ihre eigenen, an ihre eigenen Routinen, so zum Teil sogar gegen die Intentionen aber von Handelnden. Und dann stellen wir fest, es ist tatsächlich so. Da stimme ich dir zu, aber ist die Trägheit der Systeme die dann offenbar zum Untergang dieses ganzen Systems führt. Weil das ist jetzt... Ja. Das, ist jetzt das, äh, das ist ja auch nicht ausgeschlossen. Das scheint die wissenschaftliche Realität äh, ja, zu sein. Das wenn, ist wenn, nicht wenn, ausgeschlossen. Dann ist doch dieses System am Arsch und scheiße das weiß ich nicht also ich, ich, ich würde weder sagen dass es, dass es am arsch ist noch dass es super ist sondern zunächst einmal ist das der mechanismus den man verstehen muss Klar. wenn man überhaupt sich die gedanken machen will wie man das ändert und wir kennen doch wir kennen doch sozusagen alle möglichen abwehrmechanismen die damit zu tun haben ja also mit der abwehrmechanismus zum beispiel wir sind nur zwei prozent der weltbevölkerung also selbst wenn wir völlig ne, du kennst ja. diese argumente Klar. oder äh, und so weiter und so weiter mhm. wir können jetzt nicht auf kosten äh, einer ideologie des grünen sowieso es dies und das machen. Wir müssen auch an den sozialen Frieden im Land denken. Wir müssen an die Demokratie denken, die uns nicht auseinanderfliegen darf und so weiter. Spannenderweise sind das ja Formen, die auch sehr erwartbar sind und die jeweils für sich sogar wie soll man sagen aus bestimmten akteursperspektiven durchaus eine entscheidende rolle spielen das ist gar keine frage wir haben jetzt eine koalition von der die sich vorher als, als fortschrittskoalition war glaube ich der, der, der versuch zu sagen unterschiedliche akteure die an diesen dingen arbeiten wollen selbst die kriegen das untereinander nicht hin sich wechselseitig zu gönnen dass man womöglich an irgendeinem punkt weitermacht wobei einer der akteure offensichtlich gar kein interesse daran hat irgendetwas äh, da zu erreichen. als wir vorhin beim thema sterben waren hm? hast du gesagt wir als menschen als Gesellschaft haben ein Bewusstsein habe ich mir aufgeschrieben, ein ja. Bewusstsein, dass die Dinge nicht unendlich weitergehen. Ja. Aber offensichtlich, offensichtlich beim Thema Wirtschaft, und das ja. ist jetzt egal, ob es FDP, SPD, CDU, AfD, Grüne sind, ja. alle haben ja. zumindest nicht kommunikativ. Ne? Ja. das interessiert dich ja? ja bisher nicht das Bewusstsein. Ja, genau. Also das ist ein Problem. Das, das ist ja das Problem, das ich beschreibe. Und ich frage also, mich, ob du das Bewusstsein hast. Ich habe das Bewusstsein, aber meine Aufgabe ist zunächst einmal zu beschreiben, dass dieses Nicht-Bewusstsein haben nicht einfach zufällig entsteht, mhm. sondern dummerweise tief eingeschrieben ist in die Geschichten. Also ähm, ähm, aber das ist doch, also, macht, also ich bin ja ein bisschen jünger, hast du schon festgestellt? Das macht mir Angst. Das ist das ist doch tragisch. Ja natürlich ist das tragisch. Also, ich, ich, also deswegen vielleicht, ich vielleicht, doch hier. vielleicht erlebst du das nicht mehr, aber ich, ich werde das wahrscheinlich erleben, wie die Welt dann irgendwie äh, brennt. Das äh, ist durchaus denkbar. Ja, das ist denkbar. Weil Boomer deine Boomer-Generation das Bewusstsein nicht hat, dass die Dinge eben nicht mehr unendlich ja. weiterlaufen. Dass wir nicht mehr ja, jetzt fängst du auch wachsen, wieder mit wachsen. Bewusstsein und Wollen und Wissen und so weiter an. Also, ich meine, da, da würde ich jetzt wieder, sagen wir mal, als Soziologe antworten. Mir mhm. ist mal ganz anders, wenn, 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 wenn diese Theorien nicht passen. Äh, eine, eine der schönsten, die, die ist von Alfred Schütz, der wunderbar beschreibt, dass selbst in Ausnahmesituationen Idealisierungen des Es geht immer weiter, der Kontinuität, der Reziprozität von Perspektiven, das heißt, dass wir so dass die Idee haben, dass eigentlich doch alle irgendwie gleich auf die Welt gucken, dass das sich durchsetzt gegen radikale Disruptionen, die da sind. Das ist doch, also das ist doch, das muss man doch einfach zur Kenntnis nehmen, dass das das Grundproblem ist. So, und ich wiederhole jetzt nochmal. Da, wie da sind wir uns ja man, da, Wie kann man ernsthaft damit umgehen. Also wie, wie kann man ernsthaft damit umgehen, dass sozusagen selbst die, die Diagnosen, die du gerade hier also als Papier herausgezogen hast und von denen es noch ganz andere gibt ähm, und die auch Gar nicht strittig sind. Ja, also man kann nicht ernsthaft sagen, das ist irgendwie übertrieben oder das gilt nicht. Das ist alles. Also wer, wer, wer das behauptet, möchte unbedingt das Gegenteil behaupten. Das ist nicht strittig. Das ist ganz selten, dass man in der Wissenschaft eine Situation hat, wo man sagen würde, das ist nicht strittig. Warum, so fängt mein Unbehagenbuch an, warum sind die Kapazitäten trotzdem nicht da, genau das zu tun. Obwohl es genügend Leute gibt, die das wollen. Es gibt auch genügend Leute, die das nicht wollen, das ist schon richtig, aber die das wollen. Also für mich ist das ein, äh, das Grundthema im Moment. Warum gelingt das nicht? Und das hat zu tun mit der Struktur dieser Gesellschaft, die wir uns nicht ausgesucht haben. Und ich habe ja gesagt, interessanterweise ist diese Differenzierungstheorie womöglich der, der, der einzige legitime Nachfolger eines marxischen Denkens, äh, das, dem wir ja vor allem... Aus dem wir vor allem, also ich finde viele Sachen von Marx äh, nicht wirklich anschlussfähig, aber ein Grundgedanke ist da, dass er eine Eigendynamik geschrieben hat, die einerseits eine, also Marx feiert eigentlich den Kapitalismus durchaus als einen großen Erfolg weltgeschichtlich, auf der anderen Seite feststellt, dass das sozusagen etwas ist, was sich, was sich selber verzehrt. Und diese Selbstverzehrung, die erleben wir. In allen möglichen Gebieten der Gesellschaft. Ja, die Demokratie verzehrt sich auch selbst. Das Wissen verzehrt sich selbst und so weiter und so weiter. Und die, die also ich wiederhole nochmal, ich habe keine abschließende Antwort darauf, aber ähm, das, muss man, das muss man mehr in Rechnung stellen, als wir das bisher tun. Wir, wir begnügen uns mit Kleinigkeiten. Ja, wir begnügen uns damit, dass ich heute mit dem Zug nach Berlin gefahren bin und nicht geflogen bin, wie ich das vielleicht noch vor ein paar Jahren gemacht hätte. Das ist eine Petitesse völlig, völlig wurscht. Es gibt diesen schönen Satz des Kulturwissenschaftlers Frederick, Frederick Jameson, der sagt: Es ist einfacher, sich das Ende der Welt vorzuschauen, als das Ende des Kapitalismus. Das scheine ich bei dir auch Aber raus Dann, zu dann würde ich, hätte ich ja mal gerne von dir, jetzt drehen wir mal den Spieß um. Ja. Äh, beschreib mir mal das Ende des Kapitalismus. Wie sieht es das aus? Das habe ich, ich, äh, du, du hast ja diesen schönen äh, Aufsatz, 2.17. Zum G20-Gipfel, da hast du dann mal eine der war böse, ne? Eine Linke braucht es nicht mehr. Wir reden ja gleich mal über die Rechten, ob du immer noch der Meinung bist, dass es die Linken nicht braucht. Da bist du ja auch der Meinung, hier, also Kapitalismus abschaffen, Kapitalismus überwinden, das ist eine leere Formel. Das äh, ist eine leere Formel, ja. Damit, damit, kann, damit kannst du nichts anfangen. aber nee, damit kann ich nichts Habe ich mir anfangen. gedacht, naja, dann Armin. Dann, dann, äh aber also das, ist das Interessante ist doch, also wenn man empirisch darauf guckt, wo man hinkommt, ist, das, sagen wir mal, das sozusagen der, der, der letzte Gottterm, auf den man kommt. Also man, man, man beschreibt Dinge, die falsch laufen. Und dann kommt man am Ende darauf, naja, im Kapitalismus ist es so. Aber ich hätte gerne mal einen Satz darüber, was das denn eigentlich heißt. Also, übrigens, in diesem Text, der, an ja. den ich mich erinnern kann, ich habe ihn selbst geschrieben, die Überschrift stammt nicht von mir, steht drin, dass man sozusagen eine Linke nicht braucht, die, die sozusagen davon ausgeht, dass man das alles auf diese eine Chiffre beziehen kann. Und die Schiffre reicht dann schon. In deinem letzten Absatz äh, steht der Satz, aber eine Linke braucht es womöglich nicht mehr. Ja, womöglich nicht mehr. Womöglich ja, ich sage ja, sag ja, braucht es womöglich nicht mehr, wenn sie sozusagen nicht in der Lage ist sich nicht auf diese ich will nicht sagen Beschwörungsformel, weil es gibt den Kapitalismus, der große Probleme produziert, ja. aber wenn sie sozusagen nicht diese Formel, die Nennung dieser Formel schon für die Lösung hält, das ist für mich das große Problem. Da bin ich, da bin ich vollkommen bei dir. so Und dann hätte ich jetzt gerne eine Antwort auf die Frage, was heißt das denn eigentlich? Jetzt mache ich seit 10,5 Jahren Jung und Naiv und wir beschäftigen uns mit der Frage. Ich war früher, dachte auch immer, so, was, was soll das heißen? Mittlerweile habe ich gelernt, durch halt viele Gespräche und so weiter, dass es halt keine einfache Ein-Wort-Alternative gibt, weil die ist aber auch äh, zweitrangig. Natürlich gibt es die nicht, ja. Aber es ist klar, was wir machen müssen, um diesen Kapitalismus zu überwinden. Ja. Das ist erstens keine Ausbeutung von Menschen mehr, keine Umweltzerstörung, keine CO2-Ausstoß durch, durch unsere Wirtschaften, kein unbegrenztes Wachstum wegen diesem Wachstumszwang, ja. weil wir endlich ja. einen Planeten haben. Ja. Die Begrenzung von Reichtum, ja. bzw. eine massive Umverteilung, ja. Das Ende vom Überkonsum und zum Beispiel äh, ermöglichen, dass es keine Milliardäre mehr gibt, weil Kapital ist Macht. Das sind die einzelnen ja. Punkte, die wir erreichen müssen. Ja. Und dann ist es mir, oder irgendwie, das, so habe ich es in den Fall, so verstehe ja. ich das, ist mir egal, ob wir das System, wenn wir das, wenn wir das, wenn wir diese Hausaufgaben ja. gemacht haben, ja. ob man es immer noch als Kapitalismus bezeichnet oder nicht, weil dann sind alle zerstörerischen ja. beziehungsweise Notwendigkeiten ja. erfüllt. Okay. Ich stimme allen zu. Also ich stimme diesen Dann Zielen zu. bist du auch für Kapitalismus überwinden? Nein, ich stimme die ich stimme diesen Zielen zu, aber das ist ja sozusagen das das interessant Nee, 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 Moment. Ziele sind es nicht. Ziele kann jeder formulieren, hast du auch mal gesagt. Das sind die Wege, das sind die Mittel. Ach so, das sind schon die Wege. Aha. Nee, das sind also, das, 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 das ist die Mittel. Nein, das, also da steht doch drin CO2 vermeiden, ne? Das ist ein Ziel. Wie, macht, wie man das macht, das, das ist doch die, die empirisch interessante Frage, ist doch, wie man das macht. Wie, wie, wir, wie wir das machen, keine Umwelt mehr zu zerstören. Das ist einfach, äh, so, so schwer ist das doch gar nicht. Wir dürfen es äh, einfach nicht mehr machen. Und darum, das müssen wir aber nur durchsetzen. Aber das ist doch jetzt so, das ist doch jetzt sozusagen Trotztheorie. Theorie. Wir dürfen es einfach nicht mehr machen. Machen. Wohlwissend, so ähnlich wie man hingeht und sagt, 2045 sind wir CO2-frei. Alle wissen, Bullshit-Satz. Ja? Schönes Ziel, Ich aber wenn, funktioniert Wenn wir vor 250 Jahren geredet hätten, hätte, habe ich mich gefragt. Da war ich noch zu klein. Ich weiß, aber angenommen, vor 250 Jahren hätten wir dieses Gespräch geführt, ja. dann hättest du wahrscheinlich gesagt, Sklaverei abschaffen. Tilo, also das hört sich ja schön und gut an, aber das, das, wie sollst du das schaffen? Wie hat man denn die Sklaverei abgeschafft mit den Mitteln, die man damals hatte? Aha. Mit normativen Mitteln, die entstanden sind. Wir arbeiten doch gerade an den normativen Mitteln, dass wir feststellen, dass wir, dass wir dass wir Erfolge erzielt haben, die Nebenfolgen produzieren, also muss man das ändern. Ja. So, und jetzt frage ich mich aber trotzdem noch entsprechend wie? Also meine Frage war ja, ist das, sind das kapitalismus-spezifische Sachen? Ich bin zum Beispiel das davon. Waren überzeugt. Alle, das waren alles kapitalismus-spezifische ja. Sachen. Ja, ja. Ich, bin, ich bin davon überzeugt, dass, dass nehmen wir mal diesen Begriff weg, ja, dass man dafür ganz bestimmte ökonomische Potenzen braucht, um das zu tun. Dass wir zum Beispiel innerhalb des Wirtschaftssystems andere Verantwortlichkeiten brauchen. Also, ich glaube, das größte Problem dessen, was wir zurzeit in der Wirtschaft haben, ist, dass die Verantwortlichkeiten derer, die entscheiden, fast nichts mit den Wirkungen dieser Entscheidungen zu tun haben. Und das ist ein großes Problem. Äh, ist ja egal, ob wir jetzt das K-Wort verwenden oder nicht, äh, sondern wir, unser Wirtschaftssystem, wie wir es jetzt haben, mhm. globaler Kapitalismus. Zerstört unsere Lebensgrundlagen. Und wir brauchen eine also ein, ein, die Industrieform, die wir haben, die Produktionsform, die wir haben, zerstört in der Tat. Die Frage ist, unter welchen Bedingungen kann man diese Produktionsformen verändern? Also, ich bin zum Beispiel dafür, dass man bestimmte Technologien viel schneller verbietet. Und um dann darauf zu hoffen, jetzt mal so ein liberales Argument würde ja heißen, dann kann sich erweisen, mhm. wie kreativ ökonomische Akteure sind trotzdem auf Märkten zu bleiben. Das ist doch das wäre doch die Herausforderung. Das traut sich politisch kein Mensch. Das ist das Problem. Zurzeit haben wir das, ich habe es gerade schon gesagt, die komische historische Situation dass wir einen Aggressor im Osten haben, dem man dankbar sein kann, dass es jetzt kein Gas mehr gibt und man sich andere Sachen ausdenken muss. Die anderen Sachen sind im Moment vor allem äh, Braunkohleverfeuerung. Aber, aber ähm, du weißt, was ich meine. Klar. So, und ähm, aus eigenem Antrieb scheint das nicht zu funktionieren. Wo sind die mutigen politischen Akteure, die genau das tun? Also die gewissermaßen Staatsdirigismus, wenn man so will, oder staatliche Steuerung. Und die Potenz des Ökonomischen miteinander verbinden. Anders lässt sich das in einer Gesellschaft, wie wir sie kennen, eigentlich nicht vorstellen. Und hab... das muss man doch wahrscheinlich offensiv angehen. Ich also, wenn die Leute hingehen und sagen, der Kapitalismus ist unglaublich kreativ, ja? die würden immer sagen, lass die mal machen, dann wird das schon. Das funktioniert nicht. Man muss sozusagen bestimmte Outcomes begrenzen, um dann zu fragen, können die Leute damit ökonomisch angemessen umgehen oder nicht. Es gibt einen Wirtschaftsethiker, der heißt Karl Hohmann aus München. Da ging es noch mehr so um, 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 um sozialpolitische Fragen. Der hat gesagt, ich interessiere mich dafür, wie man, wie, man, wie man sozusagen ethischer wirtschaften kann. Und zwar sowohl im Hinblick auf die auf die Ergebnisse, mhm. also die Produkte, die, was da passiert, und auf der anderen Seite im Hinblick auf soziale Folgen dieser Geschichten. Mhm. Und dann hat er gesagt, es gibt zwei Modelle. Das eine Modell ist, der Staat wird sozusagen der, der Akteur, der, der ökonomisch handelt. Das ist nicht besonders sinnvoll. Und das andere Modell ist, es muss staatlich klare Leitplanken geben die rechtlich so festgeschrieben sind, dass innerhalb eines bestimmten Rahmens ein Wettbewerb stattfinden kann, um die besten Lösungen innerhalb des Rahmens dieser dieser normativen Vorgaben, die staatlich festgelegt werden müssen. Ich weiß, das ist auch sehr utop utopisch, weil wir zurzeit ja feststellen, dass man noch nicht mal die einfachsten Sachen politisch. Äh, also, solange ein Land nicht in der Lage ist, ein, ein, ein Tempolimit äh, zu, zu, zu beschließen, äh, muss man sagen, sind also ernsthafte Dinge kaum zu beschließen. Aber das wäre ein Modell, bei dem man sagen kann, wir nutzen einerseits die Kreativität von Wettbewerb, von ökonomischem Wettbewerb wohlgemerkt aus, im Hinblick auf sowohl soziale Fragen als auch die Sachfragen, was Klimawandel. Klimawandelangemessenheit angeht. Dazu gehört übrigens, ich habe es vorhin schon gesagt, auch die Frage der Beteiligung von, von einzelnen Menschen an Wertschöpfungsketten im Hinblick auf die eigene Versorgung und so weiter. Da, da gibt es noch mehr Baustellen. Mhm. Und wir nutzen gewissermaßen das aus. Also, das heißt, das Ökonomische ist ja, ist ja nicht sozusagen. Das Problem, ja, sondern die spannende Frage ist, wie kann, es, wie kann es zum Teil der Lösung werden? Und so ähnlich muss man darüber nachdenken. Das gilt übrigens auch in der Wissenschaft, dass wir in der Wissenschaft kaum Akteure haben, die darüber nachdenken, wie die Schnittstelle zwischen wissenschaftlichen Ergebnissen und politischen Entscheidungen oder öffentlichen Diskursen stattfindet und das nicht zu einem wissenschaftlichen Thema macht, machen etwas falsch. Also man sieht, man muss sozusagen an den, an den, an den Differenzen dieser Systeme arbeiten, um zu neuen Formen von, um ökonomisch gesprochen, Allokation zu kommen. Ja, du, du, du meinst jetzt gerade das System nicht als Problem betrachten, sondern wie es Teil der Lösung sein kann. Gleichzeitig kann weil die Ursache, wie wir wirtschaften, nicht Teil der die Lösung Ursache sein. Die Ursache ist unsere Lebensform, wie wir sie kennen. Also nee, die auch, die Ursache wie ist wir, wir wirtschaften, genau. Und ja, wir, nicht nur wirtschaften, alles. Und was daraus folgt, meine, wir könnten ja auch noch über demokratisches Wirtschaften reden. Ja. Das. Also das was ich gerade gesagt habe geht zum Teil in diese Richtung. Ja. Also dass man zum, zum Teil und das ist sozusagen etwas ich würde, ich würde sagen, das ist sogar etwas was, was liberale Ökonomen unterschreiben müssten. Also die, 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 die ordoliberalen Modelle, die wir kennen, ja, das ist ja nicht das schlechteste gewesen, was nach dem Zweiten Weltkrieg da auch diskutiert worden ist, die sind ja davon ausgegangen, dass, 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 das wird heute oft nicht mitbedacht, die hießen übrigens das neoliberales das ein anderer Neoliberalismus Begriff als das, die sind davon ausgegangen, dass es besonders starke, nicht Eingriffe des Staates, sondern Regulierungs, also man könnte sagen, Rahmen braucht, um sozusagen dem Kapitalismus da Möglichkeiten zu geben, kreativ zu sein. Das stammt, vieles davon stammt aus der katholischen Soziallehre übrigens, was hochinteressant ist. Das sind Texte übrigens, die man, die man heute wieder lesen sollte, die viel an Möglichkeiten beinhalten, wie man sozusagen innerhalb eines bestehenden Wirtschaftssystems etwas tut. Ich habe durchaus mit Unternehmen auch zu tun. Ich fand das ganz interessant, dass in manchen Krisensituationen die, was natürlich auch ein Sprechen an eine Öffentlichkeit vor einer Bühne ist, das ist klar, es steht alles immer unter dem Verdacht, strategisch zu sein, mit Recht unter dem Verdacht. Aber dass die manchmal sagen, uns wäre es manchmal einfacher, wenn wir klare Vorgaben hätten, was man darf und was man nicht darf, und dann entsprechend kreativ werden zu können. Also das ist, dass, man, dass man Milliarden immer noch in die Optimierung eines Diesels steckt, wo man weiß, dass das mit und ohne Verbote nicht mehr funktionieren wird, ist naiv. Wenn Politiker heute hingehen und von Technologieoffenheit, und von E-Fuels und gleichzeitig davon reden, dass Flugzeuge mit E-Fuels fliegen sollen, was bedeutet, dass Autos damit garantiert nicht fahren werden, schon mhm. aus Preisentwicklungsgründen. Da muss man sagen, ist das einfach so kurz gedacht, dass man das benennen muss. Also da würde ich schon an die Demokratie als Illusion, wenn man so will, Bourdieu hat das die, die Illusio genannt, die man braucht, um sich zu engagieren, äh, glauben, dass solche Argumente zumindest auf den Tisch gehören, um zu zeigen, wie, was für ein Bullshit die Leute da zum Teil erzählen. Als Aktionär der deutschen Autoindustrie bin ich natürlich stolz, dass sie. Dieses kurzfristige Profitstreben maximieren. Ja, das ist eine Fehlallokation, über die wird ja schon länger gesprochen, dass wir ähnlich wie in der Demokratie mit Zeitperspektiven mhm. arbeiten, die, die sozusagen jetzt in Deutschland sogar noch, noch kürzer sind als zum Teil woanders, weil die Landtagswahlen immer kommen. Es treuen gerade einige, also Hessen und Bayern und nächstes Jahr in den ostdeutschen Bundesländern. Da werden wir noch unser blaues Wunder erleben, wo man sozusagen kurze Zeitperspektiven hat. Und das Gleiche gilt auch für Unternehmensformen. Die, und ich habe es gerade schon mal gesagt, ähm, bei denen die Leitungen der Unternehmen eigentlich gar nicht die, das Risiko tragen, das andere tragen. Wir finden heute zum Teil in den Gewerkschaften die klügeren ähm, äh, Leute, die im Hinblick, gerade was den Klimawandel angeht, die Folgen genauer beschreiben können. Ein Investor. Der kann auch woanders hingehen. Das ist kein Problem. Aber Arbeitsplätze, die kann man nicht einfach woanders hinsetzen. Das sind ja doch durchaus Konflikte, die wir kennen und mit denen man arbeitet. Wir waren uns ja da eigentlich, das Problembewusstsein ist mittlerweile da, das Lösungsbewusstsein und nicht. Und da gibt es Gründe für, dass das so eine Divergenz hat. Du hattest in deinem 2017er Text nochmal: äh, einen schönen Satz, zu der habe ich noch eine Frage. Also äh, da, da ging voraus, die linke Idee des Umbaus der Gesellschaft bei laufendem Motor. Freilich lebt fort, haben wir jetzt gerade drüber gesprochen. Und dann geht es weiter. Sie lebt vom Glauben an die politische Regulierbarkeit der Welt ja. und richtet sich in der subalternen Fantasie ein, dass die Herrschenden nur könnten, wenn sie auch wollten. Das ist ebenso kindlich wie selbstberuhigend. Ja. Glaubst du damit an die? Politische Unregulierbarkeit. Nein, also ähm, zu sagen, dass es Grenzen der Regulierbarkeit geht, heißt ja nicht, dass man einfach die Opposition denken kann. Das wäre ja zu simpel. Aber ich glaube nicht daran, äh, zu sagen, dass wir sozusagen, also vieles von Kritik an Eliten hat ja, kommt ja so daher, als würden die, das ist ja die Formulierung, ich wiederhole sie mal, dass die Eliten schon könnten, wenn sie wollten. Das glaube ich nicht ja das ist das, ist, das, ist das die Frage das habe ich mir jetzt äh, vorhin auch nochmal aufgeschrieben also wo, woher weißt du überhaupt dass die ja, die wollten genau die wollen das nicht weil vielleicht ein Teil der Struktur der herrschenden Klasse ja. oder der, der Elite im Land kein ja. Interesse an diesem wollen die Frage ist wie, wie kriegt man Leute dazu etwas zu wollen also das Wollen ist ja nicht das fällt ja nicht vom Himmel und das ist keine Charakterfrage das ist auch eine, eine Praxisfrage also ähm, äh, wir wissen zum Beispiel ziemlich genau dass ähm, dass man das will, was sich im Alltag bewährt. Also Beispiel, ja, ähm, ähm, Wenn deutsche Unternehmer in die Welt rausfahren, ja, also aus großen Unternehmen, dann geben die an mit Standards, die man gegen sie durchsetzen muss. Mhm. So, das ist doch eine interessante Form. Ja, also das ist doch eine interessante Form, dass man das will, was sich bewährt. Das hört sich irgendwie auch wieder unsympathisch. Ich weiß, ich weiß. Also, so, wenn man Soziologie richtig betreibt, kommen dabei nur un unsympathische Sätze raus. Das, man muss dem Wollen sozusagen ein bisschen zum, mhm. wie soll man sagen, zur, zur, äh, zur Verwirklichung helfen. Man braucht Verhältnisse, in denen sich bestimmte Dinge, die man macht, bewähren können. Und äh, also, der Pädagoge würde sagen, man braucht Lernsituationen, in denen es sich lohnt, Verhalten zu ändern. Und mit lohnt meine ich nicht, ähm, nur ökonomisch lohnt, sondern es geht auch viel um Anerkennung, um Prestige, um Ästhetik, um all diese Formen. Mhm. Ähm, ich habe in diesem Unbehagenbuch äh, ein Kapitel geschrieben und ich hatte gehofft, dass darauf negativ reagiert wird, und es ist nicht negativ darauf reagiert worden, äh, dass man vielleicht den Konsum ernster nehmen sollte. Na, also wir, wir, wir denken über Konsum immer nur als etwas Negatives nach. Und Konsum, Überkonsum, hast du das gerade genannt? Hat was Negatives. Wir kaufen so viel Scheiß, den keine Sau braucht. Entschuldigung, ich sage jetzt mal etwas Akademischer. Wir kaufen so viele Produkte, die überhaupt kein einziges Problem lösen, sondern nur welche produzieren Nein. Plastik in den Meeren und so weiter und so weiter. Und negativ ist eine Untertreibung noch. Ne? Ja, ja. Also ich habe ja gerade gesagt die, die starke und die einfache Formulierung. Mhm. Das ist entsprechend da. Das ist ja ein Hinweis darauf, dass die Leute das wollen. Warum wollen die den Quatsch eigentlich? Man kann jetzt sagen, weil es ihnen angeboten wird. Okay, aber, aber Konsum scheint ja doch eine Kulturbedeutung zu haben. Also ist es den Leuten wichtig, bestimmte ästhetische Formen zu haben. Kleidung ist wichtig, Markennamen sind wichtig. Übrigens, auch bei denen, die keine Markennamen wollen, ist die Marke wichtig, sonst wollten sie keine. Keine Marken w wurde haben. Wurde das wichtig oder ist es, es nicht? Es ist zunächst mal ein. Das war ja schon vor 100 Jahren Jahr noch da. nicht so. Wir, 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 wir reden über individualisierte Gesellschaften. Wir reden über Richtig. Wahlmöglichkeiten und die werden zum Teil über Konsum vermittelt. Ja. Ne, also, ähm, und, 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 also die Leute sind doch sehr, sehr kunstvoll darin. Das ist in jeder Jugendkultur zu beobachten. Aber, aber das haben wir ja auch mal gelernt als Gesellschaft. Das haben wir gelernt. Ich sage ja nicht, dass. Das, wir das, dann können wir das auch verlernen, oder? Dass die, also entweder kann man das verlernen, das wird, das wird schwer. Das halte ich für viel schwieriger. Als die Frage zu stellen, kann man nicht die Konsumlogik, dass Leuten bestimmte Dinge, weil sie entsprechend ästhetisch gerahmt sind, eine Wertigkeit haben, nutzen, um Verhalten ins Positive zu verändern? Das wäre doch mal, also die Denkungsart besteht darin, dass man sagt: Auf der einen Seite haben wir eine Konsumlogik, die Fehlallokationen produziert. Kann man die Konsumlogik eigentlich verwenden, um Angemessene Allokationen zu produzieren. Ich nehme jetzt diese ökonomischen Begriffe. Mhm. Und ähm, ich glaube nicht, dass das ganz falsch gedacht ist, weil, weil, weil Verhaltensänderungen ja sozusagen auch dargestellt werden müssen. Sie müssen irgendwie ein, ein Sozialprestige produzieren. Sie müssen bei anderen Widerhall finden. Sie müssen als angemessen angesehen werden. Die ästhetische Dimension spielt dafür auch eine Rolle. Sie müssen ästhetisch überzeugen können. Mhm. Das, das finde ich eigentlich ähm, find ich interessant. Ja? Und, und wir sehen, dass die Fehlallokationen weiterlaufen. Also wir, wir stellen jetzt auf, auf Elektroautos um. Also wir, wir nicht, sondern es wird ein bisschen auf Elektroautos umgestellt. Was baut die Industrie? Riesendinger mit 400 PS. Es ist, es ist so absurd, wie es nur absurd sein kann, weil man sozusagen auf eine Konsumlogik setzt. Was müsste man eigentlich tun, um kleine, aber, aber, sexy Automobile anzubieten, ja. die genau das Gegenteil verdient sind? Verdient man nicht mehr so viel, kann man, man, nicht, so gut, nicht, kann man, so man nicht mehr viel. so viel ja, Also wachsen. dann ist die Frage, vielleicht muss man hier regulieren. Weichen endlaufen. oder wachsen. Ne? Das habe ich doch gerade mit dem, mit, dem, ähm, mit dem Rahmen gesagt. Und dann ist die Frage: Es gibt verschiedene Regulierungstechniken. Es gibt die Technik des Verbietens und es gibt die Technik, die Dinge so teuer zu machen, dass die Anreize verschwinden. Ja. Interessiert ihr als Soziologe, dass ähm, je reicher man ist, je, äh, desto mehr Einfluss hat man auf die Politik eines Landes. Gerade in westlichen Gesellschaften gab es eine, eine Stanford-Studie, die das rausgefunden hat, also je reicher man ist. Also die Reichsten haben den größten Einfluss auf die Regierungspolitik, auf ja. das, was entschieden und verändert wird. Äh, Im Grunde kann man sagen, Kapital ist Macht. Ähm, und wir reden jetzt gerade ein bisschen da, darüber die ganze Zeit, also ähm, die überforderte Gesellschaft ja. und so weiter und so fort. Ja. Vielleicht liegt es auch daran, dass die überfordert ist, weil die Kapitalinteressen und die Elite kein Interesse an, an dem hat, was verändert werden muss, weil das dann vielleicht ihre eigene Macht einschränkt. Ja, da ist was dran. Also das, das würde ich, das würde ich äh, vollständig äh, unterstreichen. Ich meine, da gibt es empirische Untersuchungen dafür, ähm, und zwar flächendeckend, auch für Deutschland, wo man ganz klar sagen kann, dass natürlich die, 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 die Gruppen, die... Also, es ist ja immer gut, das in so kleinen Sachen sich, sich anzugucken. Ich habe jetzt vor kurzem hier eine Konferenz mitgemacht, habe mich mhm. da gut drauf vorbereitet. Jens Dankschat war dabei, einer der, der führenden Stadtsoziologen aus Wien. Ähm, da ging es um, um Wohnquartiere und zwar um, um, ähm, um äh, ähm, Wohnquartiere von Menschen mit wenig Geld hier in Berlin. Ne? Mhm. Und die spannende Frage ist sozusagen. Ähm, dass dort Konflikte entstehen, die, die moralisieren wir gerne. Ne? Also im Sinne von, äh, da ist Rassismus, da gibt es mehr Gewalterfahrung und so weiter und so weiter. Wir stellen aber gleichzeitig fest, das sind Lebensformen, die relativ wenig Perspektiven haben. Es hängt sehr stark mit Bildungsfragen zusammen, es hängt mit Arbeitsmöglichkeiten zusammen, das hängt damit zusammen, dass viele Transferempfänger sind, was, was, ja, was, ja, was ja nicht nur nicht nur eine, eine, eine Statusfrage ist, sondern auch eine Organisationsfrage, das ist demütigend und so weiter und so weiter. Ja. Ähm, und wir wissen genau, dass diese Gruppen in den politischen Akteuren so gut wie keine, wie soll man sagen, Einflussmöglichkeiten haben. Das ist, das ist so. Also das, das ist ganz klar so. Das ist auch ein defekt der Demokratie. Es gibt durchaus Unterschiede. Also in den USA ist sowas nochmal auf eine, eine extreme Weise anders. Mhm. Ja, also wir, wir allein, allein die Tatsache, wie viel Geld man braucht, und zwar privates Geld wohlgemerkt, um Präsidentschaftskandidat zu werden, ist schon, würde ich sagen, ein Hinweis darauf, dass, dass der Demokratiestatus dieses Staates tatsächlich nicht so richtig ausgeprägt ist. Die meisten Mitglieder des US-Kongresses sind auch Millionäre. Naja, also gegen Millionäre habe ich ehrlich gesagt nichts. Wenn, wenn das, Sind wir uns das einig, dass Milliardär, Milliardäre es nicht geben naja, sollen? Ich weiß, es ist jetzt eine Definitionsfrage. Die spannende Frage ist, wie kommt sowas zustande? Ja, also, ähm, es gibt heute ein Interview in, in einer Zeitung mit, mit, ähm, mit Walter Ulrich. Das ist der, äh, oder heißt der Ulrich Walter? Ich weiß immer nicht. Der war mal, ähm, der war mal äh, Astronaut, ist hm. Professor für, für KI. An der TU München, ich mhm. kenne den auch aus dem Bayerischen Ethikrat, der hat beschrieben, warum Elon Musk Starlink äh, während dieses Angriffs ähm, der Ukraine auf russische Kriegsschiffe abgestellt hat. Ich weiß nicht, hast du vielleicht gehört, mhm. äh, dass sozusagen er diesen, diesen Angriff nicht ermöglicht hat. Es wären mit, mit gleichzeitig mehrere Schiffe abgeschossen worden. Und es gibt eine große Empörung darüber, dass eine Privatperson offenbar darüber entscheiden kann, wie eine Militärische Strategie funktioniert, weil die haben diese Satelliten, die nur drei, 400 Kilometer und dadurch die Latenzzeit so gering ist, dass man gut steuern kann mhm. über der Erde sind. Und, und er hat das wunderbar beschrieben, er hat gesagt, also die, die Macht dieses Mannes ist so stark, dass er als Privatmensch, also ein privates Tool zur Verfügung stellt und dann auf einmal in geostrategische Zusammenhänge kommt. Also sein, 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 sein Satz war, der fast ein bisschen lustig ist, der hätte wahrscheinlich vor allem Angst gehabt, dass seine Lebenserwartung so, so lang ungefähr wie die von Brigoschin sein wird, wenn er, wenn er das Ding nicht abgestellt hätte. Aber das ist natürlich eine totale Fehlallokation, wenn solche Fragen, äh, also sogar geostrategische Fragen im Hinblick auf Krieg und Frieden oder auf militärische Strategien in der Hand von Privatpersonen sein können. Das sollte eigentlich nicht sein. Und die, wiederum ist die spannende Frage, wie, wie, wie ändert man das eigentlich? Ne? Und in den USA gibt es ja so gut wie keine Regulierungsfrage, die, die damit irgendwie zu tun hat. Und wenn man dann hingeht und sagt, es sei ein Neid, wenn man sowas formuliert oder man, man gönne den Leuten diesen Erfolg nicht, das ist natürlich vollkommener Unsinn. Also die amerikanische Gesellschaft, die hat natürlich viel damit zu tun, dass es so gut wie keine sozialen Sicherheiten gibt, dass es so gut wie keine Umverteilungen gibt und ähm, das im Übrigen auch für die Lebensform derer, die sich leisten können, ja. nicht unbedingt zum Positiven gereicht. Ich meine, eine haben wir ja auch in Deutschland immer, wenn es ja, ja, das meine ich ja. Das gerade wenn ja. um, Vermögens das ist um das ist geht, wenn gleichzeitig äh, die meisten Vermögen mittlerweile vererbt werden in Deutschland. Gut, hätte. das ist nochmal ein weiteres Thema. Aber dar 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 darüber wollen wir jetzt nicht darüber reden. Darüber könnte man wir viel reden. Aber ich, darf ich zu dem Thema noch einen Satz sagen? Also, ich finde das, ich finde das total interessant, ähm, also zu, zu, zu sagen, dass diese, dass diese Fragen der Allokation im Hinblick auf soziale Ungleichheiten, ne? Ähm, fast nur als Reparaturstrategie behandelt werden und nicht als sozusagen eine Frage, wie kriegt man eigentlich Leute in die, also ich sage es jetzt mal böse, ja, in die Verwertungslogik. Also wie, wie, wie können die Leute von ökonomischem Erfolg profitieren. Ich glaube übrigens auch, dass wir ökonomischen Erfolg brauchen, um die Technologien zu entwickeln, äh, die wir brauchen, um, um die ja. CO2-Geschichte wegzukriegen. Und die Frage ist, wie kann man Leute daran beteiligen, ja. das zu tun? Aber, öko also, aber ökonomischer er ökonomisch Erfolg muss ja nicht kapitalistisch äh, Kapitalismus erhalten sein. Da, das ist Ökonomie ist ja nicht dasselbe wie Kapitalismus. Ich habe noch eine Frage, weil ja. du hast in deinem 2017er Papier ja. noch den Satz gesagt, analog dazu ist es eine Provokation für den linken Diskurs, dass es der globalisierten Welt... Noch nie so gut ging wie heute. Ja. Bist, du der, bist du immer noch der Meinung? Ja. Weil du, da hast du eine entscheidende Parameter aufgeführt, beziehungsweise Messgrößen, die für dich deiner Meinung nach wichtig sind. Zum Beispiel, dass die Indikatoren wie absolute Armut, Säuglingssterblichkeit, Bildung, medizinische Versorgung oder Demokratieindizes. Ähm, ja, Demokratieindizes sind in den letzten Jahren gesunken. Also, das ist ja das Interessante, ich, dass wir eigentlich. Ich, ich habe hab mir die Indikatoren ja. alle mal angeguckt. Also, Armut steigt an auch in absoluter Armut auf der Welt. 98 lag sie, Seit 98 lag sie konstant bei 8,4%. Seit 2020 steigt sie wieder. 120 Millionen Menschen sind seit der Pandemie in die Armut gerutscht. In Deutschland steigt die Armutsquote. Armut weltweit ist hauptsächlich dadurch, dass es in China und anderen Tigerstaaten aufwärts ging, dort die absolute Armut gesunken. In 2030 werden wahrscheinlich 85% der Extremarmen in Afrika leben. Und dein Demokratieargument, es äh, gab jetzt auch eine neue Studie aus Göteborg, die sagt, äh, die Demokratieentwicklung geht absolut zurück. Ja, auch in Europa übrigens. Auch in Europa. Ähm, mittlerweile sind wir auf dem Stand von 1980 zurückgefallen. Es gibt mittlerweile mehr geschlossene Autokratien als liberale Demokratien. Äh, vor zehn Jahren hat, haben noch die Hälfte der Menschen auf der Welt in der Demokratie gelebt. Mittlerweile sind es nur noch... Ein Viertel. Die Welt wird autokratischer. Ja, das wird Und trotzdem leben wir immer noch, wie du sagst, in... Naja, also noch nie so gut wie, wie heute. Also es heißt nicht noch nie so gut wie heute. Es heißt, dass sozusagen diese Gesamtentwicklung weltweit, und das ist relativ unbestritten, in the long run müsste man sagen, über Jahrzehnte. In vielen Regionen zu höheren Standards geführt hat. Das heißt nicht, dass es da keine Probleme und keine Armut gibt. Das ja. ist, ist glaube ich, relativ unbestritten. Ja. Was nicht, also was, was, was damit zu tun hat, ist, dass damit noch keine Probleme gelöst sind. Und wir erleben zurzeit einen starken Backlash im Hinblick auf Demokratie auf jeden Fall. Ich meine, hätten wir uns in Europa vorstellen können, vor ein paar Jahren, dass es innerhalb der EU Staaten gibt, die in dieser Form nicht mehr in die EU aufgenommen werden könnten. Das ist ja schon. Ein Paradigmenwechsel, muss man sagen. Würden wir, würden wir sagen, dass in Deutschland die Demokratie vor ein paar Jahren als instabil beschrieben werden könnte? Das können wir inzwischen in manchen Strukturen tatsächlich. Und das muss man sagen, das ist in der Tat eine Rückentwicklung. Überhaupt keine Frage. Also, Im Übrigen hängt das auch damit zusammen, ich habe mich damit ein bisschen beschäftigt, dass es alternativ... Modelle zur Demokratie in selbstbewusster Form gibt. Also wenn man in die, in die chinesische Sozialphilosophie guckt, das ist hochinteressant. Also die diskutieren jetzt nicht mehr so defensiv. Ja, das ist kulturell für uns vielleicht nicht das Richtige. Wir sind noch nicht so weit. Die diskutieren inzwischen die Frage, dass ihr in der Demokratie, ihr müsst Probleme lösen, die man ohne Demokratie nicht hätte. Das ist schon ganz interessant, dass da ein Diskurs entsteht, in dem wir im Moment, also wir meine ich jetzt die liberalen Demokratien in Defensive geraten. Mhm. Weil man kann ja nicht daran vorbeigucken, dass die demokratischen Gesellschaften oder demokratischen politischen Systeme mh, durchaus, wie soll man sagen, Probleme haben. Aber der Satz, dass der globalisierten Welt noch nie so gut ging wie heute, ist doch gerade aus Klima- und planetare Grenzensicht ein Witz. Also es ist der, kein Witz. Das der, ist, der, die, der Welt ging es noch nie so schlecht. Das würde ich nicht sagen. Für den Preis äh, unserer unseres Lebensstandards und insbesondere des westlichen Lebensstandards. Naja, das ist ja jetzt eine andere. Das ist jetzt eine andere Währung. Okay. Also die, die Parameter, die wir verwenden, da stimmt das, was ich da geschrieben habe. Die Parameter im Hinblick darauf. Nee, die Parameter haben wir, sie auch geändert, habe ich doch gerade erzählt. Ja, ja, ist schon klar. Aber die, diese, die die Parameter im Hinblick auf die Lösbarkeit der Probleme, mit denen wir zu tun haben, mhm. da stimmt das im Moment. Ganz eindeutig nicht. Und zwar auf verschiedensten Gebieten. Das gilt übrigens auch für geostrategische Fragen, die sich ganz neu ordnen. Also ich glaube, dass da im Moment die Musik am allerlautesten spielt. Im also, Übrigen auf Kosten des Klimathemas. Ihr habt jetzt ein paar Minuten Zeit, Hans, eure drängenden Fragen an Armin zu geben, weil wir sind jetzt fast an der Drei-Stunden-Marke dran. Ich wollte nur ein Thema machen. Die Träger des politischen Systems, wie es jetzt ist, scheint ja zur Folge zu haben, dass das, was wir vor 100 Jahren, zum Beispiel in Deutschland, erlebt haben, sich wiederholt. Ich Wenn rede ich. vom Aufstieg des Faschismus. Ja. Und ich kann es einmal mit Horkheimer machen. Du hast das Zitat fast vorhin schon selber gebracht. Aber Horkheimer hat ja gesagt, wer aber vom Kapitalismus nicht reden will, soll auch vom Faschismus vom Faschismus schweigen. Siehst du Parallelen zum Aufstieg der NSDAP und jetzt dem Aufstieg des, der AfD? Ja, das ist eine Frage, die immer wieder gestellt wird. Ich, ich weiß es nicht, das, das, das denke ich nicht. Wir haben ja eine andere, eine andere Gemengelage im Moment. Das heißt aber nicht, dass wir es nicht mit dramatischen Entwicklungen zu tun haben. Also das, das auf jeden Fall. Die dramatischen Entwicklungen bestehen darin, dass wir in allen westlichen Demokratien oder in fast allen westlichen Demokratien Legitime, also mit legitim meine ich von einer großen Zahl der Menschen als legitim angesehene rechte bis rechtsradikale Parteien beobachten, die die Grenzen des Sagbaren radikal verschieben. Das ist, äh, das ist überhaupt gar keine Frage. Das erleben wir in Deutschland auch. Ich muss gestehen, vielleicht ist es naiv, wenn ich das sage, aber ich muss gestehen, dass ich mir vor ein paar Jahren nicht vorstellen konnte, dass wir im Moment darüber diskutieren, ob ähm, die AfD. In zwei ostdeutschen Bundesländern womöglich die Sperrminorität für die Richterwahl bekommen wird, mit 33 Prozent. Also das wäre nur in zwei? Bitte? Thüringen, ja, Sachsen, Sachsen-Anhalt. Zunächst einmal jetzt die Wahlen, die anstehen. Also ja, ja. Ähm, das, das, das muss man sagen, das ist, ähm, das ist wirklich dramatisch. Also Sperrminorität heißt, wenn man Entscheidungen treffen muss, für die man eine Zweidrittelmehrheit braucht und ja. jemand mehr als ein Drittel hat, dann hat man die Sperrminorität, dann kann man zum Beispiel keine Richter mehr ernennen, ohne dass die AfD. Also, nicht, dass AfD-Kandidaten durchkommen, aber zumindest ohne dass die AfD dem zustimmt. Das wird das Personal erheblich ändern. Ähm, das hätte ich mir nicht träumen lassen, das muss ich gestehen. Ja, aber, äh, da bin ich, glaube ich, auch nicht der Einzige. Wir hatten jetzt die ganze Zeit über das, die Trägheit des politischen Systems ja. geredet. Ja. Und egal, wie wir das jetzt besprechen, ja. äh, sie tun nicht, sie handeln nicht auf notwendige Art und Weise. Also sie ändern nicht das, was notwendigerweise zum Beispiel unsere Lebensgrundlagen erhalten würde. Da sind wir uns einig. Ja. Ob nun in Deutschland, auf europäischer Ebene oder auf globaler Ebene. Meine Angst ist jetzt, dass dann irgendwann die Katastrophe eintritt und dann gibt es halt, so wie jetzt die Faschisten in Deutschland, und Höcker hat das ja geschrieben, die, haben ja, die machen das aus strategischen Gründen, warum sie den Klimawandel leugnen. Damit, damit der schnelle Eintritt, damit der Umsturz... Schneller übernommen werden kann. Das hat Andreas Kemper hier mal erklärt. Ich habe Angst vor einer Revolution. Und zwar vor einer faschistischen Revolution. Führt diese politische Trägheit unseres Systems nicht dazu, dass wir wieder die Faschisten an der Macht bekommen? Ja, also ich würde jetzt mal nicht so viele Kausalitäten auf einmal bilden, aber ich würde. Darum frage ich Ich würde sagen, realerweise muss man sagen, und das, da, das gibt es Untersuchungen dazu, die ähm, sich fragen, warum Leute AfD wählen. Das ist nicht einfach Protestwahl mal eben, sondern das ist mehr. Das ist tatsächlich eine radikale Elitenkritik. Und Elitenkritik gibt es immer dann, wenn man das Gefühl hat, dass die Eliten... Offenbar keine angemessenen Entscheidungen treffen können. Das hängt natürlich mit all den Fragen zusammen. Also man kann einerseits. Da haben Sie ja sogar einen man Punkt. Man kann einerseits, bitte? Da haben Sie ja sogar einen Punkt. Ja, ja, ich sag ja, das stimmt ja auch. Also das ist deshalb kein Zufall, dass diese Formen tatsächlich so nicht funktionieren. Wir hatten, wir hatten mal eine Phase in der Industriegesellschaft, da gab es so eine befriedete Form. Es gab zwei große Parteien, ja, in der Mitte rechts und in der Mitte-Links-Partei. Die waren komplementär zueinander. Die, mhm. die, die Unterschiede waren. Eigentlich marginal. Ja. Es, gab, es, gab, ähm, es gab eingeführte Konflikte, in denen man identitätsbildend sich, sich bewegen konnte. Ja. Also, wenn ich an meinen Schulhof denke, dann war das ganz klar, wer aus einer SPD und wer aus einer CDU-Familie kommt. Ja. Also, wir waren eine klare SPD-Familie und die anderen waren CDU. Das war irgendwie klar und es war irgendwie auch nicht schlimm. Es hat ganz gut funktioniert. Heute, also, das, das, ist, ja ein, das ist ja ein kleiner empirischer Hinweis auf so eingeführte Konflikte, die mhm. da sind. Die haben wir zurzeit, also eingeführte Konflikte produzieren ja sowas wie ein Vertrauen darin, dass, dass wenn die einen das nicht machen, machen das die anderen und irgendwie funktioniert das und die Demokratie ist sehr stark davon abhängig, dass diejenigen, die nicht die Mehrheit haben, loyal zu den Mehrheitsentscheidungen stehen. Mehr oder weniger loyal. Das ist alles verschwunden. Das muss man tatsächlich sagen. Und das hängt damit zusammen, dass das Gefühl von Problemlösungskompetenz weg ist. Und das geht, wenn man sich die empirischen Untersuchungen sich anguckt, weit über das Wählermilieu der, ähm, der AfD hinaus. In der AfD ist es also in den AfD-Milieus ist es ganz besonders stark. Im Übrigen in manchen der Regionen, wo sie besonders stark ist, auch Durchaus mit sachlichen Hintergründen, ja, also mit fehlenden Infrastrukturen, mit fehlenden, mit fehlenden ähm, Zukunftsperspektiven für bestimmte Lebensformen, die da sind. Also mit fehlenden Infrastrukturen heißt es nichts Abstraktes, ja. Es gibt also kein, 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 keine Arztpraxis mehr vor Ort. Es gibt dies nicht und das nicht und jenes nicht. Mhm. Man muss da auch mal hinfahren und sich das angucken. Also das, das kann man schon sehr, sehr deutlich sehen. Und ähm, sobald man den Eliten keine Entscheidungen zutraut, keine angemessenen Entscheidungen für die Grundprobleme, ob man sie nun leugnet oder nicht, ja, man kann ja auch noch andere Probleme nennen, äh, haben solche Populisten natürlich die Möglichkeit. Populismus heißt ja, zu behaupten, dass man die, der Vertreter des wahren Volkes ist. Ja? Also, meine, wenn es Trump nicht gäbe, hätte man ihn erfinden müssen. Seine Inaugurationsrede 20, wann war das? 17 äh, im Januar, die hat das ja deutlich gesagt: Ja, wir geben das Land den Leuten zurück. Ähm, Aiwanger hat es in seiner Erdinger Rede zit nicht zitiert, vielleicht hat er das nicht gelesen, aber es ist de der gleiche Move, ja. Wir, wir, wir holen uns die Demokratie zurück von den Eliten. Wir, 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 wir sind die, die die eigentlichen Leute sind. Manche liberale Presse in Deutschland macht den gleichen Move heute in den Leitartikeln, äh, wenn wir sie sehen. Ja? Also ähm, äh, der, 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 der immer wieder gleichgeschriebene Leitartikel von Ulf Poschardt ist sozusagen die 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 wirklichen Leute und wie heißen wir jetzt der Elfenbeinturm ja also das ist sozusagen die das ist ein Move der funktioniert unglaublich gut weil er den Leuten sozusagen eine Anerkennung gibt und diese Anerkennung kann eigentlich nur undifferenziert sein und die undifferenzierteste Form ist tatsächlich das Ressentiment. Und damit arbeitet rechte Politik immer. Also das Ressentiment gegen die da oben, das Ressentiment gegen die Fremden, das Ressentiment gegen die Gebildeten, das Ressentiment und so weiter und so weiter. Das ist der Move. Und das ist jetzt nichts Neues, was ich erzähle. Ja, das erleben wir in allen europäischen Ländern, das erleben wir in den USA. Und ähm, das zerstört zurzeit tatsächlich ähm, Auseinandersetzungen. Also man muss sich ja zurzeit solidarisieren mit denen, mit denen man eigentlich politische Auseinandersetzungen führen müsste, also ostdeutsche Regierungen. Das sind Koalitionen von Leuten, die sich eigentlich streiten sollten. Ja. Und das setzt natürlich demokratische Prozesse außer Kraft. Aber das Gefährliche ist ja, dass die Eliten quasi genau das, was du jetzt, was du jetzt als Problemlösungskompetenz beschrieben hast beweisen, dass sie das ja nicht haben. Also seit Jahrzehnten, wir haben jetzt gerade über Umbau und Transformation das Notwendige es tun. Es ist diese Illusion, dass es genau so weitergeht. Also meine, die Leute machen genau das. Ich habe es ja vorhin gesagt für die, für die große für die große, ähm, große Mitte-Rechtsparteien. Ja, also die, 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 sich, die, sich, die sich semantisch nach rechts bewegt und die ganz deutlich signalisiert, dass sie eigentlich keine Idee davon hat, was sie da machen wollen. Ne? Und das, 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 das ist sozusagen auf der anderen Seite schon länger entkernt gewesen, ja. Die sozialen Fragen werden inzwischen adressiert an, an, an eine AfD. Man muss sich mal vorstellen, wenn tatsächlich das Programm der AfD, man müsste man muss sich das mal genau, muss sich das genau angucken, wenn man das durchsetzen würde, am, am, am schlimmsten würde es den Leuten gehen, die sie eigentlich für die Robin Hood halten, der es den Reichen wegnimmt und so weiter. Ja. Das, ist, das ist totaler Bullshit. Es geht da nicht um Sachfragen, sondern es geht da tatsächlich darum, dass diese Zurechnung, dass die da oben es nicht können, ein Problem produzieren. Also gleichzeitig haben wir noch sozusagen den Move zu sagen, jetzt haben wir eine linke Regierung, was immer das bedeutet, haben wir ja gar nicht. Wir haben eine linke Regierung und deshalb geht der Bach, geht es erst recht den Bach runter, das ist für viele der Akteure, die da sozusagen an der Grenze zwischen noch legitimen und nicht mehr legitimen Politikformen arbeiten, der Move mit dem gearbeitet wird. Ist das was du als Gefühl der Problemlösungskompetenz gerade beschrieben ja. hast, der Latenzverlust, äh, ja. den, den du oft in deinen Büchern verwendest? Ja. Ja. Ist, das das, ist das das Gleiche? So was Ähnliches. Also, ähm, also ich die, benutze diesen die, Begriff des das Gefühl, Das Gefühl äh, der Sicherheit. Okay. Ja. Ich kann, ich kann äh, davon ausgehen, dass es auch in Zukunft ja. gewisse Sicherheiten genau. immer noch gelten. Und das ist ja etwas, was das, das wissen wir, das, hat, das ist die Kulturtheorie von Target Parsons, die finde ich wirklich, die müsste man eigentlich wiederentdecken. Der hat, der hat beschrieben, dass Kultur bedeutet, dass, 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 wir, dass es ein paar unbefragte Selbstverständlichkeiten gibt. Mhm. Also, zu denen gehört zum Beispiel dass ich andere menschen als menschen anerkenne also wenn ich jetzt sagen würde tilo ich ich ich, ich kenne dich jetzt drei stunden ich glaube du bist ein vollwertiger mensch das wäre ein schrecklicher Satz, wenn man den sagen müsste. Ja? Also wenn man, wenn man den nicht latent hält, sondern wenn man den formulieren müsste. Mhm. Oder äh, andere Formen sind, dass wir das sozusagen die Kategorien sich nicht jeden Tag neu verschieben, sondern dass wir uns eigentlich daran halten, was geht. Die, also die, 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 die Wahrnehmungsphysiologie läuft auch so. Die, also unsere Wahrnehmung arbeitet mit starken Hypothesen darüber, wie die Dinge eigentlich sind. wir kennen das aus der Forschung, Kriminalitätsforschung, wie lange man braucht, eine Ausnahmesituation als Ausnahmesituation wahrzunehmen. Also in der über Vergewaltigung gibt es das sehr stark. Mhm. Ab wann eigentlich der Punkt ist, wo die Bedrohlichkeit unsere Bewusstheit erreicht. Und im Moment haben wir eine gesellschaftliche Situation, in der diese Latenzfunktion immer weniger funktioniert. Es wird immer sichtbarer, wie, 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 wie fragil eigentlich die Lösungen sind, mit denen wir zu tun haben. Also ich habe gerade etwas Neues geschrieben, das kommt erst nächstes Jahr raus, wo es genau um diese Frage geht, dass ich nenne das ein großes Visibilisierungsprogramm. Es werden jetzt Dinge, die lange unsichtbar gewesen sind und die man früher vielleicht hätte sichtbar machen müssen, jetzt mit einem Schlag in dieser Situation sichtbar. Und das produziert eine unfassbare Verunsicherung. Im Übrigen auch im Hinblick, und das zeigen auch die Umfragen zu, zu Kompetenzunterstellungen, ich bin bei Umfragen immer, immer etwas, etwas skeptisch, aber das, das erzeugt auch so dieses Gefühl, dass die Eliten es nun wirklich nicht können. Wenn man hier dein Buch ähm, Theorie der überforderten Gesellschaft liest, Ja. Im Grunde habe ich jetzt verstanden, sagst du, dass die, die Überforderung der Gesellschaft nicht verhinderbar ist. Ist dann damit auch nicht die, der Aufstieg der AfD und die Machtübernahme der AfD verhinderbar? Weil Menschen, die ja. überfordert sind, die diesen ja. Latenzverlust, also diesen diese Sicherheitsverlust spüren, ähm, dann natürlich sich an ein Angebot wenden, das Gewissheit, ja. Gewissheit und Sicherheit verspricht. Ja. Ich, ich glaube ja nicht, dass die Leute doof sind. Also ich glaube, dass man den Leuten, das ist jetzt ein politischer Satz, ne, mehr zumuten kann. Also was, was, was tatsächlich, also ich, ich schreibe hier übrigens nicht, dass die, dass die Überforderung unvermeidlich ist. Ich schreibe, dass es als strukturelle Gründe für die Überforderung mhm. gibt. Ne? Also das ist ein großer Unterschied. Ja. Man kann mit denen sehr unterschiedlich umgehen. Ich glaube, je länger man so tut, als wäre alles gut... Bei offenkundigem Gegenteil wird es nicht funktionieren. Aber Stand jetzt haben wir die Strukturen, die diese Überforderung ähm, nicht verhinderbar macht. Aktuell haben wir diese Strukturen. Ja, das sind also das sind zum Teil so basale Strukturen, dass sie, dass sie, dass sie, dass sie nicht an politische, dass man die politisch nicht so leicht, Richtig. nicht so leicht, ähm, sagen wir mal, verändern kann. Ja. Aber man, man kann unterschiedlich damit umgehen. Und der falscheste Umgang ist wahrscheinlich doch zu tun, als, als wäre eigentlich nichts. Also ich, ich finde Olaf Scholz im Vergleich zu vielen anderen eigentlich einen ganz sympathischen Mann. Ne? Das ist beeindruckt mich manchmal. Aber was überhaupt nicht funktioniert, das ist diese Form. Also der, der, der redet so, als, als wäre nichts gewesen. Das ist die AfD. Amen. Das ist die schlechte Laune Partei. Ja, das ist das ist das ist einfach das, das geht so nicht. Also das ist einfach ein. Ich würde sagen, das ist ein handwerklicher Fehler. Und ähm, also ein handwerklicher Fehler, richtig so, so eine Art professioneller Fehler. Ähm, die, die die Leute sind ja nicht blöd. Man muss sie wahrscheinlich doch. Da spricht vielleicht doch der Pädagoge, der das mal studiert hat. Mhm. Ähm, auch ich sage jetzt mal diesen schrecklichen Satz, bei dem ich normalerweise selber gekräuselte Haare bekomme, ähm, äh, da abholen, wo sie sind. Also ernst zu nehmen, dass die Verunsicherung nicht einfach nur Bosheit ist. Ich glaube, dass es in der Gesellschaft wahrscheinlich so. 15% Bodensatz gibt, die ohnehin nicht erreichbar sind. Ja, das ist sozusagen also mit faschistischen, äh, jetzt nicht nur einfach ein paar rechten Formen, sondern wirklich mit faschistischen äh, ja. äh, äh, Überzeugungen, an die man auch wahrscheinlich nicht, nicht rankommt. Die muss man irgendwie beschäftigen, die Leute. Aber, aber sozusagen, die, das, das andere, das ist erreichbar. Und die Frage ist wie. Und das gelingt im Moment nicht. Aber wenn wir jetzt aktuell die Strukturen haben, die zu der Überforderung unvermeidbar führen die auch den, den aufstieg der afd und das damit des neuen faschismus äh, führen welche strukturen müssten wir dann da jetzt noch mal um abschließen das jetzt rund ja, zu ändern. Also, ja abschließend rund zu machen ist gut also die, die, die ja, ist schon klar. Äh, die, also ich, ich kann jetzt nicht sagen wir müssen drei dinge machen. Ja? also ich stelle mir jetzt mal naiv vor ich würde politisch reden müssen. Da würde ich mir Gedanken darüber machen, diese Latenzen, diesen Latenzverlust offensiver anzugehen und zu sagen: Leute, wir haben ein paar tatsächlich ungelöste Fragen. Und wir, wir sind im Moment nicht in der Lage, die eindeutig hinzukriegen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das mehr Eindruck produzieren wird, als so zu tun, als ob. Dass diese Koalition das zum Teil nicht kann, weil sie intern zunächst einmal überhaupt dazu finden muss, irgendetwas zu tun, ist kein Wunder. Aber wahrscheinlich braucht man solche Akteure. Ich mache keinen Hehl daraus, dass ich äh, Robert Habeck jetzt nicht ganz so schlecht finde. Ne? Ähm, also äh, auch persönlich übrigens. Das, geben, ja. das ist jemand, der, der das zumindest zeitweise versucht hat. Gescheitert ist zum Teil daran. Aber äh, wo man sozusagen doch Kommunikationsformen braucht, die nicht sagen, pass mal auf, wir haben hier drei Modelle und dann läuft das. Sondern, sondern zum Teil im Moment zu sehen, dass wir die Konzepte nicht haben. Jetzt habe ich zwei Vorschläge anhand unseres Gesprächs, die ich jetzt gelernt habe. Also Strukturen, die wir ändern können, wo wir strukturell rangehen können, damit es nicht zu dieser Überforderung kommt und damit der Faschismus auch aufhört. Weil die Sachen, die nicht nur von links kommen, kommen ja auch manchmal von rechts. Also warum sie sich aufregen, warum die da oben nichts machen. Wir können ja bei der Vermögensungleichheit anfangen. Die... Ne? Also die Vermögensungleichheit nicht nur äh, stoppen, dass das immer dass das immer größer wird, sondern sie tatsächlich schließen, äh, dann beim Klimawandel nicht nur äh, ein bisschen was machen, sondern das Notwendige machen, nur halt anders. Ne? Also das, was die Grünen zum Beispiel früher wollten, eine dezentrale Energiewende, äh, indem man den Leuten nicht nur irgendwie ein Windrad vor die Nase ja. setzt oder einen Solarpark vor die Nase setzt, sondern sie auch. Beteiligt, beziehungsweise ja. ihnen das zur Verfügung ja. stellt, dass es ihnen gehört, ja. damit sie einen ökonomischen Erfolg ja. damit hat. Das wären andere Strukturen, ja. womit man dann selbst die abholt, die eigentlich dagegen wären, weil sie ökonomisch davon ja. provozieren. Ja. ja, das ist alles nett gesagt. Und das, das ist, ich habe doch vorhin gesagt, das Interessante ist, ist, dass Menschen ja in der Form vorkommen, äh, welche Rollen sie spielen. Das ist für einen Journalisten. Unglaublich toll zu sagen. Und die Probleme fangen aber jetzt damit an. Jetzt machen wir das mal und dann sind wir wieder am Anfang unseres Gesprächs. Also, das ist doch genau, genau die Form. Klar, wir machen das jetzt mal. Wir werden die Vermögensungleichheit verändern. Ne? Also, äh, es ist zum Beispiel außerordentlich ungerecht, dass, dass die Besteuerung äh, viel stärker am Einkommen als am Vermögen hängt. So, das sind ja. ja Dinge, die nicht erst seit. Auf die, auf die Idee sind wir ja jetzt nicht wir beide gerade gekommen, mhm. ja? sondern das wird ja schon länger diskutiert. Also, das heißt, journalistisch kann man sehr schön sagen, das ist also die Lösung. Wir Machen das und das und das und das und dann wird es schon. Also, mein, mein Impetus wäre zu sagen, das ist halt ein Move, den man schön sagen kann, damit ist gewissermaßen das Gespräch abgerundet, aber damit fängt alles wieder beim wieder von Neuen an. Genau. Das ist sozusagen der Punkt, an dem ich verzweifle und versuche, produktiv zu verzweifeln. Aber da sind wir wieder bei den rechten Parteien, die jetzt nicht die rechtsradikalen sind wie die FDP und die Union. Die versuchen ja genau diese Vermögensungleichheit eben nicht zu überwinden. Ja, ich weiß Weil, auch nicht, ob die Vermögensungleichheit die Frage ist. Die Frage ist, ob wir die ökonomisch, haben, die, die, die ökonomischen und, soziale und soziale Ungleichheitsformen Ungleichheit. nicht, ähm, nicht problematisch werden. Lassen. Es gibt empirische Forschung dazu, also äh, äh, die, die soziologische Forschung, die sagt, wann wird eigentlich Ungleichheit als als angemessen gerecht und ungerecht empfunden. Ja. Das hängt nicht nur mit den, mit den, mit den Fragen zusammen, sozusagen der, der, der absoluten Differenzen, sondern mit der Frage erstens, ob man mit geringen Einkommen überhaupt leben kann. Das ist äh, in manchen Regionen fast unmöglich. Und zweitens, äh, ob als gerecht empfunden wird, wie die Differenzen tatsächlich stattfinden. Also gerecht im Sinne von äh, da ist da ist irgendwie ein System dahinter, ja. dass man dass man dass man dass man angemessen finden kann. Ist Dieses Gefühl verschwindet auch. Das es, Problem. es gibt ja auch Forschungen, wo Ungleichheit auch in einer Demokratie gewisserweise akzeptiert wird, beziehungsweise ne, Leistungsgesellschaft und so weiter. Und dann gibt es äh, ab einem bestimmten Punkt extreme Ungleichheit. Ja die dann auch als Demokratiegefährdend absolut, angesehen werden. Und, und an dem Punkt sind wir in Deutschland zum Beispiel mittlerweile. Ja, ob wir an dem Punkt hier schon sind, ist die Frage. Ist, also da, in der USA wir würde sagen, andere, da, da, sind da, 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 wir tatsächlich hast... an dem Punkt, wo man sagen muss, dass eine der Indizes einer funktionierenden Demokratie, würde ich immer auch so sagen, ist, dass eine zu starke Ungleichheit, das heißt die Verhinderung der Teilhabe an bestimmten Leistungen der Gesellschaft bestimmter Gruppen, natürlich Demokratiegefährdend ist. Also das ist überhaupt keine Frage. In Deutschland haben Herr Kühne und Herr Schwarz zwei Männer mehr Vermögen Privatvermögen als die unteren 42 Millionen Deutsche ist ja. das für dich schon das ist, das ist nicht schön aber ich glaube dass das, dass das nicht das Problem ist das Problem okay. ist sozusagen das ist ein schönes Symbol für das Problem ne? äh, die das, ist nicht das Problem was ist das? das Problem ist sozusagen dass wir eine Spreizung haben bei der wir in den unteren Lohngruppen, keine Lebensmöglichkeiten haben. Ulrich Beck hat das mal als, als, ähm, als Fahrstuhleffekt beschrieben, ja? also, wo er sozusagen meinte, dass, 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 die, dass die Entwicklung des Ökonomischen so gelaufen ist, dass zwar die die Ungleichheit selber nicht, nicht, nicht gesunken ist, aber das ganze System nach oben verschoben ist. Ja. Das gilt im Moment, also das hat er vor ungefähr 30 Jahren geschrieben, das gilt im Moment in dieser Form nicht mehr. Wir müssen sagen, dass wir ein großes Problem am unteren Ende haben. Diskutiert wird es dummerweise, nur also in diesen blöden Sätzen lohnt sich noch Arbeit, wenn das Bürgergeld so hoch ist. Das ist völlig absurd. Ja, du kannst die Schere ja auf beiden Seiten schließen, nicht nur. Ja, nee, und dann nee. ist die, da ist wiederum die Frage, wie. Und ich würde sagen, ich kenne, ich kenne einige Leute aus genau diesen Bereichen, die vor allem davon leben, von also Kapitalerträgen leben, ja. die selber sagen, es ist ein Skandal, dass wir eigentlich weniger besteuert werden als die, die mit 40 Stunden Arbeit in der Woche ein Einkommen bekommen und dann sozusagen mit 42 Prozent, bald 46 Prozent besteuert werden. Wenn, wenn jetzt nur noch bald ein Mann, also entweder Kühn oder Schwarz, so viel Vermögen hat wie die unteren 42 Millionen, würdest du dann sagen, dass es ja, Problem? Ja, erinnert sich ja auch nichts dran. Also, das ändert ja nicht sozusagen an der, an der Gesamtverteilung. Das sind Sym Symbole, an denen man das beschreiben kann. Was wir in Deutschland zumindest noch nicht haben, das sind Formen, wo sozusagen ganze, ganze Branchen oder ganze, man könnte sagen sogar Lösungen an, an, an einer konkreten Person hängen. Also, dass Elon Musk der ja von manchen für ein Held gehalten wird, ja, ähm, äh, nicht nur äh, diese geostrategische Geschichte bestimmen kann, sondern, sondern über wichtigste Kommunikationsplattformen verfügt. Und zwar nicht nur, dass er sie besitzt, sondern dass er auch darüber operativ verfügt. Mhm. Das ist nicht angemessen. Zum Schluss werden wir uns gerade über die Gefahr des Faschismus und der Dummheit der Rechten. Also ja, die, die sind, glaube ich, nicht dumm. Das wäre ja schön, wenn die dumm wären. Die du, sind strategisch du, du schon ganz schön klug. Nee, wir haben gerade über CDU geredet, die genau die Fehler macht, die die anderen Konservativen. Ja, naja, ich meine machen. jetzt die richtigen Rechten. Das also sind von die Rechtsradikalen. der Regierung würde ich ja immer noch sagen, dass sie Mitte rechts bleiben können, wenn sie sich einigermaßen angemessen das sind Moderate bestellen. Rechte, ja. halt die CDU und ja. FDP. Gut, so gesehen stimmt das, ja. Also die, die Rechtsradikalen in ihren Strategien. Sind leider nicht dumm. Also, Höcke ist alles, aber nicht dumm. Das ist eine grandiose, also, grandiose bitte nicht außerhalb des Kontextes zitieren, eine, eine durchdachte Strategie, auszuprobieren, was man tatsächlich sagen kann und wie weit man in bestimmten Sätzen entsprechend geht. Bist du denn also immer noch deiner Meinung von 2017, dass es eine Linke womöglich nicht mehr braucht? Ja, eine Linke, die, die sozusagen an diesen Umbau glaubt und denkt, dass es mit diesem K-Begriff das Problem schon gelöst ist. Was du ja auch gerade am Ende in der Zusammenfassung so ein bisschen gemacht hast. Ich fürchte, dass da die Probleme erst anfangen. Wir machen das Thema jetzt nicht nochmal auf. Na. Armin, vielen Dank für deine Zeit. Sehr gerne. Hat sehr viel Spaß gemacht. Bin gespannt, was das Publikum sagt. Das berichtet jetzt Hans. Dankeschön. Komm mal wieder. Mach ich. Du weißt, dass ich in 20 Minuten ungefähr zum Zug muss, ne? Ich äh, beeile mich. Publikum war schwer begeistert von der Diskussion, auch von dir. Die Performance fanden sie gut. Ähm, was Thilo über mich gesagt hat, muss ich eben korrigieren, ein bisschen Sozi Soziologie studiert. Eine reine Unverschämtheit. Das war ein komplett abgeschlossenes Studium, das in einer Arbeit mündete, äh, die Dürkheim und Tönnies, im Begriff der Anomie hochaktuell, obwohl vor 40 Jahren geschrieben. In Beziehung setze. So. Jetzt aber zu den Fragen. Ging so ein bisschen äh, jetzt die Reihenfolge in der Reihenfolge des Gesprächs. Ihr habt viel über den Tod und den Umgang mit dem Tod gesprochen. Was ist ein würdiger Tod? Ja. Das ist, das ist die schwierigste Frage überhaupt. Ich, ich glaube, ähm ich habe vorhin mehrfach, mehrfach gesagt, dass das was mit Humanisierung zu tun mhm. hat. Ne? Also Mal zu sterben ist also wir, wir tun in den Diskussionen immer so, als wäre das auch so ein, so ein Thema, das man instrumentell irgendwie bearbeiten kann. Also sterben ist scheiße, wenn ich das mal so sagen darf. Das, das will eigentlich keiner. Und es ist eine, eine wirkliche Grenzsituation. Und die Frage ist, ob wir, ob wir sozusagen in der Lage sind, Menschen dabei zu begleiten, damit irgendwie. Zurecht zu kommen. Also irgendwie heißt auch sehr individuell verschieden mhm. und würdig würde wahrscheinlich bedeuten, dass die Leute nicht das Gefühl haben, dass sie allein gelassen werden. Wenn mhm. jemand alleingelassen werden will, dann muss er das bekommen. Aber nicht dieses Gefühl zu haben, sozusagen schon bevor er tot ist, nicht mehr dazu zu gehören. Mein Vater sagte in seinen letzten Lebenswochen, ich möchte jetzt sterben. Ja, das wäre das, das alte jüdische Ideal, ja. alt und lebenssatt äh, zu sterben. So ja. Das ist leider nicht allen vergönnt. Hm. Nächste Frage. Wie wichtig ist Aufrichtigkeit uns selbst und den großen Themen gegenüber für unsere Gesellschaft? Auch diese, diese Frage, schreibt der Fragesteller, kam bei der Diskussion um das Thema Tod. Ja, also ich würde das sogar sogar noch erweitern auf fast alle Themen, über die wir heute gesprochen haben. Also für mich gehört Aufrichtigkeit, ich sage es mal zu den Allgemeinen, dann zum Tod, Aufrichtigkeit dazu, die Begrenztheit der eigenen Perspektive zu sehen. Also ich bin als Wissenschaftler jemand, der zunächst mal tatsächlich beschreiben kann, was ist. Also wenn man, wenn, wenn einem das gelingt, ist schon eine ganze Menge geleistet und die Aufrichtigkeit besagt auch, dass sozusagen ähm, das große Wollen und Wünschen womöglich manchmal unaufrichtig ist, weil man so tut, dass, als ob die Chiffrierung schon die Lösung sei. Bezogen auf die Frage des Todes. Ähm, da, da entsteht eine neue Aufrichtigkeit im Hinblick darauf, dass man auch die konkrete empirische Situation der Sterbenden sieht. Also man muss ja sich klar machen, dass das eine, ein schwieriges Thema ist und zunächst einmal sehr viel über die Motive derer, die sich überhaupt dafür engagieren, am Thema waren und die viel Projektion dessen, was sie für richtig halten, zum Beispiel sehr viel Kommunikation aufzuwenden, ähm, zur Aufrichtigkeit gehört. Zur Aufrichtigkeit gehört wahrscheinlich auch zu sehen, wie unterschiedlich man damit umgehen muss. Vielleicht gehört auch zur Aufrichtigkeit, dass das ein Punkt ist, an dem es auch Unverfügbarkeiten gibt, die man nicht instrumentell herstellen kann. Zum Sterben gehört auch. Hängt diese Aufrichtigkeit da an, dass man... Das Thema nicht verdrängt, ja. sondern es in welcher Form auch immer annimmt. Ja, also eine gewisse Todesverdrängung gehört zum Leben, ja. Also, wenn ich jetzt den ganzen Tag mit Memento Mori mir sage, ist es vielleicht ein bisschen viel. Aber dass das ein, ein wichtiges Thema ist, das auch zu, mit, mit sozialer Gestaltung zu tun hat. Mhm. Und ich würde den Würdebegriff nochmal noch mal aufnehmen. Also, was, was sozusagen zur Würde des Menschen gehört. Auch diesen letzten Weg angemessen gehen zu können, ja, das ist schon. Also, das könnte ein Hinweis darauf sein, ob wir in einer Zivilisation leben, die diesen Namen verdient. Radikaler Themenwechsel. Du hattest einen Briefwechsel mit Götz Kubitschek. Ja. Ähm, kein Linker. <laughs> äh, eher das Gegenteil. Was hast du davon mitgenommen? Ja, das ist eine schwierige Frage. Ich muss auch gestehen, dass ich, äh, dass ich das war 2013 oder mhm. so, haben wir die haben wir die Sachen gemacht, das ist dann ein bisschen später publiziert worden. Ähm, das, ist eine, das ist eine heikle Sache gewesen, das überhaupt zu tun. Heute würde ich das nicht mehr machen. Ähm, ich habe damals gedacht, Stichwort Aufrichtigkeit, mhm. dass man mit solchen Leuten reden muss und dass man womöglich beim Reden auch den Mut haben muss, also vorzuführen, wo die Beschränkungen und ähm, Shortcuts, wenn man so will, sind. Der Denkfehler besteht darin, als handle es sich um intellektuelle Shortcuts. Das sind sie natürlich nicht, aber was ich schon sagen würde, ist, dass es mir in dem, in dem, in dem Gespräch, das auf freundliche Art und Weise geführt wurde und ähm, auch entgegenkommend geführt wurde, schon deutlich wurde, dass das, was dort passiert, nicht intellektuell ist, sondern mit einer Lebenslüge zu tun hat, die eigentlich sagt, das eigene ist das eigene. Ich vermute daraus, wenn es heute ein, Ge ein Angebot gäbe, eine Neuauflage des Gespräches zu führen und zu veröffentlichen, du ablehnen würdest. Diese Angebote gab es, ja. Dann würde ich nicht mehr machen. Welche heutige Ideologie hätte eine Antwort auf die Überalterung unserer Gesellschaft? Die einzige Möglichkeit, nicht alt zu werden, ist früh zu sterben. Aber das ist jetzt keine ernsthafte Antwort. Ja. Ähm, ähm, ja, was heißt welche Ideologie? Also und Überalterung. Die, die Überalterung ist ja, wie, wie bei vielen Themen, die wir heute besprochen haben, ja interessanterweise das Ergebnis von Erfolgen. Also, ja. dass, die, also dass Lebenserwartung ist einer der wichtigsten Indizes, die, die von der Weltgesundheitsorganisation verwendet werden, um den, den Hygiene und Medizin und sozialen Standard einer Gesellschaft zu beschreiben. Wir sehen, dass in den Krisen, in denen das passiert ist, die Lebenserwartung sinkt. Ne? Mhm. Und insofern kann ich die Frage gar nicht beantworten. Die spannende Frage ist, ob diese Lebensform, wie wir sie kennen, des, des Älteren, ob wir dafür Formen in der Gesellschaft finden, ja, in Form von Aufgaben, von Anerkennung und von ökonomischer Versorgung. Ja, also gerade der letzte Aspekt. Ähm Altersarmut ist eine sehr, sehr, ein reale, Perspektive, sehr, sehr reale Perspektive, gerade auch unserer Gesellschaft. Ich sehe nicht, wo im Moment ähm, eine, eine eine erträgliche Alternative dazu. Ja, die gibt es im oder? Moment nicht. Es gab ein paar ideologische Formen zu denken. Ja. Wir machen das jetzt über kapitalgedeckte Lebensversicherungen. Das ist alles Bullshit gewesen. Das konnte natürlich nichts anderes ersetzen. Und wir wissen aus allen Berechnungen, die wir zurzeit haben, dass dieses System, wie wir das jetzt haben, in der nächsten Generation nicht funktionieren wird. Es ist also Zeit, darüber nachzudenken, wie man das ändert. Und wir haben gerade im Gespräch gesehen, dass Dinge, deren Ertrag in einer späteren Zeit passiert, wenig Motivation haben, gerade bearbeitet zu werden. Du bist ja nicht nur ein begeisterter Technikfreak beim Autoschrauben, sondern hast in deinem Buch Muster sehr schön beschrieben, dass du einer der Ersten warst, der sich einen Robotron, eine Robotron-Schreibmaschine gekauft hatte. Also ein, ein früher Pionier der Digitalisierung. Da kam die Frage, für welches Problem in der Verwaltung ist... Digitalisierung die Lösung in der Verwaltung. Naja, das ist ja zurzeit ein Riesenthema. Ne? Wir haben es mhm. ja in der Pandemie erlebt, wie wie schwierig das mit der Verwaltung ist, ähm, äh, wenn sie nicht digitalisiert ist. Also ein, äh, ich glaube, sie wäre eine Lösung für Kompatibilität. Ich war in mehreren Kommissionen unterschiedlicher mhm. Akteure, die sich mit Digitalisierung von Verwaltung beschäftigt haben. Und das größte Problem ist tatsächlich, dass man feststellt, dass wir so viele unterschiedliche Systeme laufen, also äh, technische Systeme ja. laufen haben, die nicht miteinander kompatibel sind. Dass also eine Digitalstrategie für die Verwaltung zunächst mal bedeutet, dass man Daten von A nach B bringen kann und dadurch zum Beispiel manche ähm, Verfahren womöglich tatsächlich beschleunigt. Ich glaube, dass die Beschleunigung von Verwaltungsverfahren eine außerordentlich wichtige Frage, wie es auch für Infrastrukturen für den Klimawandel ist. Also dafür wäre das tatsächlich die Lösung. Ähm, ob wir das sozusagen in unserer, in unserer landesherrlichen Differenziertheit in Deutschland hinkriegen, da habe ich doch meine Zweifel. Ähm, zur Systemtheorie. Ähm, warum ist das Bildungssystem kein soziales System und Schulen entsprechend sind keine Organisationsformen. Nee, nee, das stimmt nicht. Also auch stimmt, das, auch das, auch das Erziehungssystem ist natürlich ein Funktionssystem der Gesellschaft ja. und Schulen sind Organisationen, ganz klar. Mhm. Also ich meine, das ist ja das Interessante eigentlich an Schulen, dass wir, was lernen wir in Schulen eigentlich? Mhm. Wir hoffen ja, dass wir in Schulen etwas fürs Leben lernen. Wir lernen vor allem, wie man sich in Organisationen bewegt, also wie man mit Lehrern umgeht, mit dem, von denen man nicht unterrichtet werden will, wie man mit Konkurrenzen umgeht und so weiter. Natürlich sind das Organisationen. Und das ist auch ein Funktionssystem. Ja. Also ich meine auch irgendwo mal gelesen ja, 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 zu haben, ganz dass ganz das ganz äh, Bildungssystem bei Luhmann nicht zu den äh, Systemen gehört. Okay. Also gut. es ist eines, ja. das sozusagen keine binäre Codierung hat, ja. dass das schon, und das, das ist sozusagen, das ist interessant, dass die Systemtheorie da sowas wie ein Technologiedefizit nennt, nennt mhm. man das auf systemtheoretisch. Also man kann sozusagen Erziehung nicht instrumentell herstellen. Das ist ein komplizierter ähm, sozialer Prozess, bei dem man nicht sozusagen ähm, so einfach Kausalitäten produzieren kann. Kann. Deshalb sind Bildungsprozesse besonders komplexe Prozesse. Mhm. Das heißt nicht, dass man Bildungsorganisation radikal anders organisieren kann. Wir haben im Gespräch darüber gesprochen. Ja. Was denkst du über Forscher wie Aubrey de Gray, ähm, Shinya Yamaka, ich hab, kann meine eigene Schrift nicht lesen, äh, oder David Sinclair, die gegen das Altern forschen? Ja, ich muss gestehen, dass ich die Namen nicht kenne, aber mhm. ähm, was heißt gegen das Alternforschen? Also, wenn, wenn das, wenn das nur naturwissenschaftliche Formen ja. sind, ja. das ist natürlich eine alte Utopie, die es immer wieder gegeben hat, dass mhm. man Alternsprozesse aufhält. Ähm, Biologen sagen uns, dass es ein, ein Todesprogramm in Organismen gibt. Die müssen auch verschwinden aus evolutionären Gründen, weil für nächste Generationen Platz sein muss. Insofern können die vielleicht es etwas verzögern, aber äh, ganz wird man es nicht los. Mhm. Ähm, etwas, was Lagerbildung im öffentlichen Diskurs und diskursive Frontenverhärtung angeht. Siehst du dich eher als Teilnehmer daran oder als Beobachter und hat sich da eine ja, Rolle verändert? Beides. Also, ich, ich, ich bin natürlich jemand, der auch in der Öffentlichkeit redet. Ich versuche mhm. immer, mh, ähm, wie soll ich sagen, nicht einfach Argumente zu bringen, die auf einer Seite sind. Mhm. Ich weiß nicht, ob, ob, das, ob das immer gelingt. Ja, was mich sehr nervt, das sind eingespielte Konfliktsysteme, in denen die Leute sich wechselseitig komplementär das auf die Ohren hauen, ohne dass es einen Informationswert gibt. Das bringt eigentlich niemandem was. Ich würde als Wissenschaftler sagen, ich weiß, dass das nicht immer gelingt. Vielleicht gelingt es mal, irgendwie einen Satz zu sagen, der aus dieser Logik des Konfliktes so ein bisschen rausgeht um daraus etwas zu lernen. Abweichungsverstärkung nennt man das kybernetisch. Mhm. Das wäre zumindest der Impetus, weswegen ich das mache. Findest du als Linksliberaler, nächste Frage, es nicht etwas verlogen, wenn der Linksliberalismus nur die Rechte und Interessen der Bürger verteidigt? Aber nicht die Pflichten der Menschen? Na, das, das tut er doch. Also, ich meine, wir können, wir können Rechte gar nicht ohne Pflichten denken. Und wir mhm. tun doch so, als gäbe es keine Pflichten. Also, das ist ja auch eine Verlogenheit dieses Diskurses um Verbote und ähnliches, als sei die Gesellschaft jetzt eine, wo jeder tun und lassen kann, mhm. was er will. Und jetzt werden auf einmal Verbote eingeführt oder, oder irgendwelche Regeln. Das ist ja nicht der Fall. Das Interessante an, an liberalem Denken, an linksliberalem Denken, wie immer man das beschreiben will, besteht ja gerade darin, da gibt es eine lange Tradition dass die Ermöglichung individueller Entscheidungen davon abhängt, ob es soziale Räume gibt, in denen das möglich ist. Meine Freiheit endet bei deiner Freiheit mhm. und umgekehrt. Und schon aus diesem einfachen Satz lässt sich zeigen, dass wir nicht alles tun können können oder sollten, was wir tatsächlich können. Also Liberalismus würde heißen, habe ich gute Gründe, mein Verhalten so zivilisiert einzuschränken, dass es die Freiheit von möglichst vielen Menschen möglich ist. Und an der Stelle käme dann wieder der von dir vorhin im Ordoliberalismus beschriebene... Äh Leitplanken setzende Staat ja. zum Einsatz. Ich meine, der Rechtsstaat ist ein, ist ein Leitplankensystem. Ja. Der Rechtsstaat sagt übrigens auch den, den Herrschenden, das ist ja das Entscheidende am, am, am Rechtsstaat, sich an Regeln zu halten. Die, das Interessante am Rechtsstaat ist, dass er ja eigentlich blind sein soll. Ja, also, das gilt eigentlich für alle empirisch gesehen. Ist es natürlich manchmal sehr, sehr, wie soll man sagen, in Frage gestellt. Aber mhm. die Idee besteht darin, dass die Regeln für alle gleich gelten und dass politik kollektiv bindende Entscheidungen macht, die für alle gleich gelten sollen. Die Empirie sagt manchmal was anderes. Sagt manchmal was anderes. Du wirst von vielen Seiten als intellektueller Vordenker der Grünen bezeichnet. Würdest du mhm. dich selbst so? Bezeichnen? Nein, ich würde mich selber nicht so bezeichnen. Und zwar, weil schon so, so ein, 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 ein Titel wie Intellektueller Vordenker natürlich viel zu groß gedacht ist. Aber es ist nicht ganz falsch, dass meine Sympathien da bei einigen liegen, bei einigen Personen liegen und dass ich durchaus auch mit Grünen schon über Konzepte nachgedacht habe. Ja, das auf jeden Fall. Also, ich habe vor ein paar Jahren mal in einer anderen journalistischen Rolle. War ich dabei, als du auf Einladung der Grünen Bundestagsfraktion äh, im Bundestag so eine Abendveranstaltung hattest, da war sozusagen die gesamte grüne Fraktion dabei. Die haben dich, glaube ich, schon so wahrgenommen. Das war auch hinterher die Reaktion. Na gut. Ähm, in Muster, äh, in diesem Buch, schreibst du, wie Rohstoffe, zum Beispiel Öl und Kohle, Gesellschaft mitstrukturieren? Ja. Wie lässt sich dieses Phänomen mit der Systemtheorie deutend verstehen und Erklären. Ja, dafür braucht man gar nicht die, gar nicht die Systemtheorie, aber wir, wir erleben ja doch, dass, dass ökonomische Prozesse, vor allem Produktionsprozesse, mhm. sehr stark davon abhängig sind, dass sie eine energetische Basis haben. Und diese energetische Basis war fossil. Ne? Mhm. Also das heißt, viele der Dinge, die wir sowohl geostrategisch als auch ökonomisch haben, hängen davon vom Zugang zu solchen, zu solchen Formen ab. Das heißt, das heißt, Wertschöpfungsketten sind sehr stark davon abhängig gewesen, ob es Zugang zu diesen Formen gab. Ich meine, das hat es ja in früheren Gesellschaften auch gegeben, ja. Also äh, der ganze Kolonialismus hat damit zu tun gehabt, äh, Waren ähm, in den Norden zu bekommen, mit denen man Wertschöpfung produziert hat. Äh, jetzt ist es sozusagen das Fossile und es geht ja weiter, ja. Also wir brauchen jetzt auch ohne die nicht. Natürlich gegeben. nicht, natürlich mhm. nicht. Und, und ich meine, das ist eigentlich kein, kein, kein neuer Gedanke. Die interessante mhm. Frage ist, welche, welche energetischen Formen eigentlich neue Produktionsformen, die stärker auf. Elektrogeschichten und so weiter auf erneuerbare Energien setzen haben und auch die haben eine stoffliche Basis, ja, also auch für die braucht man Rohstoffe, mhm. für die braucht man seltene Rohstoffe, teure Rohstoffe, die zum Teil das ökonomische Gefüge auf der Welt verändern werden. Mhm. Hast du den Eindruck oder oh, das finde ich eine schöne Frage, hast du den Eindruck, Politiker würden auf Soziologen hören und, <laughs> und Dinge umsetzen oder werden die, werdet ihr Eher als Alibi äh, angehört und. Angesehen. Ich glaube beides. Also es wäre jetzt total naiv von mir zu glauben, wenn ich irgendwo hingehe und jemanden berate, dann macht der oder die das sofort. Mhm. Das wäre vielleicht auch gar nicht so gut. Ich glaube auch nicht, dass die Welt besser wäre, wenn ich regieren würde. Da müsste ich nämlich ganz andere Sachen machen als jetzt. Ich glaube ja daran, dass sozusagen diese Berührungspunkte auf beiden Seiten Folgen haben. Übrigens auch auf meiner Seite. Also ich habe sehr viel gelernt von von Leuten, die ich beraten habe, übrigens mhm. nicht nur aus der Politik. Ich äh, kenne einen Soziologen, Professor, Kollegen von dir, der war aus alter, aus alter Verbindung sozusagen immer im Gespräch mit einem Ministerpräsidenten, der dann mal Bundeskanzler wurde. Und der hat gesagt, wenn ich will, dass er etwas nicht tut, muss ich es ihm empfehlen. Nochmal, wenn er will? Wenn, äh, wenn ich will. Dass dieser Bundeskanzler mhm. etwas Bestimmtes nicht tut, tut, dann muss ich es ihm nur empfehlen. Ja, das ist wundervoll. Ist das auch deine Erfahrung? Das ist, ein nee. Bonbon, nee, nee, nee. das ist nicht meine Erfahrung, aber das ist natürlich ein sehr schönes Bonbon. Und ähm, das passt natürlich auch auf die Person, ich, mhm. von der die Rede ist. Aber ähm, ich meine, das ist, ja, das ist ja ein wichtiges wissenschaftliches Thema, was es eigentlich bedeutet, wissenschaftliches Wissen und wissenschaftliche Erkenntnisse in politisches umzusetzen. Ich habe vorhin erzählt, wir ja. haben ein EU-Projekt gemacht, wo es um die Frage geht, wie wissenschaftliches Wissen in Policy Papers äh, landet. Wir haben das für Psychiatriereformen etwa untersucht. Und das sind interessante Transformationsprozesse. Das Wissen ändert sich. Es wird mhm. sozusagen zu einem politisierbaren Wissen. Da muss man wahrscheinlich mehr darüber nachdenken, wie das funktioniert. Kein Politiker wird ähm, einfach eins zu eins umsetzen. Was man Wir haben noch vier Minuten. Ich versuche, so viele Fragen wie möglich reinzukriegen. Ja. Ist der Arbeitswahn, in Anführungsstrichen, der, Arbeits der Arbeitswahn ja. Ja, der Menschen in unseren Sphären die neue große Religion? Sind wir also arbeitsfanatisch, ohne die Konsequenzen zu ahnen? Ja, das ist interessant, die Frage, weil wir ja heute eigentlich eher diskutieren, dass es das eher eine historische Sache war. Also der ja. Arbeitswahn war sicherlich eher etwas, sagen wir mal so, das ich, ich übertreibe jetzt ja. das Argument, des, 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 des männlichen Arbeitnehmers, ja. äh, dessen Familie sich um seine Arbeit herumgruppieren muss und äh, die, das einzige Identitätsmerkmal die Arbeit ist. Das ändert sich doch in der neuen Generation mhm. sehr stark. Da geht es um Work-Life-Balance und so konsum, dass, dass Der Konsum eigentlich ein Stück weit, diese auch Identität stiftende ja, absolut. Funktion von Arbeit absolut. ablöst. Ja. ja, man muss sich nur Werbung angucken. Ja. Ja? Also ähm, äh, kaufen Sie dieses Hemd, äh, das wird Ihre Integrität mhm. unterstreichen. Wir haben es hunderttausendfach verkauft. Mhm. Du sprichst so oft auch hier von Trägheit im System. Ja. Welche Faktoren sorgen für diese Trägheit? Ja, also ich glaube, ähm, da, da könnte man jetzt lange darauf antworten. Mhm. Ich meine, kurz würde man sagen, ich sage jetzt mal ganz orthodox systemtheoretisch, ähm, wenn man wenn man die die Unterscheidung von System und Umwelt ernst nimmt, dann sind Systeme ja sozusagen dadurch geprägt, dass sie dass sie, dass sie sozusagen weniger komplex sind als die Umwelt das heißt sie müssen sich eigentlich mit weniger Informationen versorgen als möglich wäre mhm. damit sie sich reproduzieren können das kann man an biologischen Systemen sehr schön sehen das kann man an kulturellen Systemen sehen das kann man auch an psychischen Systemen sehen also die psychische System ist vor allem ein Ausblendungsmechanismus wir, wir nehmen das meiste nicht wahr was da mhm. ist also dann sind intentional und das gilt auch für soziale Systeme das ist die Kurzvariante ja, darüber könnte man viel ähm, sagen da sind wir an, äh, an dem Punkt äh, wo ihr vorhin drüber gesprochen Habt, du sagst, der Umbau ähm, bei laufendem Motor ist nicht yeah. äh, möglich. Du sagst, ja, dann muss die Karre erst an die Wand fahren. Hat das etwas zu tun ähm, mit dem, es gibt dieses alte deutsche Sprichwort, erst wenn die Marmelade im Bart klebt, holt man den Barbier. Das heißt, dass die, dass die Trägheit, die etwas mit Ausblendung und äh, Verweigerung von Erkenntnis zu tun hat, <laughs> dass die Not erst so groß werden muss, ist es eigentlich schon ja, zu spät. Ist. Aber was heißt, muss? Also, es ist leider oft so. Ich meine, wir kennen das, so in Forschung kennen wir das etwa bei Präventionsfragen. Ne? Wir, ja. sind, wir, wir wollen nicht gerne präventiv arbeiten. Deshalb werden bestimmte Leute zum Beispiel in, 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 der, Arbeits-, in der Unfallprävention bei der Arbeit gesetzlich dazu verpflichtet, bestimmte Präventionsgeschichten mhm. zu machen oder sich zu versichern oder so etwas. Also, ähm, Prävention ist etwas, was leider Gottes einen Ertrag erst später hat mhm. oder überhaupt nicht sichtbar, weil man ja Prävention betrieben mhm. hat. Insofern ist dieser Mechanismus muss leider auch in größeren Zusammenhängen da. Armin, danke schön. Danke für deine Zeit, Sehr für gerne. deine Antworten. Danke für eure Fragen, euer Interesse, das groß war, und äh, für eure Unterstützung, ohne die es dieses Format nicht gäbe. Wer im vergangenen Monat dabei war, jetzt im Abspann. Bis bald. Tschüss.